Morris, wo bist du? 3 Tage lang lümmelten wir in den Deckstühlen an Bord des Stolzes der israelischen Handelsmarine, der SS Jerusalem. Am 3. Tag weckten uns laute Freudenschreie, die auf dem ganzen Schiff widerhallten. Land! Land! Vor uns, geheimnisvoll von Morgennebel umhüllt, tauchten die Umrisse der Insel Rhodos auf, von deren märchenhafter Schönheit uns viele Passagiere verzückt erzählt hatten. Es sei etwas absolut Einmaliges, sagten sie. Überwältigendes Panorama, ewiger Sonnenschein, billige elektrische Bügeleisen. Ein Traum. Geistig waren wir auf die Landung seit langem vorbereitet. Gleich als wir in See stachen, hatte uns das Schwarze Brett eine gemeinsam mit den Inselbehörden organisierte Tour zu einem landschaftlichen Weltwunder angekündigt, zum Tal der Millionen Schmetterlinge. Die Routiniers unter uns, die das schon kannten, erinnerten sich mit träumerischen Augen an die unübersehbaren Mengen der buntfarbigen Geschöpfe mit ihren hauchzarten Flügelchen und wie sie im Sonnenschein glitzerten und wie sie sich vom azurnen Himmel abhoben und welch einen unvergesslichen Anblick sie boten. Kaum hatte die Jerusalem Anker geworfen, als sie auch schon von einer Unzahl eingeborener Motorboote umschwärmt war, die danach lechzten, uns an Land zu bringen. Ich beugte mich über die Reling und winkte einen der Bootsmänner herbei, einen stämmigen alten Seebären mit blitzenden Augen. Eingedenk der Ermahnungen, die mir die Eule Lipschitz mitgegeben hatte, erkundigte ich mich im Voraus nach dem Fahrpreis. »How much? Wie viel? Combien?« »Cinquecento«, rief der Alte zurück. »Hahaha«, ich stieß ein selbstbewusstes Lachen aus und ließ mich durch meine mangelnden Italienischkenntnisse nicht einschüchtern. 6.000 Lire und keinen Peso mehr.« »Gut.« Mit überraschender Schnelligkeit gab der Alte nach. Wir torkelten den Laufstieg hinunter und sicherten uns einen Platz in der Nähe des Lenkrades. Der Seebär wartete geduldig, bis sein Kahn überfüllt war und zu kentern drohte. Dann warf er den Motor an. Dröhnend und prustend begann der Weg über die 300 Meter, die uns vom Ufer trennten. Zufällig betrug auch die Stundengeschwindigkeit des Motorboots 300 Meter. Das benutzte der Alte, um uns mit der Geschichte der Insel Rhodos vertraut zu machen, wobei er sich gleichzeitig 3er Sprachen bediente. In einsprachiger Notübersetzung lauteten seine Mitteilungen ungefähr wie folgt. Vor langer Zeit waren wir von den Römern besetzt. Dann waren wir von den Byzantinern besetzt, die so lange blieben, bis uns die Moslems besetzten. Dann besetzten uns die Johanniter. Sie bauten Rhodos zu einer Festung gegen die Türken aus, konnten aber nicht verhindern, dass wir schließlich doch von ihnen besetzt wurden, nämlich von den Türken. Nach den Türken kamen die Italiener. Und was taten die Italiener? Sie besetzten uns. Allerdings waren wir dann eine Zeit lang wieder von den Türken besetzt, bis die Italiener zurückkamen. Dann kamen die Deutschen, dann kamen die Griechen und dort halten wir jetzt. Auf unsere Frage nach der besten aller bisherigen Besetzungen kratzte sich der alte Seebär den Hinterkopf und meinte, dass es da eigentlich keine großen Unterschiede gäbe. Hauptsache, man wäre besetzt und bliebe von der Unabhängigkeit verschont, die doch nur höhere Steuern brächte. Gegen den derzeitigen Zustand hätte er schon deshalb nichts einzuwenden, weil er selbst von Griechen abstamme. Seine Söhne hingegen seien Türken. Es könne sich aber auch umgekehrt verhalten. Bei diesem ständigen Hin und Her von Besetzungen wüsste man das nie so genau. Dann schilderte er uns in kurzen Worten die Wichtigkeit der besetzten Insel in neuerer Zeit. Zum Beispiel sei hier im Jahre 1948 der Waffenstillstand zwischen den Arabern und den verdammten Juden unterzeichnet worden. Wir machten den alten Seebären schonend darauf aufmerksam, dass wir den Letztgenannten zugehörten, worauf er sich mit der glaubwürdigen Erklärung entschuldigte, dass er uns aufgrund unserer gutturalen Sprechweise für verdammte Araber gehalten hätte. Unter derlei munteren Gesprächen wurde unser Boot schließlich an Land gezogen und vertäut.
Die Erlebnishungrigen unter uns sahen sich außerstande, auf den versprochenen Charterbus zu warten, der uns zum Tal der Millionen Schmetterlinge bringen sollte. Wir hielten Ausschau nach einem Taxi. Der Chauffeur bemühte sich, den Fahrpreis auf unsere Begeisterungsfähigkeit abzustimmen. »Sie dürfen diese Fahrt um Himmels Willen nicht versäumen«, beschwor er uns. »Es würde Ihnen für den Rest Ihres Lebens leid tun. Touristen aus der ganzen Welt, darunter die berühmtesten Botaniker, Ornithologen, Lepidopterologen und Gynäkologen kommen eigens hierher, um das Tal der Millionen Schmetterlinge zu sehen.« So feilschten wir noch eine Weile fort, bis wir endlich erschöpft und schweißgebadet in dem klapprigen Fahrzeug verstaut waren und losrumpelten. Der Fahrer tat das Seine, um unsere Erwartungen ins Maßlose zu steigern. Wir würden, so sagte er, ein übernatürliches Naturphänomen zu sehen bekommen, das in der ganzen Welt kein Gegenstück besäße und von dem nur Gott allein wisse, wie es überhaupt zustande gekommen sei. Einer bestimmten wissenschaftlichen Theorie zufolge strömten die Bäume dieser Gegend zur Blütezeit ein ganz besonderes Aroma aus, das die liebestrunkenen Schmetterlinge von weit her anlockte, bis sie zu fast schon undurchdringlichen Wolken geballt und alle Regenbogenfarben spielend das ganze Tal erfüllten. Als wir dem Wagen entstiegen, fieberten wir vor Erregung. Dicht vor uns ragte ein Berg mit einem gewundenen Fußpfad auf, der durch einen großen Wegweiser gekennzeichnet war. 300 Meter zum Tal der Millionen Schmetterlinge. Der Fahrer empfahl uns, Distanz zu halten, damit die Schmetterlinge nicht über uns herfielen. Wir schlugen seine feige Warnung in den Wind. Das heißt, wir hätten sie in den Wind geschlagen, wenn es einen Wind gegeben hätte. Es gab aber keinen Wind. Es war drückend heiß und vollkommen windstill. Nun, das focht uns nicht an. Wir begannen den Aufstieg. An einer Biegung des engen Wegs erwartete uns ein Mann mit einer imposanten Armbinde, der sich als offizieller von der Regierung entsandter Führer vorstellte. Wir verhielten uns ablehnend, aber er bestand darauf, uns zu führen. Auch als wir ihm erklärten, dass wir nicht zahlen würden. »Zahlen?« fragte er erstaunt. »Wer spricht von Zahlen?« Da wir rein menschlich gegen den Mann nichts einzuwenden hatten, ließen wir ihn mitgehen. Er setzte sich sofort an die Spitze und begann offenbar selbst aufs Tiefste beeindruckt, die Schönheiten der Gegend zu lobpreisen. »Zur rechten Hand. Ja, dort. Folgen Sie meiner Armbewegung. Dort sehen Sie einen Wald. Links schäumt ein Bach dahin. Entlang dieses Baches führt der Weg, den wir jetzt gehen. Darüber das berühmte Blau des berühmten Himmels von Rhodos.« Nachdem wir eine halbe Stunde gestiegen und von unserem Führer auf alle verborgenen Wunder der Natur hingewiesen worden waren, raffte sich ein weibliches Mitglied unserer Gruppe zu einer Frage auf: »Wann bekommen wir endlich die Schmetterlinge zu sehen?« Zufällig standen wir gerade vor einem Wegweiser mit der Aufschrift »800 Meter zum Tal der Millionen Schmetterlinge«. Unsere Blicke richteten sich scharf auf den Führer. Er meinte, dass wir uns keine Sorgen machen sollten. Wahrscheinlich hätten sich die Schmetterlinge ins Innere des Tals zurückgezogen. »Aber wenn sie müde sind, können wir umkehren«, fügte er hinzu. »Umkehren?« klang es ihm höhnisch entgegen. »Umkehren und keine Schmetterlinge sehen? Los, gehen wir!« Die Steigung wurde immer stärker, die Hitze immer drückender. Verbissen kletterten wir weiter und bemühten uns, keine Nervosität zu zeigen. Der Schreiber dieser Zeilen hat in seinem ereignisreichen Leben mehrere Wälder gesehen und in jedem von ihnen mehrere Schmetterlinge. Wenn auch nicht Millionen von ihnen, so doch mehr als einen. Und gerade hier, gerade in diesem weit hingestreckten Wald, sollte es keinen einzigen Schmetterling geben? Sogar dem Führer schien das allmählich aufzufallen. Er trat in immer kürzeren Intervallen an die zurückstehenden Bäume heran, schüttelte sie und ließ dazu den Begattungsruf der Schmetterlingsweibchen hören, wie ihn die Eingeborenen auf Rhodos von den byzantinischen Besatzungstruppen gelernt hatten. Aber er fand keine Abnehmer. »Wollen wir nicht doch umkehren?« fragte er schließlich mit drängender Stimme und einem Ausdruck von animalischer Furcht in den Augen.
Wir ließen ihn nicht im Zweifel, dass wir keinen Schritt zurück tun würden, ohne die von der Regierung bindend zugesagten Schmetterlinge gesehen zu haben. Wortlos erkletterte der Mann einen spitz emporragenden Felsblock und ließ seinen Arm bis zur Schulter in einer oben befindlichen Spalte verschwinden. Nach einer Weile vergeblichen Wühlens zog er ihn wieder heraus. »Was ist denn heute los?« brummte er missmutig. »Hier hat's doch immer einen gegeben. Mit weißen Streifen.« »Morris!« brüllte er in die Spalte. »Morris!« Nichts geschah. Reglos, stumm und vorwurfsvoll umstanden wir den Führer. Wir waren etwa 10 Kilometer von unserem Taxi entfernt. Die Atmosphäre ließ deutlich Zeichen von Spannung erkennen. Sie lockerte sich je, als eine Gruppe von Ausländern, halbtot vor Erschöpfung, den schmalen Pfad heruntergewankt kam. Einige von ihnen brachten ein aufmunterndes Keuchen hervor. »Es ist jede Mühe wert. Es ist einfach fantastisch. Man muss es gesehen haben.« Damit wankten sie weiter. Der Führer warnte uns, dass wir noch gut die Hälfte des strapaziösen Wegs vor uns hätten. Wir ließen uns nicht abschrecken und klommen aufwärts. Schweißgebadet erreichten wir den Gipfel. Und da, gleißend im Sonnenlicht, lag das Tal der Verheißung. Satte, grüne Driften, von farbenprächtigen Blumen durchwirkt, rauschende Baumwipfel, ein linder, kühler Wind, alles, alles. »Wo sind die Schmetterlinge?« brüllten wir ohne jede Verabredung im Chor. Unvermittelt warf der Führer die Arme hoch und setzte in weiten Sprüngen zur Flucht an. Glücklicherweise befand sich in unserer Hintermannschaft ein bewährter Rugbyspieler, der ihn mit einem fliegenden Trockling zur Strecke brachte. »Die Schmetterlinge sind schon schlafen gegangen«, ächzte der überwältigte Regierungsbeamte, »oder vielleicht haben sie heute in einer anderen Gegend zu tun.« Dann langte er mit zitternder Hand in seine Hemdtasche und zog einen toten Schmetterling hervor. »Hier, das, so sehen sie aus«, stotterte er. »Einer wie der andere. Wenn man einen gesehen hat, hat man alle gesehen.« Wir besichtigten das Exemplar. Es war ein gut entwickeltes Männchen mit braunen Flügeln und einer Andeutung von Gelb an den Spitzen. Der linke Flügel war leicht lädiert. Ich fragte den Führer, wie viele Touristen jährlich die Insel besuchten. Er schätzte, dass es allein während der Schmetterlingssaison mindestens 1 Million sein müsse. Ich dankte ihm und schnitzte mit meinem Taschenmesser die folgende Inschrift in den Stamm des nächsten Baumes. »Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, der letzte Rhodos-Schmetterling starb, da noch Byzanz hier regiert.« Als unserem Führer inne wurde, dass wir ihn nicht zu lynchen planten, gewann er seine Haltung zurück und wollte mit der ganzen Geschichte plötzlich nichts zu tun haben. »Niemand«, so beteuerte er, »hätte die leiseste Ahnung, warum dieses Tal das Tal der Millionen Schmetterlinge hieß. Kein einziger Schmetterling sei hier jemals gesichtet worden. Wahrscheinlich brechen sie schon auf dem Weg hierher zusammen. Jetzt wollten wir wenigstens wissen, warum das Tal so auffallend schmetterlingsfrei wäre. Wie sei das zu erklären? Durch DDT? Durch ein anderes Vertilgungsmittel? Wie?« »Ich weiß es wirklich nicht«, murmelte der Ärmste. »Meine einzige Erklärung ist, dass ein Schmetterling, selbst wenn er sich einmal in der Zeit hierher verirrt, gleich wieder wegfliegt, weil er sich langweilt.« Aus humanitären Erwägungen gaben wir ihm ein Trinkgeld. Er begann haltlos zu schluchzen. So etwas war ihm noch nie passiert, seit es das Tal der Millionen Schmetterlinge gab. Auf dem Rückweg versuchten wir, ein paar Fliegen oder Moskitos stellig zu machen. Nicht einmal das gelang uns. Am meisten jedoch erbitterte uns die Erinnerung an jene Lumpenbande, deren schurkische Vorspielungen uns auf halbem Weg ins Tal der Millionen Schmetterlinge weitergetrieben hatten. An einer Wegbiegung kam uns eine schwitzende Gruppe ausländischer Touristen entgegen. »Wie sind die Schmetterlinge?« riefen sie erwartungsfroh schon von Weitem. »Fantastisch«, antworteten wir, »Millionen von ihnen, unübersehbare Mengen in den tollsten Farben. Hoffentlich habt ihr Stöcke mit, falls sie über euch herfallen.« Auf allen Vieren erreichten wir unser Taxi. Der Führer hatte die lange Wartezeit ausgenützt, um mit anderen Touristengruppen mehrere Abstecher zur Höhle der heulenden Geister zu machen. Was die Schmetterlinge betraf, so erklärte auch er sich für unzuständig. »Wie soll ich wissen, ob,
Ob es sie gibt oder nicht, meinte er achselzuckend. Ich war noch nie in diesem idiotischen Tal. Erst jetzt fiel uns auf, dass dieses Tal genauso idiotisch gewesen wäre, wenn es dort zufällig Schmetterlinge zu sehen gegeben hätte. Oder ist das vielleicht eine Beschäftigung für erwachsene Menschen, Schmetterlinge anzuglotzen? Ausgerechnet Schmetterlinge? Eine Bitte an den geneigten Leser. Der geneigte Leser möge nicht etwa glauben, dass ich ihm diese Schmetterlingsgeschichte in sarkastischer Absicht erzählt habe. Wenn es ein Land auf Erden gibt, das für die diversen Tricks des Fremdenverkehrs aufrichtige Bewunderung hegt, dann ist es unser kleines, armseliges Israel. Im Grunde sind wir ganz ähnlich dran wie Rhodos. Besäße Rhodos auch nur ein paar mittelgroße Pyramiden, so könnte es auf die Erfindung von Schmetterlingen glatt verzichten. Erfindungsgeist ist das Salz der Armen. Ausländische Besucher nach Italien zu locken, wo man auf Schritt und Tritt mit Statuen von Michelangelo zusammenstößt, ist keine Kunst. Auch versteht es sich von selbst, dass man in die Schweiz fährt, um auf ihren schneebedeckten Bergeshängen dem Skisport zu obliegen. Gar nicht zu reden von Frankreich mit seinem betörenden Gleichgewicht von Kathedralen und Restaurants. In Israel hingegen wären Statuen, Schnee, Kathedralen und Restaurants auf eine geradezu sträfliche Weise vernachlässigt. Auch wer kein Querulant ist, muss ernsthaft bemängeln, dass man bei uns noch nie den geringsten Bedacht auf die Erfordernisse des Fremdenverkehrs genommen hat. Jahrhundertelang saßen Griechen und Römer in unserem Land. Und was haben sie hinterlassen, um es zu einem lohnenden Reiseziel für das Ehepaar Ginsberg aus der Bronx zu machen? Nichts als ein paar schäbige Säulen in Caesarea und einen Marmorkopf mit abgebrochener Nase in Askalon. Gewiss, laut biblischem Protokoll pflegte Samson durch die Straßen dieser Stadt zu schlendern. Aber was hilft uns das, wenn das offizielle Fremdenverkehrsamt bis heute vergebens nach des Esels Kinnbacken sucht, mit denen er damals, als er noch Haare hatte, die Philister zu Brei schlug? Wirklich, wir sollten uns ein Beispiel an den Schmetterlingen von Rhodos nehmen. Sie führen uns so recht vor Augen, was wir alles nicht tun, um die touristischen Attraktionen auszuwerten, die dem Land der Bibel innewohnen. Kommen Sie ins sonnige Israel, ist schon die einfallsreichste Propaganda, zu der sich unsere Werbeplakate aufschwingen. Dabei würde uns die Bibel so anziehende Texte ermöglichen wie »Sie durchqueren trockenen Fußes das Rote Meer, wenn Sie in Elat Wasserski fahren«. Oder diesen, mehr für den männlichen Typ. Angler auf nach Jaffa. Die Walfische warten. Jeder sein eigener Jonas. Oder warum steht die Sonne nicht wenigstens einmal wöchentlich über Gibeon still, wie sie es für Joshua im Krieg gegen die Amoriter mit größter Bereitwilligkeit getan hat? Das wäre doch eine Sensation. Lassen Sie sich in der Sonne von Gibeon bräunen. 24 Stunden stillstehender Betrieb. Neu. Einmalig, unübertroffen. Aber woher denn? Auch in diesen Dingen hat Israel auf keine Unterstützung zu rechnen. Die Sonne bleibt nicht für eine Minute über Gibeon stehen. Die Walfische sind in ruhigere Gewässer übersiedelt und schlucken keine Propheten mehr, sondern überlassen sie der Meteorologie. Und Nazareth, wo Jesus gelebt und gewirkt hat, lebt zwar noch, aber es wirkt nicht mehr. Es ist eine typisch arabische Stadt geworden, mit der sich weit eher für Mohammed Reklame machen ließe. Aber da ist uns Mekka leider schon zuvor gekommen. Bethlehem hingegen, bitte bedenken Sie, Bethlehem liegt in Jordanien, also jenseits unserer Grenze, wenn auch nur ein paar Meter. Man kann den Stall, in dem der Nazarener geboren wurde, mühelos mit freiem Auge sehen. Die Grenze führt knapp an ihm vorbei. Das wurde von der Grenzziehungskonferenz so festgelegt. Und wo fand diese Konferenz statt? Natürlich auf der Insel Rhodos. Naja, was soll man schließlich von einer Insel erwarten, in deren Tal der Millionen Schmetterlinge kein einziger Schmetterling zu finden ist? Von Statuen, Gelegenheitskäufen und Gondeln.
Wir sind in unserem Reisebericht an einem kritischen Kreuzweg angelangt und müssen Sie, geneigter Leser, mit bestimmten revolutionären Grundsätzen bekannt machen, die uns bei der Niederschrift dieses Buches geleitet haben. Warum sich das so verhält, wissen wir nicht. Aber es ist nun einmal in der gesamten Weltliteratur üblich, dass ein Autor bei der Abfassung eines Romans, einer Novelle, eines Theaterstücks und besonders eines Gedichts alles niederschreiben kann, was ihm gerade in den Sinn kommt. Nur bei Reiseberichten und nur bei Reiseberichten muss er sich an die Tatsachen halten. Der Autor des vorliegenden Reiseberichts berechnete, dass er, um dem eben formulierten Anspruch der Tatsachen gerecht zu werden, 10 bis 15 der besten Jahre seines Lebens darauf verwenden müsste, sämtliche Quellen zu studieren, unter den jeweils geschilderten Völkerschaften zu leben, ihre Geschichte und ihre Statistiken zu durchforschen und dergleichen mehr. Aber das fällt ihm gar nicht ein. Dazu hat er weder die nötige Zeit noch das nötige Geld. Außerdem ist er fest überzeugt, dass gerade der erste Eindruck gleich nach Verlassen des Flugzeugs, des Schiffs oder der Eisenbahn das einzig richtige Bild eines fremden Landes und eines fremden Volkes vermittelt. Wer den Fehler begeht, sich längere Zeit in einem Land aufzuhalten, beginnt allmählich zu verstehen, was man ihm erzählt, wird durch allerlei Sehenswürdigkeiten abgelenkt, entdeckt vorzügliche Restaurants, lernt nette Leute kennen und verliert kurzum jene Fähigkeit zur vorurteilslosen Betrachtung, die er bei seiner Ankunft in so durchdringendem Maße besaß. Keine solche Gefahr hat uns auf unserer Reise bedroht, denn wir machten es uns zum Prinzip, nirgends länger als ein paar Tage zu bleiben. Daher die strotzende Kraft und Unmittelbarkeit dieses Buches, seine enzyklopädische Befassung mit scheinbaren Nebensächlichkeiten, seine einwandfreie, von Fakten und Ziffern garantiert unabhängige Zuverlässigkeit. Literarisch gehört dieses Buch in die von den Angelsachsen mit Recht geschätzte Kategorie der sogenannten Science Fiction. Vielen Dank für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Wir sind mittlerweile in Rom angekommen. Die leider allzu kurze Begegnung mit unserer großen Liebe Italien hatte ihren Ursprung noch in Israel, als unser Reisebüro uns mitteilte, dass wir für alle Länder der Welt die nötigen Visa bekommen hätten, zur Erlangung des Italienischen jedoch persönlich auf dem Konsulat erscheinen müssten. Warum? Weil der Antragsteller, mit anderen Worten ich, als bekannter Schriftsteller und Journalist, Anspruch auf bevorzugte Sonderbehandlung hätte. Auch gut. Ich ging also aufs italienische Konsulat und reihte mich in die dichte Schlange der im Vorraum Wartenden ein. Kaum eine Stunde später stand ich vor einem nervösen, sichtlich überlasteten Beamten, der nur Italienisch sprach und mit einer himmelwärts gerichteten Handbewegung das Wort »Giornalisti« hervorstieß. Damit wollte er mir zu verstehen geben, dass ich einen höher gelegenen Amtsraum aufsuchen müsste, weil ich Anspruch auf bevorzugte Sonderbehandlung hätte. Auch gut. Ich erklomm das oberste Stockwerk und machte dort jene zweite Sekretärin ausfindig, die man mir in den tiefer gelegenen Stockwerken als die für meinen Fall Zuständige angegeben hatte. Sie teilte mir in italienischer Sprache mit, dass die italienische Regierung für bekannte Künstler und Wissenschaftler, die Italien besuchen wollen, einen besonderen Ausweis bereithielte, der dem Inhaber eine 70-prozentige Fahrpreisermäßigung auf den italienischen Staatsbahnen zusichere und von ihm persönlich in Empfang genommen werden müsse, weshalb unser Reisebüro, aber das wussten wir ja schon, meine Frau, die beste Ehefrau von allen, die mich immer und überall begleitet, konnte ihre Freude über diese Gunst des Schicksals nicht verbergen und beschloss an Ort und Stelle für die solcher Art eingesparte Geldsumme auf dem Florentiner Strohmarkt 3 weitere Handtaschen zu kaufen. Ich meinerseits blätterte den Gegenwert von 600 Lire vor die Beamtin hin und wurde gebeten, mich am nächsten Tag zur Erledigung der restlichen Formalitäten nochmals einzufinden. Auch gut.
Als wir pünktlich am nächsten Tag wieder bei der Sekretärin erschienen, erwies sich, dass sie uns den wundertätigen Ausweis leider nicht einhändigen konnte, weil das zu den unabdingbaren Vorrechten des italienischen Außenministeriums gehörte. Sie hatte jedoch schon 3 dringende Telegramme nach Rom gerichtet, wo das Dokument im Officio Stampa für uns vorbereitet sei. Signorina, widersprach ich auf Italienisch, ich habe nicht die Absicht, nach Rom zu fahren. Sie müssen, widersprach nun ihrerseits die Sekretärin, Rom im Herbst ist einfach großartig. Ich machte ihr den Kompromissvorschlag, dass ich dann eben meinen Anspruch auf Fahrpreisermäßigung diesmal nicht geltend machen würde. Aber sie blieb unerbittlich. Die italienische Regierung legt größten Wert darauf, dass sie ganz Italien sehen. Auch gut. Wir landeten in Neapel, sahen es und starben. Dann fuhren wir mit dem Zug nach Rom, vorläufig noch zu vollem Preis. Um 3 Uhr früh kamen wir an und baten einen verschlafenen Taxichauffeur, uns zu einem billigen Hotel zu fahren. Da er nur Italienisch verstand, führte er uns zum Grand Hotel Majestic, das wir allen Millionären unter unseren Freunden aufs Wärmste empfehlen können. Es ist eine anheimelnde kleine Herberge mit süßen Zimmerchen, deren billigstes etwa $30 kostet. Auch gut. Schließlich wollten wir hier nur den Rest der Nacht verbringen. Zeitig am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg zu unserem Bestimmungsamt. Ich winkte ein Taxi herbei und gab mit souveräner Gleichmütigkeit das Fahrziel an. Officio Stampa. Eine halbe Stunde später waren wir am Forum Romanum gelandet, einem weiträumigen, außerordentlich eindrucksvollen Platz, wenn man von den abscheulichen Ruinen absieht. Ich wies den Fahrer auf die geringe Wahrscheinlichkeit hin, dass wir hier ein Officio finden würden. Ganz zu schweigen von Stampa. Aber auch er verstand nur Italienisch und setzte die Fahrt in Richtung Bologna fort. Unterwegs zu dieser wichtigen oberitalienischen Industriestadt widerfuhr uns das erste Wunder. Unser Wagen wurde kurz vor Siena von einem Verkehrspolizisten aufgehalten, der ein paar Worte Französisch sprach und uns informierte, dass Officio Stampa nicht, wie wir geglaubt hatten, der italienische Ausdruck für Außenministerium war, sondern so viel wie Pressebüro hieß, was natürlich die verschiedensten Deutungen zuließ. Der Fahrer entschuldigte sich für das Missverständnis und von jetzt an lief alles wie am Schnürchen. Das italienische Außenministerium erstreckt sich über rund 300 Morgen fruchtbaren Landes und ist in spätem Mussolini-Stil ganz aus Marmor gebaut. Um keine weitere Zeit zu vergeuden, steuerten wir direkt auf die beiden cherubinischen Schwertträger zu, die den Eingang bewachten, und fragten sie nach dem Weg zum Pressebüro. Der eine Cherub erwies sich als taubstumm und der andere verstand nur den lokalen Dialekt, nämlich Italienisch. Um diese Zeit hatte die lebensspendende Mittelmeersonne ihren Zenit längst überschritten, sodass unsere Mägen vor Hunger die seltsamsten Geräusche von sich gaben. Es klang, als holperte eine alte Postkutsche über eine schlecht gepflasterte Straße. Auf diese Weise fanden wir das Officio. Ein freundlicher Beamter empfing uns und lauschte mit großem Interesse unserer weitschweifigen Erzählung vom Sonderermäßigungsausweis, der uns bei ihm erwarten sollte. Unglücklicherweise hatte der Beamte als einzige Sprache die seiner Mutter erlernt, einer Italienerin. Es fiel uns auf, dass aus dem Schwall seiner sichtlich von Komplimenten strotzenden Gegenrede immer wieder ein Wort hervorsprang, das subito hieß und weiter nichts zu bedeuten schien. Dessen ungeachtet. Die beste Ehefrau von allen verlor dessen ungeachtet nicht den Kopf und hielt dem Beamten in jenem Schuss unsere heimische Presselegitimation unter die Nase, worauf er selig zu lächeln begann und ein übers andere Mal »Israel, Israel« ausrief. Dann stürzte er ins Nebenzimmer und kam mit einem anderen Beamten zurück, den wir sofort als Jude agnossierten. Denn er hatte schwarzes Haar und begleitete seine Worte mit heftigen Gesten wie alle Italiener. Wir waren gerettet. Der ewige Jude umarmte uns, fasste uns abwechselnd an den Schultern und jauchzte in einwandfreiem Hebräisch: Eichmann! Eichmann!
Wir machten ihm klar, dass wir den versprochenen Ermäßigungsausweis dringend benötigten, weil wir sonst der Räuberbande vom Grand Hotel noch weitere $30 in den Rachen werfen müssten. Der ewige Jude versank in tiefe Gedanken. Dann sagte er, Eichmann! Das war keine ganz befriedigende Antwort. Aber zum Glück erschien in diesem Augenblick der Direktor des Officio, ein eleganter, weltmännischer Typ, der fließend Italienisch sprach. Er untersuchte meine Presselegitimation eine halbe Stunde lang, murmelte etwas, das wie un momentino klang, und schloss sich mit seinen Hilfskräften in einem nahegelegenen Konferenzzimmer ein. Gegen Abend kam er heraus und richtete eine gebärdenreiche Ansprache an mich, die kein Ende nehmen wollte. »Sir«, unterbrach ich ihn schließlich und stützte mich, wie in allen derartigen Fällen, auf meine Englischkenntnisse, »warum sprechen Sie Italienisch mit mir, wo Sie doch sehen, dass ich kein Wort verstehe?« Der Direktor jedoch verstand kein Wort, denn er sprach nur Italienisch. Abermals kam uns der ewige Jude zu Hilfe. »Wir haben ja Interpreti«, rief er und klatschte sich mit der flachen Hand auf die Stirne. Das bedeutete eine entschiedene Wendung zum Besseren, vielleicht gar ein Schritt zur Verwirklichung des Sozialismus in unserer Zeit. Wir sausten auf die Straße, durchquerten behende die Stadt und fanden in den angrenzenden Wäldern den offiziellen Dolmetsch der italienischen Regierung, einen verhältnismäßig jungen, gut gekleideten Mann, der uns mit der sprichwörtlichen italienischen Gastfreundschaft empfing. Er war unverkennbarer Intelligenzler, hatte summa cum laude an der Universität Padua in Kunstgeschichte promoviert und wusste, wie wir anhand verschiedener von ihm ins Gespräch eingestreuter Namen feststellen konnten, auch in der italienischen Literatur vortrefflich Bescheid. Eigentlich hatte er nur einen einzigen Fehler. Er sprach keine andere Sprache als Italienisch. Nach einer Weile gab ich der besten Ehefrau von allen zu bedenken, ob wir nicht vielleicht besser täten, durch das Fenster in den wunderschönen Garten hinunterzuspringen und in der Dunkelheit zu verschwinden. Meine Gattin replizierte mit der unwiderleglichen Feststellung, dass 70% schließlich 70% wären. Ich fühlte meinen Hass gegen Florentiner Strohtaschen unheimlich wachsen. Wir beschlossen, in das Büro des weltmännischen Officio-Direktors zurückzukehren. Außer mir selbst noch meine Gattin, der Beamte, der ewige Jude, der Dolmetscher und ein hinzugekommener junger Mann, der uns fast pausenlos Witze in neapolitanischem Dialekt erzählte und sich dabei vor Lachen die Seiten hielt. Im Officio angekommen, riss ich den Notizblock des Direktors an mich, zeichnete eine primitive Eisenbahn mit Rauchwölkchen darauf und ergänzte die grafische Darstellung durch folgenden Text. 70% Giornalista, prego. Damit war unverkennbar etwas Licht in die bisher so dunkle Angelegenheit gekommen. Der Direktor ließ abermals die Worte un momentino fallen, griff nach einer in Leder gebundenen Ausgabe der republikanischen Verfassung und begann sie auswendig zu lernen. Der neapolitanische Witzeerzähler händigte mir unterdessen einen Stoß Formulare ein, die ich, wie mir der Dolmetsch erklärte, in deutlich lesbarem Italienisch ausfüllen sollte. Ich warf blindlings Ziffern, Daten und Wortbrocken aufs Papier. In Zweifelsfällen half ich mir mit Spaghetti alla Bolognese. Nach Abschluss der Meinungsforschung packte mich der Neapolitaner am Arm und zog mich auf die Straße. Wir überquerten den Tiber und gelangten zu einem einsamen Gebäude am Stadtrand, wo wir eine Unzahl von Treppen hinaufeilten und vor einem kinokassenähnlichen Verschlag Halt machten. Als der Neapolitaner versuchte, mir die Brieftasche zu ziehen, gerieten wir in ein Handgemenge, bis mir dämmerte, dass er nur die 600 Lire für den Ermäßigungsausweis bei mir kassieren wollte. Mithilfe eines internationalen Code machte ich ihm begreiflich, dass ich bereits in Tel Aviv gespendet hatte, worauf er ein Kapitel aus Dantes Inferno rezitierte. Ich gab ihm 600 Lire. Als wir zu unserer Ausgangsbasis zurückkehrten, fand ich die beste Ehefrau von allen in einem alarmierenden Zustand. Halb bewusstlos in ihren Sessel hingestreckt, aus glasigen Augen vor sich hinstarrend und stoßweise atmend.
Ich muss jedoch in aller Fairness zugeben, dass auch der Stamper-Direktor schon seit 12 Stunden nichts gegessen hatte. Er blätterte ratlos immer neue Listen durch und forschte nach meinem Namen. Plötzlich, ich werde diesen Augenblick nie vergessen, es war wie eine Erscheinung. Plötzlich erspähte ich auf einer solchen Liste ganz oben den Namen Quichon. Ich deutete zitternd auf die betreffende Stelle und rief mit vor Erregung versagender Stimme: »Mio! Mio! Mio!« Der Direktor sah mich befremdet an und überschüttete mich mit einem neuerlichen Redeschwall, den ich zwar infolge meiner unverändert dürftigen Italienischkenntnisse nicht verstand, der mir aber anhand der zahlreichen Gesten ungefähr Folgendes zu bedeuten schien. »Ja, ja, bene, bene. Nehmen wir an, dies sei Ihr Name. Und nehmen wir an, dies sei ein Verzeichnis der Auslandsjournalisten, die auf Fahrpreisermäßigung Anspruch haben. Was weiter, was weiter?« Nach einer stummen, gedankenschweren Pause ließ der Direktor wieder einen seiner Momentinos fallen, hob den Telefonhörer ab, nahm eine lange, fernmündliche Instruktion seiner offenbar vorgesetzten Stelle entgegen und begann, einen Bericht in 8 Exemplaren auszufertigen, den er in den langsamsten Blockbuchstaben seit Julius Caesar auf das Papier kerbte. Sobald er mit einem Blatt fertig war, wurde es durch Sonderkurier zur staatlichen Kontrollstelle befördert. Und zwischendurch warf der Direktor so grimmige Blicke nach mir, dass ich mich allmählich fragen musste, ob er nicht vielleicht anstelle des Ermäßigungsantrags einen Haftbefehl ausstellte. Irgendwann kommt der Moment, da selbst das längste Protokoll beendet ist. So geschah es auch hier. Und der Direktor zögerte nun nicht länger, sich mit dem Innenminister zu einer Konferenz auf höchster Ebene zurückzuziehen. Nur einmal streckte er kurz den Kopf durch die Türe und fragte, was wir wünschten. Die beste Ehefrau von allen war, es lässt sich nicht leugnen, einem Nervenzusammenbruch nahe und brachte nichts weiter hervor als kleine, spitze Schreie. »Quanto costa! Quanto costa!« Jetzt schien selbst der Direktor zu merken, dass wir ein wenig ungeduldig wurden. Rief nach dem Portier und beauftragte ihn, uns sofort mit einigen italienischen Zeitschriften zu versorgen. Endlich schliefen wir ein. Als wir erwachten, sahen wir uns von der gesamten Belegschaft des Officio Stampa umringt. Alle lächelten. In der Mitte stand der Direktor und übergab mir eigenhändig die ersehnte Ausweiskarte. Zwar konnte ich den Text, weil er italienisch war, nicht lesen, aber die Freundlichkeit ringsum erwärmte unsere Herzen und wir traten guter Dinge in die kühle Nacht hinaus. »Ausweis? Was Ausweis?« fragte der Hotelportier in gebrochenem Deutsch. »Papier schreibt du morgen gehen, vergess, Ministerium. Transportino!« Mehr tot als lebendig fielen wir in unsere damastenen Betten unter den Brokaten im Baldachin. Das Gra-Hotel hatte nämlich in der Zwischenzeit unser kleines, spottbilliges 30-Dollar-Zimmer weiter vermietet und jetzt war nur noch das ehemalige Fürstenappartement seiner Majestät König Viktor Emanuels des Ersten frei. Tagespreis 85 Dollar. Nach einem friedlichen, erfrischenden Schlummer von 10 Minuten weckte mich meine Frau und beschwor mich in der Sache der Fahrpreisermäßigung, keinen weiteren Schritt mehr zu unternehmen, auch nicht den allerkleinsten, denn selbst der allerkleinste würde uns ins Grab bringen. »Weib«, erwiderte ich, »es geht nicht um die 70%, es geht um die Menschenwürde an sich.« Mit einem lässig hingeworfenen Transportino begannen wir am nächsten Morgen unsere Taxirundfahrt. Wir erfreuten uns bereits gewisser Beliebtheit unter den römischen Chauffeuren. Der Fahrer verstand uns auf Anhieb, bald darauf standen wir vor einem grandiosen Palastportal, das von 2 Hellebardiern in altmodisch pompösen Gewändern bewacht wurde. Wir traten ein, durchquerten das Vatikanische Museum, verließen es auf der anderen Seite, mieteten einen 2-räderigen Karren, sagten diesmal nicht Transportino, sondern Transportatia und erreichten Sorrent, einen bekannten, inmitten lieblicher Wälder gelegenen Kurort.
Es ließ sich nicht länger leugnen. Ich war ein gebrochener Mann, in geistiger, seelischer, körperlicher und finanzieller Hinsicht. Ängstlich schielte ich zu meiner Frau hinüber. Aber da zeigte sich, was eine wahre Lebensgefährtin ist. Die beste Ehefrau von allen straffte sich, presste die Lippen zusammen und äußerte mit unheilvoller Entschlossenheit: Ein Schuft, wer jetzt aufgibt. Wir werden dieses verdammte Verkehrsministerium finden. Und wenn wir daran zugrunde gehen. Es wäre aussichtslos, den Gemütszustand beschreiben zu wollen, in dem wir uns wieder auf den Weg machten. So ähnlich muss den ersten Christen zumute gewesen sein, als sie sich ins Kolosseum zum Rendezvous mit den Löwen begaben. Die Sonne war noch nicht untergegangen, als wir vor dem Verkehrsministerium standen. Wie wir es gefunden hatten? Zeit und Raum reichen nicht aus, diese schier unglaubliche Geschichte zu erzählen, in der ein geduldiger Autobusschaffner, ein südafrikanischer Pilot und ein gutherziger Kellner, dessen Onkel in Ferrara glücklicherweise etwas Englisch verstand, die tragenden Rollen spielten. Im Verkehrsministerium empfing man uns mit Widerwillen, gemildert durch Überraschung. Vermutlich war ich der erste Auslandsjournalist, der sich bis zu dieser letzten Etappe durchgeschlagen hatte. Mit neuer Kraft nahmen wir den Angriff auf. Man hetzte uns durch sämtliche Stadien der amtlichen Klaviatur. Vom Piano Superiore über das Andante Cantabile bis zum Allegro Moderato. In der ausdrucksreichen Gebärdensprache, die wir uns mittlerweile angeeignet hatten, machten wir unser Anliegen allgemein verständlich. Wir, Eisenbahnzug, zusätzlicher Pfiff, Journalisti, Riduzioni, 70%, zusätzliche Niederschrift. Neue Berichterstattungsformulare wurden ausgefüllt und verschickt. Konferenzen wurden einberufen. Die Telegrafendrähte summten. In der Dunkelheit verließen wir das segensreiche Gebäude. Meine linke Brusttasche barg in ein rotes Marokkinleder gebundenes Dokument, das mit einem Lichtbild geschmückt war. Ferrovie dello Stato. A tariffo ridotto del 70%. Stumm schritten wir unter den glitzernden Sternen dahin. Tränen der Freude und der Erlösung rannen über unsere eingefallenen Wangen. Noch nie im Leben hatten wir ein so prachtvolles Papier unser eigen genannt. Dass wir es jetzt gar nicht mehr brauchten, fiel demgegenüber kaum ins Gewicht. Hatten wir doch schon halb Italien bereist, zu vollen Preisen, wie es von vornherein die Absicht der listenreichen italienischen Regierung gewesen war. Nachtrag zum Ermäßigungsproblem. Wie der geneigte Leser sich vielleicht erinnert, war vor einigen Seiten die Rede davon, dass ich mir beim Ausfüllen der Fragebogen, wann immer ich auf eine besonders schwierig zu beantwortende Frage stieß, mit der Antwort Spaghetti alla Bolognese behalf. Leider traf ich damit das gastfreundliche italienische Volk an einer besonders empfindlichen Stelle. Man weiß, dass jedes Volk seine Nationalspeise hat. Die Israelis zum Beispiel den arabischen Shishkebab. Für die Italiener bedeuten jedoch Spaghetti keine bloße Nationalspeise, sondern eine psychopathologische, traumatisch vererbte Zwangshandlung. Die Italiener essen fast pausenlos und fast pausenlos Spaghetti. Es gibt schlechthin nichts, wozu sie keine Spaghetti essen. Wenn man ein Beefsteak bestellt, greift der Kellner zuerst einmal in einen Bottich mit Spaghetti. Ohne Spaghetti kein Fleisch, kein Fisch, keine Vorspeise, keine Nachspeise, keine Spaghetti. Einmal, als ihr wieder die nicht bestellten Spaghetti serviert wurden, wagte meine todesmutige Gattin Einspruch zu erheben. Bitte, wir haben keine Spaghetti bestellt. Signora, wies der Kellner sie zurecht, das sind keine Spaghetti. Das sind Allegretti con brio alla pomodore di Ottorino Respici. Denn die Italiener haben immer wechselnde Namen für die immer gleichen Spaghetti. Man weiß eigentlich nie, was man isst, wenn man Spaghetti isst. Außer, dass es Spaghetti sind. Proteste fruchten nichts. Da kann man reden, so viel man will. Fast scheint's, als wäre der weise Rat der Eule Lipschitz, lassen Sie ihn stottern, bis nach Italien gedrungen.
Außerdem gehört es zu des weißen Mannes schwersten Bürden, die Kunst des Aufgabelns zu erlernen. Nach Italien eingewanderte Familien brauchen oft 3 Generationen lang, ehe sie es fertigbringen, diese 8 Meter langen Gummischläuche richtig zu rollen. Eines Tages wurde es mir zu dumm. Ich zog mein Taschenmesser und zerschnitt die wild gewordene Spaghetti-Schlange in kleine Stücke. Meine Gattin wollte vor Scham in die Erde versinken. Mich aber rettete meine Tollkühnheit vor dem Hungertod. Neben den Spaghetti haben die Italiener noch eine andere Schwäche: Reiterstandbilder. An jeder 2. Straßenecke sieht man sich plötzlich einem Kriegshelden gegenüber, der hoch zu Ross mit ausgestreckten Armen und ebensolcher Adlernase auf seinem Postament thront. Eine lange lateinische Inschrift auf dem Postament preist den Mut und die Todesverachtung des bekannt martialischen Italienervolkes. Keine italienische Familie, die etwas auf sich hält, würde darauf verzichten, mindestens 1 bis 2 Reiterstandbilder zu stiften. Sofort nach Beendigung der Trauerperiode besinnt sich die italienische Witwe und spricht: Unser Peppino ist doch immer so schrecklich gerne zum Pferderennen gegangen. Wir sollten ihm vor dem Laden ein Denkmal setzen. Und bald darauf thront der selige Peppino, das kampflustig gezogene Schwert in der rechten, auf bronzenem Zelter inmitten des Marktplatzes, wo sich seine Gemischtwarenhandlung befindet, und rings um das Piedestal grüßen seine Kundschaften in weißem Marmor gehauen mit erhobenem Arm zu ihrem Helden empor. Es ist nur natürlich, dass die Touristen das charmante, lebensfrohe, wohlgelaunte Volk Italiens lieben, aber dass die Italiener ihrerseits die Touristen lieben, grenzt ans Perverse. Beinahe könnte man glauben, dass die Italiener es darauf angelegt hätten, die bekannte Lipschitz-Definition des Touristen Lügen zu strafen. Sie betrachten den ausländischen Reisenden als menschliches Wesen und behandeln ihn mit liebevoller Obsorge. Manchmal geht diese Obsorge so weit, dass man sich überhaupt nicht mehr auskennt. Ein gutes Beispiel dafür lieferte mir der hilfreiche Luigi. Ich traf ihn in Genua am Tag meiner Ankunft. Auf einer ziellosen Wanderung durch die unübersichtlichen Straßen der Stadt hatte ich mich verirrt und hielt an einer Autobusstation inne, wo mehrere Leute warteten. Ein rundlicher älterer Herr mit einem kleinen Paket in der Hand erweckte mein Vertrauen. Ich fragte ihn nach dem Hotel Excelsior. Wieder einmal bestätigte sich mein genialer Instinkt, der Mann sprach leidlich Deutsch. »Hotel Excelsior, kommen Sie!« Wir bestiegen den Bus und setzten uns nebeneinander. Mein freiwilliger Führer deutete auf das kleine Paket und sagte: »Ich habe mir wollene Unterhosen gekauft.« »Ach«, antwortete ich, »wirklich? Im Winter muss man etwas Warmes um den Bauch haben«, fuhr mein Nachbar fort. »Sonst erkältet man sich. Meine Frau sagt immer, keine falsche Scham, Luigi, sagt sie immer. Du kannst dir ruhig ein Frottierhandtuch um den Leib binden. Sie weiß, dass ich in diesen Dingen ein wenig schamhaft bin. Wir haben oft Streit deswegen. Sie zum Beispiel hängt ihre Busenhalter ungeniert auf dem Balkon zum Trocknen auf. Ich habe ihr schon dutzende Male, was sage ich, hunderte Male, habe ich ihr gesagt, willst du denn unbedingt, sage ich ihr immer wieder, dass die Leute über dich reden? Und was sagt sie darauf? Sie sagt, pass lieber auf dich selbst auf und komm nicht jede Nacht besoffen nach Haus, sagt sie. Was sagen Sie dazu? Dabei ist sie so dick, dass die Stühle unter ihr zusammenbrechen, wenn sie sich draufsetzt. Naja, warf ich ein, so ist das Leben. Ich habe sie geheiratet, obwohl sie nicht einen lausigen Centesimo im Vermögen hatte, erweiterte Luigi seine Informationen. Rein gar nichts hat sie in die Ehe mitgebracht, rein gar nichts. Darüber schweigt sie sich natürlich aus. Alles, was sie kann, ist käppeln und keifen und schimpfen. Und eifersüchtig ist sie. Bei der Madonna von Padua. So etwas von Eifersucht gibt es kein zweites Mal. Schon seit Jahren verdächtigt sie mich, dass etwas zwischen mir und der Signora Catini los ist, die den Zeitungskiosk neben der Kathedrale hat, gleich rechts unter den Arkaden. Und dabei schwöre ich Ihnen, lieber Herr, dass sie, also meine Frau, viel hübscher ist als diese Catini, auch wenn sie immer fetter wird. Das macht nichts. Das habe ich sogar ganz gern. Aber versuchen Sie einmal, mit einer Wahnsinnigen zu reden. Ich bekomme kaum noch etwas anderes zu hören als Catini hin und Catini her.
Jede Nacht geht's von neuem los. Du hast deine Zeitung schon wieder bei der Catini gekauft. Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen, bei der Catini. Na, wenn schon. Warum soll ich meine Zeitung nicht bei der Catini kaufen? Ist das vielleicht ein Verbrechen? Nein, murmelte ich verlegen. Ich glaube nicht, dass das ein Verbrechen ist. Unser Bus fuhr jetzt entlang der Meeresküste. Ein hinreißendes Panorama bot sich mir dar. Vom Hotel Excelsior war allerdings keine Spur. Luigi nahm die Schilderung seines Elends wieder auf. Der einzige Mensch, der noch besser käppelt und keift als meine Frau, ist ihre Mutter. Manchmal käppeln und keifen sie beide zusammen. Dann falte ich die Hände und sage, bei der heiligen Mutter von Padua, sage ich, wie kann man so viel käppeln und keifen? Und was antwortet diese alte Hexe von Schwiegermutter? Sie antwortet, du haltst den Mund, du mit deinem Vorstrafenregister. Vorstrafenregister, einfach lächerlich. Nur weil man mich einmal vor 2 oder 3 Jahren für eine kleine Weile eingesperrt hat. Marcello und ich hatten damals ein wenig über den Durst getrunken. Wir waren in guter Laune und warfen ein paar Topfpflanzen durch ein paar Fensterscheiben. Das war alles. Sogar der Richter sagte, Luigi, sagte er, ich betrachte deine makellose Vergangenheit und dein bitteres Schicksal als Milderungsgrund. Das war alles. Und jetzt frage ich Sie, lieber Herr, ist das ein Vorstrafenregister? Sie kommt aus einer Familie mit Vorstrafen. Sie! Das kann ich Ihnen ruhig sagen, es ist kein Geheimnis. Die ganze Welt weiß, dass Ihr Vater ein Rauschgiftschmuggler war. Er hat bei dieser Gelegenheit 3 Finger verloren, weil sie ihm weggeschossen wurden. So einer war er. Einmal kommt mein Töchterchen aus der Schule nach Hause und fragt, Papi, fragt sie, ist es wahr, dass man unseren Opa gehängt hat? Was soll man da sagen? Ich kann das arme Kind doch nicht anlügen. Schlimm genug, dass sie in der Schule solche Sachen hört, wo sie doch ohnehin jedes Jahr durchfällt. Zum Glück fuhren wir damals gerade im Bus und ich konnte sie ablenken. Es ist Zeit zum Aussteigen, sagte ich. Es ist Zeit zum Aussteigen. Erst als er sich erhob und dem Ausgang zustreben wollte, wurde mir klar, dass seine letzten Worte sich bereits auf die Gegenwart bezogen. Ich hielt ihn zurück. Entschuldigen Sie, wie weit ist es jetzt noch zum Hotel Excelsior? Hotel Excelsior? Nie gehört. Aber Sie werden es schon finden. Er winkte mir zum Abschied fröhlich zu. Nette, kleine Unterhaltung, die wir miteinander hatten. Wie? Auf Wiedersehen und viel Glück! Zu den vielen Talenten der italienischen Nation gehört auch ein hervorragend entwickelter Geschäftssinn. Ich kann mich nicht entsinnen, dass meine Gattin oder ich oder wir beide aus einem italienischen Laden jemals nur mit den Dingen herausgekommen wären, zu deren Einkauf wir uns hineinbegeben hatten. Noch der kleinste italienische Geschäftsinhaber verfügt über eine schlechthin unwiderstehliche Verkaufstechnik, die er durch einen pausenlosen Redeschwall und einem wahrsten Sinne gewinnendes Lächeln unterstützt. So füllten sich unsere Koffer beklemmend rasch mit allen möglichen Schals und Halstüchern und Krawatten in allen möglichen Farben, mit scharf zugespitzten Schuhen, mit den feinsten Salatölen, mit Strohhüten und Füllfedern und Feuerzeugen. Es war einfach unmöglich, einem italienischen Verkäufer Nein zu sagen. Und von jedem kleinen Verkaufsstand, den wir auf der Straße erspähten, fühlten wir uns mit magnetischer Gewalt angezogen. Es folgt nunmehr die Geschichte vom Zauberpulver. Eines Tages sah ich unweit des Doms eine wogende Menge, die sich um einen jungen Mann von rustikalem Äußeren drängte. Der junge Mann hielt einen weißgrauen Stofffetzen mit zahlreichen abscheulichen Flecken in der Hand und schwenkte ihn aufgeregt durch die Luft, während er den folgenden vollkommen pausenlosen Begleittext von sich gab. Die Gattin schreit entsetzt auf und springt in die Höhe, reißt sich büschelweise die Haare aus und schreit, Papa, schreit sie, du hast schon wieder dein Jackett, dein Hemd, deine Krawatte dreckig gemacht oder dein Pyjama, deine Unterhosen, deine Socken oder weiß Gott was, schreit sie ununterbrochen, aber kein Anlass zur Aufregung, junge Frau, nur die Ruhe, nur die Ruhe. Sie nehmen ganz einfach dieses Zauberpulver und streuen ein klein wenig darauf, nur ein klein wenig streuen sie auf den Fleck, und tauchen das Ganze kurz ins Wasser, und wenn sie es herausziehen, bleibt ihnen der Mund vor Staunen offen. Der Fleck ist verschwunden, er ist weg, er ist fort, er ist nicht mehr da, er hat sich in nichts aufgelöst, er ist unsichtbar, es hat nie einen Fleck gegeben, und Papa bekommt einen Kuss, und alles ist in Ordnung.
Den zweiten Teil seiner Rede begleitete der junge Mann mit überzeugenden Demonstrationen, indem er den Fetzen abwechselnd in Benzin, in Terpentin, in Zitronensaft, in Schwefelsäure und noch in einige andere Lösungen tauchte, ohne dass sich an den Flecken etwas änderte. Dann bestreute er einen Fleck mit etwas Zauberpulver, ließ ihn ein kurzes Wasserbad nehmen und siehe da, der Fleck war weg und verschwunden und unsichtbar und nicht mehr vorhanden. Weit und breit, alles wie neu. Und wenn die Hausfrau entsetzt aufschreit und in die Höhe springt und sich die Haare büschelweise ausreißt, gibt Papa ein wenig Zauberpulver drauf und bekommt einen Kuss, die Packung zu 100 Lire nicht mehr als eine Schachtel Zündhölzchen. 2 Jahre Garantie, der Fleck ist weg. Kein Zweifel, ein gütiges Schicksal hatte mich mit diesem jungen Ökonomen zusammengeführt. Ich erstand 5 Packungen mit Gebrauchsanweisung, sauste ins Hotel und verzierte das kostbare Seidentuch, das wir erst tags zuvor gekauft hatten, mit einem kunstvollen Tintenfleck. Und die Gattin schrie entsetzt auf und sprang in die Höhe, riss sich büschelweise die Haare aus. Aber kein Anlass zur Aufregung, junge Frau. Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Wir nehmen ganz einfach dieses Zauberpulver und streuen ein wenig drauf und tauchen das Ganze kurz ins Wasser und ziehen es heraus und der Fleck ist noch da und sichtbar und vorhanden und geht nicht weg und wird immer größer. Papa bekam keinen Kuss. Dann fiel mir ein, dass das Zauberpulver vielleicht nur eine bestimmte Art von Flecken entfernt, die in Italien patentiert waren. Ich sauste zum Dom zurück, aber der junge Mann musste sich mittlerweile selbst mit einer größeren Dosis Zauberpulver bestreut haben. Er war verschwunden. Weg, fort, unsichtbar, nicht mehr da. Sollte ihm dieses Buch zufällig einmal in die Hand fallen, dann möge er mir auf raschestem Weg 5 Packungen italienische Flecken zukommen lassen. Ich zahle. Wie man sieht, haben die Italiener ihr gesamtes Wirtschaftsleben auf den Fremdenverkehr zugeschnitten. Und sie fahren gut damit. Nehmen wir den schiefen Turm von Pisa. Er bringt dieser glücklichen Stadt ungleich mehr Geld ein als der Orangenexport. Und dabei ist der Turm, wie wir bei genauerer Inspektion feststellen konnten, in Wirklichkeit gar nicht schief. Sondern das ihn umgebende Erdreich wurde in so raffinierter Weise ab- und umgegraben, dass für den oberflächlichen Beschauer der Eindruck entsteht, als neige der Turm sich zur Seite. Oder Siena. Dort wohnten wir dem Palio bei, einem ganz gewöhnlichen Pferderennen von 1 Minute Höchstdauer. Aber da die Gewänder der Reiter, die Schabracken der Pferde und alle übrigen Requisiten aus dem Mittelalter stammen oder nach mittelalterlichen Mustern kopiert sind, hat der Tourist das Gefühl, lebendige Geschichte in sich aufzunehmen. Oder San Gimignano, ein kleines Nest und offenbar die Gründungsstätte der italienischen Fremdenverkehrsindustrie. Denn die Einwohner haben bereits vor 300 Jahren aufgehört, sich mit irgendetwas zu beschäftigen, ihre Häuser zu reparieren oder andere dringend erforderliche Arbeiten vorzunehmen. Sie sitzen in malerischen Gruppen auf dem Dorfplatz und lassen sich von den Touristen gegen nicht unerhebliches Entgelt besichtigen. Das ist alles. Oder Florenz. Betörend an den Ufern des Arno gelegen. Eine verwunschene Prinzessin diesem Reisenden zuflüstert, »Ciao, ich bin die Witwe von Leonardo da Vinci.« Oder die Märchenstadt Venedig, der Schauplatz gewaltiger Gondelschlachten. In einer dieser Schlachten erlitten wir eine schmähliche Niederlage. Einem weit verbreiteten Irrtum zufolge ist Venedig der Ort, wo alle Jungvermählten in einem Taumel von Glück ihre Flitterwochen verbringen. Das stimmt nicht ganz. Es ist gar nicht so leicht, in Venedig glücklich zu sein. Wenn man nicht sehr gut aufpasst, beginnen die Schwierigkeiten gleich bei der Ankunft. Man steigt aus dem Zug und plumpst in die nächste Lagune. Denn die Stadtväter dieser uralten Siedlung haben, in weiser Voraussicht späterer Verkehrsunfälle, die Straßen durch Kanäle ersetzt und auf den wenigen verbleibenden Festlandswegen jeden Auto- und Wagenverkehr untersagt. Da meine Frau eine sehr schlechte Schwimmerin ist, erkundigten wir uns noch in der Bahnhofshalle, wie wir wohl am besten in unser Hotel kämen. »Nehmen Sie ein Motorboot-Taxi«, lautete die Auskunft. »Gleich vor dem Bahnhof finden Sie jede gewünschte Menge, aber mieten Sie unter gar keinen Umständen eine Gondel, das käme viel zu teuer.«
Nachdem wir unser Gepäck aus dem Bahnhof hinausgeschafft hatten, hielten wir Ausschau nach einem Motorboot-Taxi. Es gab keines. Hingegen gab es eine unübersehbare Flottilla von Gondeln. Jede mit einem Gondoliere in schwungvollen schwarzen Hosen und blau-weiß gestreiftem Leibchen. Und jedem leuchtete die Geldgier aus den Augen. Sei's drum, dachten wir. Und bestiegen eines der romantisch schaukelnden Fahrzeuge. Ein alter Venezianer mit einer wasserglitschigen Lenkstange half uns für 100 Lire beim Einsteigen. Einer seiner jüngeren Nachkommen verstaute für 200 Lire unser Gepäck unter den feuchten Sitzen. Und ein dritter sagte für 50 Lire, Avanti! Die Gondelfahrt war eine reine Freude. Nur mäßig getrübt durch ein Gefühl der Scham, das den israelischen Bürger zwangsläufig überkommt, wenn er sich lässig in seinen Polstersitz zurücklehnt und mit ansehen muss, wie sein Nebenmensch sich unter der Anstrengung des Ruderns krümmt. Die Gondel als solche erinnerte uns an jene historischen Fahrzeuge, mit denen einstmals die Wikinger halb Europa erobert hatten. Jedenfalls scheinen die Gondel aus einer Zeit zu stammen, in der die Sklaverei erlaubt und Koffer unbekannt waren. Unser Wikinger ließ sich's trotzdem nicht verdrießen und sang mit schmetternder Stimme sein »O sole mio«. Die beste Ehefrau von allen war sichtlich hingerissen und hätte vor Rührung vielleicht zu weinen begonnen, wenn ihr nicht bei jedem dritten Ruderschlag der schwerste unserer Koffer gegen das Schienbein gerutscht wäre. Ich meinerseits malte mir aus, wie uns der Wikinger beim Zahlen überfordern würde und wie ich das am besten vereiteln könnte. »Amico«, würde ich ihm sagen. Bei mir sind Sie an den Falschen geraten. Einen Neuling können Sie vielleicht übers Ohr hauen, mich nicht. 2000 Lire. Die Gondel hatte vor dem Hotel angelegt. 2000. Amico. Weiter kam ich nicht. Der Gondoliere begann zu schimpfen und zu fluchen. Molto Gepäck, molto müde, molti Bambini zu Haus und Santa Maria della Croce um die Ecke. Es war ein entsetzliches Schauspiel. Ich beeilte mich, ihn um den Preis von 2000 Lire so rasch wie möglich loszuwerden, und da er mich beim Kofferausladen nicht störte, gab ich ihm sogar noch 100 Lire drauf. Und? Der Mann hatte das Geld in seiner weiten Hosentasche verschwinden lassen, lächelte und rührte sich nicht. Arrivederci, rief ich ihm zu. Machen Sie, dass Sie weiterkommen. Auf was warten Sie noch? Ein Trinkgeld, flötete er. Ein ganz kleines Trinkgeld, Senor. Das ist die Höhe. Haben Sie mir nicht 2000 Lire abgeknüpft? Habe ich Ihnen nicht freiwillig um 100 Lire mehr gegeben? Ja, gewiss, entgegnete sanft der Wikinger. Das war das offizielle Trinkgeld. Aber es ist üblich, auch noch ein privates Trinkgeld zu geben. Wortlos kehrte ich ihm den Rücken. Ich gab ihm nichts weiter als noch 50 Lire. Der Hotelportier, der die ganze Szene aus einiger Entfernung stumm beobachtet hatte, fragte mich, warum wir nicht mit dem Motortaxi gekommen wären und ob wir denn nicht wüssten, dass nur Wahnsinnige noch Gondeln mieten und wie viel dieser Verbrecher aus mir herausgepresst hätte. Aus mir presst keiner etwas heraus, sagte ich überlegen. Er hat 1500 Lire verlangt und 1500 Lire bekommen. Der Portier warf einen verzweifelten Blick zum Himmel, holte das offizielle Fremdenverkehrshandbuch der Stadt Venedig von seinem Pult und schlug die Seite mit den Gondeltarifen auf. »Liebespaar mit 8 Koffern, 800 Lire«, las ich. Zu Mittag bekamen wir einen kleinen Teil unserer Kosten wieder herein. Im Restaurant fiel einer am Nebentisch sitzenden Dame das Messer zu Boden und eingedenk meiner guten Erziehung bückte ich mich, um es ihr zu reichen, worauf sie mir 200 Lire in die Hand drücken wollte. Mit einem rotigen Grazie schnappte meine Frau nach dem Geldstück, stopfte es in ihre Handtasche und bemerkte nach einer Weile, die geizige alte Hexe hätte ruhig mehr geben dürfen. Über die Höhe der Restaurantrechnung gehe ich vornehm hinweg. Schließlich waren da auch die beiden goldstrotzend uniformierten Kellner berücksichtigt, die man ununterbrochen im Rücken stehen hat, der eilfertige, in blendendes Weiß gekleidete Mundschenk und das Privileg, dass man vom Chef persönlich aus einer kostbaren alten Kristallkaraffe das Öl über den Salat geschüttet bekommt. Das alles ist sein Geld wert. Aber für Gondelfahrten würden wir keine einzige Lira mehr ausgeben. Nur einmal fielen wir noch in die Klauen der Seeräuber. Wir hatten gerade dem jüdischen Ghetto einen Höflichkeitsbesuch abgestattet und wankten müde vom Gehen und deprimiert von der Erinnerung an den Kaufmann von Venedig,
dem Canale Grande zu, als mir ganz beiläufig der Gedanke kam, dass wir vielleicht doch angesichts der besonderen Umstände und wenn wir schon da sind und wenn es schon so heiß ist und warum nicht, rascher als man Shylock sagen kann, umringte uns eine Schar bewaffneter Wikinger, die meine Gedanken erraten haben mussten, versperrten sämtliche Ausfallswege und ließen mir keine Wahl, als mich einem von ihnen, dem nach außen hin freundlichsten, zu nähern. Die anderen verschwanden unter gotteslästerlichen Flüchen. »Quanto costa?« fragte ich mit der mir nun schon eigenen Gewandtheit. 1900. Ich zog die offizielle Broschüre aus der Tasche und zeigte ihm die Stelle mit den 800 Lire. Die Folge war ein epileptischer Anfall des Gondoliere, den ich nicht mit ansehen konnte. Abgewandten Gesichts machte ich ihm ein letztes Angebot. 1300, 1750, also gut. 1600, 1750, in Ordnung, sagte ich. Aber das heißt dann 1750 alles in allem. Einschließlich Trinkgeld, Abnutzungsgebühr, Verkehrssteuer, Reparatur und Babysitter. 1750 und Schluss. Verstanden? Si, Senor. 1750 und keine Lira mehr. Die Gondel glitt lautlos über das unsaubere Wasser. Wir saßen in angespanntem Schweigen. Wo steckte die Falle, die uns der Wikinger doch sicherlich gelegt hatte? Was stand uns noch bevor? Lautlos glitt die Gondel dahin, vollkommen lautlos. »Was soll das?« fragte nervös die beste Ehefrau von allen. »Warum singt er nicht? Ich halte diese Stille nicht länger aus.« Damit wandte sie sich an den Gondoliere. »O sole mio, s'il vous plaît, prego, signora!« Und schon erklang ein schmelzender Tenor. Die süße, verführerische Melodie ließ uns beinahe sentimental werden. Beinahe schien es uns, als käme aus der wetterharten Brust des Piraten eine lang verschüttete Menschlichkeit zum Vorschein. Als spülten die Fluten des Canale Grande siegreich Venedigs merkantile Entartung hinweg, als bestünde die Welt aus Eitel, Güte, Gesang und Lächeln. Auf dem Gesicht meiner Gattin erstarrte dieses Lächeln plötzlich zu einer angstvollen Grimasse. »Um Himmels Willen«, flüsterte sie, »und ich habe ihn darum gebeten, aber es war zu spät.« Schon hielten wir vor dem Hotel. 3000, sagte der Gondoliere ruhig und unwidersprechlich. 1750 für die Fahrt, 1250 für die Serenade. Die beste Ehefrau von allen, zitternd am ganzen Körper und das kleine hübsche Gesicht grässlich verzerrt, trat dicht an den Erpresser heran und verlangte zu wissen, was eigentlich an diesem schäbigen Old Sole Mio 1250 Lire wert sei. Spezialista, lautete die bereitwillige Antwort. Tenore, molto Stimme, molto Anstrengung, molto Bambini, Santa Maria. Er bekam die 3000 Lire und nicht mehr als 150 Lire Trinkgeld. Nicht eine Lira mehr. Alles hat seine Grenzen. Zufrieden bestieg er seine Gondel und ruderte ab. Noch lange hörten wir aus der Ferne sein O Sole Mio. Von da an hielten wir uns unerbittlich an unseren Schwur, keine Gondel mehr zu benutzen. Das war mit gewissen Mühen verbunden, denn die Kunde, dass ein verrücktes Ausländerpaar jeden geforderten Preis für eine Gondelfahrt bezahle, hatte sich unter den Gondolieri wie ein Lauffeuer verbreitet. Schon früh am Morgen klopfte es an unsere Türe. »Bella Tour durch Venezia, bellissima Gondola, nur 2650 Lire, inklusive O Sole Mio!« Auch den Besuch von Restaurants gewöhnten wir uns ab. Das Problem, wie wir uns ohne goldbetressten Kellner ernähren sollten, löste sich leicht und glücklich, als wir einen dieser wundertätigen Automaten entdeckten, die in immer größerer Zahl Europas Fortschrittsfluren übersehen. Er trug einen Wegweiser zu seinen verschiedenen Schlitzen und Knöpfen und Schubfächern. Hier 100 Lire, hier drücken, hier Käse-Sandwich à la Milanese, hier ziehen, hier mit der Faust draufschlagen. Als wir das alles vorschriftsmäßig besorgt hatten, kam jedoch keinerlei Sandwich heraus, sondern in einem plötzlich erleuchteten Glasquadrat erschien die Inschrift »Bitte noch 50 Lire. Willkommen im sonnigen Italien.« Ich versuchte es mit 20 Lire, drückte, zog, hieb mit der Faust rein, zog nochmals und hielt tatsächlich ein in Zellophan eingepacktes Käsesandwich in der Hand, das übrigens ganz vorzüglich schmeckte. Dankbar warf ich 10 Lire in einen der noch nicht von mir benutzten Schlitze. Ein Schubfach sprang auf und reichte mir einen Zettel. Grazie. Der Tag unserer Abreise in die Schweiz war gekommen.
Zur Sicherheit hatte ich ein Motorboot bestellt, das uns eine Stunde vor Abgang des Zuges zum Bahnhof bringen sollte. Jeder Preis war mir recht, wenn ich nur diesen Gondelpiraten kein Geld mehr in den Rachen werfen musste. Das Motorboot kam nicht. Ich weiß nicht warum, aber es kam nicht. Das kann passieren. Sogar in Italien. Als nur noch eine halbe Stunde bis zur Abfahrtszeit des Zuges fehlte, begannen wir wie die Irren auf der kleinen Anlegestelle unseres Hotels hin und her zu rennen. Gondola, riefen wir, Gondola, brüllten wir. Nichts, keine Gondel, keine einzige. Die Gondeln waren ausgestorben, es gab keine Gondeln mehr. Im allerletzten Augenblick wurden wir durch ein merkwürdig planschendes Geräusch auf einen alten Mann aufmerksam, der dicht unterhalb der Anlegestelle ein Schläfchen tat. In einer Gondel. Wir stürzten hinunter und weckten ihn. Presto, Tempo, zum Hauptbahnhof, rasch, rasch. Im zerfurchten Gesicht des Piraten hoben sich langsam die schweren Lider und in seinen Augen erschienen mit deutlichen Blinksignalen die Ziffer 5000. Es war sogar, als hörten wir das Klingeln einer eingebauten Registrierkasse. Wir versäumten den Zug. Atemlos stürzten wir auf den Admiral zu, der in der Bahnhofsverwaltung einen der höheren Ränge bekleidet, und fragten ihn, wann der nächste Zug nach Genf ginge. Genf? Der Admiral besann sich. Genf? Das wäre um 5.30 Uhr. Ich lachte ihm ins Gesicht, um ihm so recht meine Verachtung für diesen unannehmbaren Vorschlag zu bezeigen. 4 ist das Äußerste, was ich nehme. 5.15, 4.20, 5, nicht eine Minute früher. 4.30, aber wirklich nur, weil Sie es sind. Nach einigem Hin und Her einigten wir uns auf 4.45. Ich zeigte mich dem Admiral erkenntlich, sodass mir nur noch 50 Lire für den Lokomotivführer blieben. Wir verließen Italien mit leeren Taschen, aber tatsächlich nicht später als um 6.23 Uhr. Geburtsland der Sauberkeit. Der Reisende, der in Mailand einen Zug in nördlicher Richtung besteigt, wird nach einigen Stunden Fahrt eine seltsame Verwandlung beobachten können. Die Waggons haben plötzlich zu quietschen aufgehört. Die Fahrgäste bringen fieberhaft ihr Äußeres in Ordnung und klauben alle Papierschnitzel vom Boden weg. Das Geräusch der Räder lässt einen klaren Rhythmus erkennen und sogar die Fenster werden wie durch Zauberschlag durchsichtig. Dann durchfährt der Zug einen dieser unvermeidlichen endlos langen Tunnels und wenn er wieder ins Freie kommt, ist man in der Schweiz. Jetzt tritt auch im Benehmen der Passagiere eine deutliche Veränderung ein. Sie scheinen alle zu den oberen 10.000 zu gehören. So distinguiert ist die Schweiz. Mutter war eine deutsche Baronin, Vater ein französischer Großfabrikant und alle Verwandten sind Millionäre. Bis auf das schwarze Schaf der Familie, den italienischen Onkel, über den man im Gespräch höflich hinweggeht. Die Schweiz ist der Traum des Kleinbürgers und des Großbürgers und der Sozialisten und der Revolutionäre und Konservativen und Nihilisten. Die Schweiz, kurzum, ist der Inbegriff aller menschlichen Sehnsüchte. Schweiz bedeutet so viel wie Frieden. Man könnte die Schweiz auch mit Israel vergleichen, nur ohne Araber an den Grenzen. Wohin man blickt, herrscht Ruhe, Ordnung, Disziplin, Hygiene, Fleiß und Moral. Ist das nicht furchtbar? Auch die Hotels halten den höchsten Standard. Es gibt kein Feilschen, keine unangenehmen Überraschungen, kein Straucheln über die Trinkgeldfrage. In jedem Hotel hängt eine deutlich sichtbare Tafel mit Hausregeln und Preislisten und weder von den einen noch von den anderen wird auch nur im Mindesten abgewichen. Unser Hotel in Zürich machte uns beispielsweise mit der folgenden Tarifbesonderheit vertraut. Klimaanlage im Zimmer 10% des Tagespreises. Mit Recht. Klimaanlagen bedeuten das Nonplusultra an Komfort. Durch einen kleinen, in unerreichbarer Höhe angebrachten Apparat wird die ozonreiche Schweizer Luft sorgfältig temperiert und gefiltert in das geschmackvoll eingerichtete Zimmer geleitet. Jeder Atemzug trägt zum Wohlbefinden des Gastes bei. Mag draußen ein noch so heißer Scirocco das Leben unerträglich machen, das Zimmer bleibt erfrischend kühl. Leider kann es manchmal geschehen, dass es keinen Scirocco gibt
und dass im Gegenteil die Luft draußen erfrischend kühl ist. Dann allerdings verwandelt sich das geschmackvoll eingerichtete Zimmer in eine Eisgrube. Infolgedessen ging ich zum Hotelmanager und sprach zu ihm wie folgt. Exzellenz, in unserem Zimmer ist es kalt, mörderisch kalt. Bitte stellen Sie die Klimaanlage ab. Exzellenz zogen die Hausregeln zu Rate und antworteten freundlich. Mein Herr, Sie haben ein Zimmer mit Klimaanlage genommen. Gewiss, aber jetzt ist es kalt draußen und ich möchte, dass Sie dieses verdammte Ding abstellen. Das geht leider nicht. Unsere Klimaanlage ist zentral betrieben. Ich werde mir eine Erkältung zuziehen. Dann müssen Sie wärmere Kleider nehmen, sagte der Manager und war mir sichtlich böse, dass ich ihn zu einem Bruch der Hausregeln verleiten wollte. Ich machte einen letzten Versuch. Stellen Sie die Klimaanlage ab und ich zahle Ihnen trotzdem die 10% Aufschlag. Einverstanden? Nun war es mit der Selbstbeherrschung des Managers zu Ende. Für derlei levantinische Sitten hatte er nichts übrig. Sein Gesicht lief rot an. Mein Herr, sagte er eisig, für nicht geleistete Dienste können wir unseren Gästen nichts berechnen. Wenn Sie für etwas zahlen, dann bekommen Sie es auch. Das ist alles. Und mit einer unwidersprechlichen Handbewegung scheuchte er mich von seinem Antlitz hinweg. Ich kehrte in unsere Tiefkühlanlage zurück und beriet mit meiner Gattin, wie wir dem Tod durch Erfrieren vielleicht doch noch entgehen könnten. Schließlich kauerten wir uns eng umschlungen hinter einen Mauervorsprung, der uns einigen Schutz gegen die unablässig eindringenden Kaltluftströmungen verhieß. Einige Minuten später klopfte es diskret an der Türe. Nein, die Schweizer sind keine Unmenschen. Ein Zimmermädchen brachte uns einen elektrischen Heizstrahler und zwei Decken. Nach und nach gestalteten sich meine Beziehungen zum Manager etwas freundlicher. Er entpuppte sich, wie alle Schweizer, wenn man sie näher kennenlernt, als ein sehr netter Kerl, nur in Fragen der Haus- und sonstigen Ordnung verstand er keinen Spaß. Und wie sich zeigte, war das nicht einmal der einzige Spaß, den er nicht verstand. Eines Abends unterhielten wir uns über die Weltlage, nachdem er mir die schweizerische Neutralität und ich ihm die bedrohte Lage Israels erklärt hatte, sah ich den Zeitpunkt gekommen, einen jüdischen Witz zu erzählen. Kennen Sie diesen, begann ich. Zwei Juden fahren in der Eisenbahn. Entschuldigen Sie, unterbrach mich der Manager und rückte seine Brille zurecht. Was für Juden? Ich meine, woher kamen die beiden Herren? Von irgendwoher, es ist gleichgültig. Von Palästina, es spielt keine Rolle. Schön von Palästina oder sagen wir besser Israel. Und ich verstehe, Sie wollen andeuten, dass die Geschichte bald nach der Gründung Ihres Staates spielt. Richtig. Aber es hat eigentlich nichts mit der Geschichte zu tun. Zwei Juden fahren in der Eisenbahn. Wohin? Egal, nach Haifa, es ist wirklich ganz unwichtig. Der Zug fährt plötzlich in einen langen Tunnel ein und da, einen Augenblick. Gibt es denn auf der Strecke nach Haifa einen Tunnel? Dann fahren Sie eben nach Jerusalem. Gut, also, der Zug, entschuldigen Sie, mein Herr. Ich fürchte, dass es auch auf der Strecke nach Jerusalem keine Tunnels gibt. Mein Bruder war mit einer Roten Kreuz-Mission in Palästina, als es noch unter britischem Mandat stand, und er hat mir nie etwas von Tunnels erzählt. Es spielt auch gar keine Rolle, das sagte ich Ihnen doch schon. Es ist für meine Geschichte ganz gleichgültig, wo die beiden im Zug fahren. Nehmen wir an, sie fahren in der Schweiz. Und? Ah, in der Schweiz. Und um welchen Tunnel, wenn ich fragen darf, handelt es sich? Um den Simplon? Um den St. Gotthard? Oder vielleicht... Jetzt war es an mir zu unterbrechen. Es ist vollkommen unwichtig, was für ein Tunnel es war, rief ich. Meinetwegen kann es auch der Schlesinger gewesen sein. Der Schlesinger-Tunnel? Der Manager brach in dröhnendes Gelächter aus. Hervorragend! Ein hervorragender Witz! Entschuldigen Sie, das muss ich sofort unserem Chefportier erzählen. Der Schlesinger-Tunnel! Bald darauf schüttelte sich das ganze Hotel vor Lachen. Ich schlich auf die Toilette, ließ es mir angelegen sein, jedes Aufsehen zu vermeiden und erhängte mich still an einer garantiert unzerreißbaren Schweizer Krawatte. In Italien hat es den Anschein, als wären die Häuser nur gebaut worden, um den leeren Raum zwischen den Kathedralen auszufüllen. In der Schweiz haben die Banken eine ähnliche Funktion. Nur füllen sie dort den leeren Raum zwischen den Uhrengeschäften aus. Möglicherweise verhält sich das auch umgekehrt.
Für den Besucher ergibt sich jedenfalls der zwingende Eindruck, dass die Schweizer Bevölkerung fast ausschließlich aus Uhrmachern und Bankiers besteht. Erst nach einiger Zeit kommt man dahinter, dass es damit nicht getan ist. Es gibt Bankiers, die Uhrenhandlungen besitzen, und nicht wenige Besitzer von Uhrenhandlungen sind zugleich Besitzer von Bankaktien. Fremden gegenüber legt die Schweiz, ihrer vornehmen Abkunft eingedenk, eine gewisse Zurückhaltung an den Tag. Um einem echt schweizerischen Club beitreten zu können, muss man in den meisten Fällen eine Mischehe eingehen. Und es verstreichen auf 20 Jahre, ehe ein in der Schweiz lebender Nichtschweizer das erste Ausweispapier bekommt, die provisorische Identitätskarte für einen vorübergehend in der Schweiz wohnhaften Ausländer kurz vor der Abreise. Die einzigen wirklichen Schwierigkeiten hat man aber auch in der Schweiz mit den Juden. In der Schlussphase des letzten Krieges beging die kleine Schweiz einen Fehler, der den menschenfreundlichen Großmächten niemals unterlaufen wäre. Sie nahm eine Menge verfolgter Juden auf. Das musste sie bitter büßen. Als der Sturm vorüber war, verabsäumte es ein beträchtlicher Teil dieser Juden, sich in alle vier Winde zu zerstreuen, wie man es eigentlich von ihnen erwartet hatte. Sie blieben im Lande, wurden tüchtige Uhrmacher und Bankiers und erregten dadurch das Misstrauen der Regierung. Mindestens einmal im Monat bekommen sie von den Schweizer Behörden schön gedruckte Prospekte zugeschickt, die ihnen in glühenden Farben die landschaftlichen und wirtschaftlichen Vorzüge anderer Länder schildern und mit der ebenso höflichen wie unmissverständlichen Frage schließen, wann gedenken sie abzureisen? Darauf antwortet der Ausländer, dass es maximal noch ein paar Jahre dauern könnte und dass er demnächst beginnen würde, sich nach einem Reiseziel umzusehen. Dieses niedliche Spielchen wird in den besten Traditionen des Kalten Kriegs ungefähr 15 Jahre fortgesetzt, bis der Ausländer genug hat und eines Tages eine Mitteilung ungefähr folgenden Wortlauts an die Behörden ergehen lässt. Es wird Sie vielleicht wundern, aber ich habe nicht die Absicht, die Schweiz zu verlassen. Warum sollte ich? Ich fühle mich hier sehr wohl. Von da an lässt man ihn in Ruhe und begnügt sich damit, seine provisorische Aufenthaltsbewilligung in regelmäßigen Intervallen durch eine etwas weniger provisorische zu ersetzen, was jedes Mal mit einem neuen Verhör und der Erfüllung neuer Bedingungen verbunden ist. Der Fremde muss nachweisen, dass er nur noch in Ausnahmefällen Deutsch spricht und sich im Allgemeinen jenes Idioms bedient, das in manchen Kreisen als Schweizerdeutsch und in manchen als Alpenjiddisch bezeichnet wird, dass er ein überdurchschnittlich guter Kegler ist, dass er ein Bankguthaben und womöglich eine Bank besitzt und dass er im benachbarten Schützenverein mit einem leichten Infanteriegewehr auf 100 Meter Entfernung eine Punktwertung von mindestens 75 erzielt hat. So ein Schützenverein ist eine ernste Sache. Die Schweizer tragen schwer daran, dass es seit jenem historischen Tag, an dem Wilhelm Tell den Apfel vom Kopf seines Söhnchens herunterschoss, in der ganzen Schweiz keine einzige größere militärische Aktion mehr gegeben hat. Dessen ungeachtet oder gerade darum legen sie Wert darauf, als ein wehrhaftes Volk zu gelten. Und man muss zugeben, dass sie sich seit 300 Jahren unermüdlich auf ihren großen vaterländischen Krieg vorbereiten. In jüngster Vergangenheit hat es auch schon ein paar Mal so ausgesehen, als ob. Aber dann kam doch immer wieder etwas dazwischen, ohne dass die Schweizer ihre kriegerischen Qualitäten beweisen konnten. Sie haben eben kein Glück. Höflichkeit, Tüchtigkeit, Pünktlichkeit. In der Schweiz muss man pünktlich sein, denn auch die Schweizer sind es. Pünktlich wie die Uhrzeiger. Alle öffentlichen Plätze, ob unter freiem Himmel oder gedeckt, strotzen von öffentlichen Uhren und noch im kleinsten Bäckerladen gibt es mindestens zwei. Dem aus Asien kommenden Besucher fällt es nicht immer leicht, das Vertrauen, das die Schweiz in seine Pünktlichkeit setzt, zu rechtfertigen. Zum Beispiel hatte ich mich für Dienstagabend mit einem Theaterdirektor verabredet, pünktlich um 22.15 Uhr nach der Vorstellung. Am frühen Abend kam ich in mein Hotel und da ich die beste Ehefrau von allen bei Freunden abgegeben hatte, blieb mir noch genügend Zeit für ein gesundes Schläfchen. Ich ließ mich mit dem Empfang verbinden und bat um 21.45 Uhr geweckt zu werden, denn ich wollte zu dem für mich sehr wichtigen Rendezvous auf die Minute pünktlich erscheinen.
Gern, sagte der Empfang. Angenehme Ruhe. Im sicheren Bewusstsein, dass die berühmte Zuverlässigkeit der Schweiz für mich Wache hielt, fiel ich in tiefen, kräftigen Schlummer. Mir träumte, ich wäre ein Original schweizerischer Pudel, umhegt und gepflegt und in Luxus gebettet. Als das Telefon läutete, sprang ich erquickt aus dem Bett und griff mit nerviger Hand nach dem Hörer. »Dankeschön«, sagte ich. »Ist es jetzt genau 21:45?« »Es ist 19:30«, sagte der Empfang. »Ich wollte nur Ihren Auftrag bestätigen, mein Herr. Sie wünschen, um 21:45 geweckt zu werden.« »Ja«, sagte ich. Mithilfe des bewährten Lämmerzähltricks schlief ich bald wieder ein, schon beim 30. Lamm. Aber zum Träumen reichte es diesmal nicht. Bleierne Schwere hatte mich befallen und ich fand mich nicht sogleich zurecht, als das Telefon ging. »Danke«, stotterte ich verwirrt in die Muschel. »Ich bin schon wach.« »Schlafen Sie ruhig weiter«, sagte der Empfang. »Es ist erst 20 Uhr, aber ich werde in einer halben Stunde abgelöst und wollte mit der Weitergabe Ihrer Ordre ganz sicher gehen. Mein Nachfolger soll Sie um 21:45 wecken, nicht wahr?« Mühsam brachte ich ein Ja hervor und versuchte aufs Neue einzuschlafen. Nach dem 600. Lamm lag ich immer noch wach. Ich begann, Böcke zu zählen. Ich ließ sie über Zäune springen und wieder zurück. Das erschöpfte mich so sehr, dass ich einschlief. Wie lange ich geschlafen hatte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich vom schrillsten Telefonsignal geweckt wurde, das es je auf Erden gab. Mit einem Satz war ich beim Apparat. Schon gut, danke. Dabei warf ich einen Blick nach der Uhr, sie zeigte auf 20:30. Entschuldigung, sagte mit neuer Stimme der Empfang. Ich habe soeben die Weckliste übernommen und sah Ihren Namen für 21:45 vorgemerkt. Ist das richtig? Das ja, es ist richtig, danke vielmals. Entschuldigen Sie. Richtig. Diesmal blieb ich auf dem Bett sitzen und starrte aus glasigen Augen vor mich hin. Wann immer ich einzunicken drohte, riss ich mich hoch. Manchmal schien es mir, als hätte das Telefon geklingelt, aber das waren nur Halluzinationen, wie sie bei plötzlichen Herzanfällen manchmal auftreten. Um 21:35 hielt ich es nicht länger aus, ließ mich mit dem Empfang verbinden und fragte den neuen Mann, ob alles in Ordnung wäre. »Gut, dass Sie anrufen«, sagte er. »Ich war eben dabei, nochmal zu kontrollieren, ob es unverändert bei 21:45 bleibt.« »Unverändert«, antwortete ich und blieb zur Sicherheit am Telefon stehen. Pünktlich um 21:45 kam das Signal. Ich seufzte erleichtert auf. An die weiteren Vorgänge kann ich mich nicht erinnern. Als ich am nächsten Morgen erwachte, lag ich noch immer neben dem Telefontischchen auf dem Teppich, die Hand um den Hörer gekrampft. Der Theaterdirektor, den ich sofort anrief, war wütend, gab mir dann aber doch ein neues Rendezvous pünktlich um 22:15 nach der Vorstellung. Um nur ja kein Risiko einzugehen, verlangte ich ein Ferngespräch mit Tel Aviv und gab dem bekannt zuverlässigen Weckdienst der dortigen Telefonzentrale den Auftrag, mich um 21:45 mitteleuropäischer Zeit in Zürich zu wecken. Der Weckdienst rief mich auch wirklich keine Sekunde vor 21:45 an, übrigens auch um 21:45 nicht. Er hat mich überhaupt nicht angerufen. Die Schweiz ist ein dreisprachiges Land. Abgesehen vom Engadin, das einen vierten Volksstamm mit eigener Sprache aufweist, von dem ich aber nur das englisch sprechende Hotelpersonal kenne, wird die Schweiz von deutschen, französischen und italienischen Schweizern bevölkert. Die Deutschen sprechen Französisch und Italienisch, die Franzosen sprechen Französisch und die Italiener sprechen über die Arbeitsbedingungen. Die Deutschen verachten die Franzosen verachten die Deutschen, beide verachten die Italiener und alle drei verachten die Ausländer. Bevor wir unseren ersten Spaziergang in Zürich unternahmen, plauderte ich ein wenig mit dem Hotelportier. Man hat mir gesagt, dass die Schweizer ihre Fahrräder unverschlossen auf der Straße stehen lassen. Stimmt das? Selbstverständlich, mein Herr. Und kommt es nie vor, dass eines gestohlen wird? Selbstverständlich werden sie gestohlen. Wer sein Fahrrad unverschlossen auf der Straße stehen lässt, verdient nichts Besseres. Besonders jetzt, wo es von Fremden wimmelt. Jeder fünfte Mensch in der Schweiz ist ein Ausländer. Ich bekam die Nummer 1.100.005. Meine Frau die Nummer 1.100.010. Trotz alledem gibt es auch Schweizer Immigranten. Sogar nach Israel sind schon ein paar echte, in der Schweiz geborene Schweizer gekommen. Warum? Was hat sie dazu getrieben, das Land zu verlassen?
Der Grund liegt klar zutage. Es war die Reinlichkeit. Gelegentlich eines Besuches im Züricher Zoo hielten wir vor dem Affenkäfig an und beobachteten die Schimpansenmutter, deren Lieblingsbeschäftigung bekanntlich darin besteht, Flöhe zu jagen. Die Züricher Schimpansenmutter durchsuchte die Kopfhaut ihres Söhnchens eine halbe Stunde lang nach irgendeinem Insekt und fand keines, wie verzweifelt sie auch kratzte und wühlte. Schließlich gab sie es auf, kauerte sich in die Ecke des Käfigs und starrte trübsinnig vor sich hin. »Ich weiß nicht, was wir dagegen tun sollen«, klagte der Wärter. »Wir haben schon Flöhe importiert, aber sie können sich an die Schweizer Hygiene nicht gewöhnen und nehmen reißaus. Wie wird das enden?« Ich konnte ihm keinen Rat geben. Ich konnte ihm nur vom reichen, blühenden Insektenleben des Staates Israel erzählen, in den ich bald wieder zurückkehren würde. Als wir uns verabschiedeten, sah ich Tränen in des Wärters Augen blinken. Unsere erste Begegnung mit der übernatürlichen Schweizer Sauberkeit erfolgte auf der weltberühmten Bahnhofstraße. Wir hatten eines der umliegenden Warenhäuser durchwandert und waren auf der tadellos funktionierenden Rolltreppe in die vierte Etage gelangt, wo wir zwei tadellos verpackte Schokoladenschnitten erwarben, in Zellophan mit Tellerchen aus Pappe und ebensolchen Löffelchen. Auf dem Weg ins Hotel konnten wir uns nicht länger zurückhalten, öffneten die Verpackung und taten uns an den Schnitten gütlich. Sie schmeckten wunderbar. Noch nie im Leben hatten wir so wunderbare Schokoladenschnitten gegessen, außer vielleicht zwei Tage zuvor in Italien. Kaum war der letzte Bissen verschluckt, als in unserem Rücken aufgeregte Zurufe erschollen. Jemand kam uns nachgerannt. »Entschuldigen Sie«, keuchte ein wohlsituiert aussehender Herr. »Sie haben Ihr Tellerchen verloren.« Damit hielt er uns die beiden schokoladenverschmierten Pappendeckel hin, die wir auf dem Höhepunkt unserer Völlerei achtlos weggeworfen hatten. »Entschuldigen Sie«, sagte auch ich, »wir haben das Zeug nicht verloren. Entschuldigen Sie.« »Ja, was denn sonst?« »Ja, was meinen Sie?« »Wieso?« »Ja, was denn sonst?« »Wie hätte ich es sonst auf dem Straßenpflaster gefunden?« In diesem Augenblick riss die beste Ehefrau von allen den klebrigen Abfall, den der ehrliche Finder noch immer in der Hand hielt, mit einem raschen »Dankeschön« an sich und zerrte mich weiter. »Bist du verrückt geworden?« zischte sie mir zu. »Hast du vergessen?« Ich erbleichte. »Ja, ich hatte vergessen, dass wir uns in der reinlichen Schweiz befanden, in der blitzblanksten Straße ihrer saubersten Stadt. Auch nicht das kleinste weggeworfene Papierchen war zu sehen. Höchstens da oder dort, auf dem Straßenpflaster, der ein oder andere ausgebleichte Fleck, der beim Scheuern nicht restlos verschwunden war. In der Ferne liquidierte ein gut gekleideter Straßenkehrer mit einem antiseptischen Besen einige Brotkrumen. Sonst nichts als Sauberkeit, Sauberkeit, Sauberkeit. Und dieses makellose Panorama hatte ich durch den frevelen Wegwurf zweier schmutziger Pappendeckel zu verunstalten gewagt. Von Scham und Reue zerfressen, faltete ich die beiden Reste behutsam zusammen mit den Klebeseiten nach innen. »Das wäre soweit in Ordnung«, sagte ich zu meiner befriedigt nickenden Gattin. »Aber was jetzt? Ich kann das Zeug nicht die ganze Zeit mit mir herumschleppen. Schließlich bleiben wir noch zwei Wochen in der Schweiz. Sei unbesorgt.« »Wir werden schon etwas finden, wo wir es auf gesetzliche Weise loswerden. Eine offizielle Abfallstelle oder so etwas.« Es war 11 Uhr vormittags, als sie das sagte. Um 2 Uhr Nachmittag hielt ich die beiden Pappendeckenreste noch immer in meinem von Schweiß und flüssiger Schokolade verschmierten Händen. »Wenn wir wenigstens ein Papier zum Einwickeln gefunden hätten, aber dem sehnsüchtig suchenden Blick zeigte sich nichts dergleichen.« Wir bestiegen einen Triebwagen der sprichwörtlich sauberen Zürcher Straßenbahn und setzten uns an ein offenes Fenster. In ein lebhaftes, gestenreiches Gespräch vertieft, warteten wir auf die erste brauchbare Kurve. Dort warf ich den Pappendeckelbrei mit einer raschen Bewegung zum Fenster hinaus. Die Bremsen kreischten. Nach wenigen Metern kam der Wagen zum Stillstand. Ich stieg folgsam aus, um den verlorenen Wertgegenstand zu holen, und bedankte mich beim Wagenführer. »Sehr aufmerksam von Ihnen. Glücklicherweise ist den Dingern nichts passiert. Danke vielmals.« Jetzt gerieten wir allmählich in Panik. Mit dem Mute der Verzweiflung wandte ich mich an einen älteren Herrn, der in unserer Nähe saß, und fragte ihn, was er täte, wenn er sich zum Beispiel eines schmutzigen Stückes Papier entledigen wollte. Der ältere Herr dachte nach und meinte dann, der von mir angenommene Fall sei so unwahrscheinlich, dass er sich ihn kaum vorstellen könne. Aber rein theoretisch gesprochen würde er das Papier zu sich nach Hause nehmen und es am Sonntag verbrennen.
Ich weihte ihn in mein Geheimnis ein und fügte hinzu, dass das fragliche Papiermaterial in die Kategorie Abfall gehörte. Daraufhin gab er mir seine Adresse und lud uns für den nächsten Nachmittag ein. Wir könnten dann gleich ein paar Monate zu Gast bleiben, seine Frau würde sich freuen. Ich war drauf und dran, seine Einladung anzunehmen, besann mich aber rechtzeitig, dass wir uns ja gar nicht so lange in der Schweiz aufhalten wollten, dankte ihm mit überströmender Herzlichkeit und gab ihm zu verstehen, dass ich von seinem Angebot nur in einem unvorhergesehenen Dringlichkeitsfall Gebrauch machen würde. Mittlerweile sei mir nämlich ein anderer, näher liegender Ausweg eingefallen. Ich würde das Zeug als Muster ohne Wert mit der Post nach Israel schicken. Aber was werden Sie in Israel damit machen? Erkundigte sich besorgt mein theoretischer Gastgeber. Sie werden es in den Jordan werfen. Damit war er beruhigt und wir nahmen tränenreichen Abschied voneinander. In einem alleenreichen Villenvorort stiegen wir aus. Mein Plan, die Dunkelheit abzuwarten und das Papierbündel unter einem Baum zu vergraben, erwies sich leider als undurchführbar, weil alle Bäume mit schmiedeeisernen Schutzgittern umgeben waren. Hängenden Kopfes trotteten wir in die Stadt zurück. Und da, plötzlich mitten in der Stadtmitte an einem Laternenpfosten, sah ich einen Abfallbehälter hängen. Einen wirklichen, wahrhaftigen, zauberhaft gelb gestrichenen Kasten mit der Inschrift »Halte Zürich rein, Abfälle hier«. Ich torkelte hin, umklammerte den Kasten wie ein Fliehender die rettende Freistatt, warf den Pappendeckel hinein und schloss meine Frau, deren Antlitz von einem unirdischen Lächeln der Glückseligkeit, in die Arme. Dann machten wir uns Hand in Hand auf den Weg ins Hotel. »Entschuldigen Sie«, sagte der Polizist, der uns nach wenigen Schritten aufhielt, »Sie müssen Ihr Päckchen wieder herausnehmen. Das ist ein ganz neuer Abfallkorb. Wir wollen ihn reinhalten.« »Ja, aber«, lallte ich und deutete mit einer lahmen Gebärde auf die Inschrift, »es heißt doch ganz ausdrücklich, Abfälle hier.« »Das gilt nur für Kehricht, nicht für Müll oder sonstige kompakte Gegenstände. Halte Zürich rein.« Ich senkte meinen Arm tief in den Abfallkorb und fischte den Pappendeckel heraus. Mir war zumute wie einem verendenden Reh. Meine Stimme klang mir selber fremd, als ich mich an die beste Ehefrau von allen wandte. Es bleibt nichts anderes übrig. Ich muss es aufessen. Um Himmels Willen, untersteh dich nicht, dieses dreckige Zeug in den Mund zu nehmen. Gut, flüsterte ich, dann lasse ich's kochen. Damit stürzte ich in das Restaurant, an dem wir gerade vorbeikamen. Der Oberkellner sah mich und eilte herbei. Abfallpapier? Fragte er dienstfertig. Wünschen Sie es gedünstet oder gebraten? Gebraten bitte, halb englisch. Wie üblich, nickte der Ober, legte das Zeug auf einen Silberteller und trug es in die Küche. Nach 10 Minuten brachte er es zurück, dampfend und mit Gemüsen garniert. Ich nahm den ersten Bissen und spuckte ihn aus. »Das ist ja angebrannt«, rief ich, »vollkommen ungenießbar.« Wir sprangen auf und enteilten. Vor unserem geistigen Auge erschien der gute alte Rothschild-Boulevard in Tel Aviv mit hunderten kleinen Abfallhäufchen, die in der strahlenden Sonne des Mittelmeeres lustig glitzerten. Ein Parkplatz für Ameisenfarmer. Wir verließen Europa, die knarrende Wiege der westlichen Kultur, und strebten unserem letzten Reiseziel entgegen, Amerika. Man kann ruhig sagen, dass zwischen den Vereinigten Staaten und Israel eine geradezu familiäre Bindung besteht. Jeder Israeli hat in Amerika mindestens je einen Onkel und eine Tante. Das ist der unerlässliche Befähigungsnachweis, den die israelische Regierung von ihren Bürgern verlangt. Er steht in einem gewissen Zusammenhang mit den Geldaufbringungen des United Jewish Appeal, der heutigen Form des Manna, das uns vor rund 3000 Jahren in der Wüste genährt hat. Das Verhältnis Israels zu Amerika weist auch noch andere Besonderheiten auf. Man muss es sogar als einzigartig bezeichnen, wenn man bedenkt, dass jeder halbwegs unabhängige Staat, der über ein Minimum an Selbstachtung verfügt, in seinem Verhältnis zu Amerika mit absoluter Sicherheit folgende Phasen durchmacht. Erstens, die Phase des Ressentiments.
Alle rückständigen Länder bekommen Geld von Amerika, nur wir nicht. Was ist los? Sind wir vielleicht nicht rückständig genug? Zweitens, die Phase des verletzten Stolzes, nachdem Amerika gezahlt hat. Unerhört. Die halten uns wohl für Bettler. Drittens, die Phase der bitteren Enttäuschung, nachdem Amerika seine Finanzhilfe eingestellt hat. Diese elenden Geldsäcke, und geizig sind sie auch noch, da sieht man's wieder. Viertens, die Phase der verächtlichen Ablehnung, nachdem Amerika seine Finanzhilfe wieder aufgenommen und sogar gesteigert hat. Na wenn schon, sie sollen sich ja nur nichts einbilden, wer braucht sie überhaupt? Das neu angefachte Ressentiment äußert sich zuerst in vereinzelten Überfällen auf amerikanische Touristen und schließlich in spontanen Massendemonstrationen. Die Schaufenster der Amerika-Häuser werden zertrümmert, die amerikanischen Büchereien gehen in Flammen auf. Demgegenüber legen wir Israelis eine bemerkenswerte Zurückhaltung an den Tag. Nicht nur machen wir den Amerikanern keinen Vorwurf daraus, dass sie immer nur ans Geld denken, wir haben sogar eine Art nachsichtiger Sympathie für ihr sonderbares Bedürfnis, uns zu helfen und uns allerlei nützliche Dinge zu schicken. Nahrungsmittel und Konsumgüter und Maschinen und Geld und alles Mögliche. Unsere Toleranz geht so weit, dass wir ihnen den Reichtum, den sie solcher Art demonstrieren, nicht einmal übel nehmen. Wir drücken ein Auge zu und gehen über den Affront hinweg. Nur, wenn wir an ihre Schriftsteller denken, steigt uns die Galle hoch. Ich halte es für meine Ehrenpflicht, die Weltöffentlichkeit hiermit auf die unglaublichen Erniedrigungen hinzuweisen, denen die amerikanischen Schriftsteller ausgesetzt sind. Wenn in Amerika gesprächsweise der Name eines angesehenen Autors fällt, so werden nicht etwa die literarischen Qualitäten seines Oeuvre hervorgehoben, nicht etwa seine geschliffene Sprache, seine meisterhafte Gestaltungskraft, seine Fabulierkunst. Nein, man weiß ihm kein höheres Lob als die Feststellung, er macht $500.000 im Jahr. Was soll das? Ist das eine Art? Gehört es sich, einen Künstler so zu behandeln, ihm eine halbe Million Dollar an den Kopf zu werfen? Und Schluss? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, hat ein alter Diätfachmann schon in der Bibel festgestellt. An dem Rang, den ein Volk seiner Literatur einräumt, erweist sich seine Reife. Die Geschichte kennt zahllose Beispiele dafür, dass Völker, die ihren Schriftstellern den nötigen Respekt vorenthalten, unweigerlich zugrunde gehen. Man braucht sich nur an die Behandlung zu erinnern, die Sokrates seitens der Griechen erfuhr. Und was ist von ihnen übrig geblieben? Ruinen und Schmetterlinge. Wie anders in Israel. Welch ein erquickender Kontrast. Wahrlich, man kann den hebräischen Dichter nur beneiden um die erhabene Rolle, die er in seinem Heimatland spielt. Kein schnöder Mammon wird ihm aufgezwungen. Keine schäbigen materiellen Lockungen kommen an ihn heran. Keine hübschen kleinen Villen und keine hässlichen großen Autos verstellen ihm den Blick. Niemand in Israel würde es wagen, einem Meister der Feder auch nur das geringste Interesse für so oberflächliche Dinge zu unterstellen. Ihm winken die wahren, die höchsten Güter des Lebens, Ruhm und Ehre. Gewiss, wir fühlen uns der westlichen Kultur zugehörig, aber in diesem einen Punkt, daran glauben wir, und dazu sind wir fest entschlossen, werden unsere großen Freunde von jenseits des Ozeans niemals Einfluss auf uns gewinnen. Mag Amerika seine Schriftsteller mit Geld verwöhnen, wir in Israel verwöhnen sie mit Ehrerbietung. Das ist das richtige Wort. Der Teufel soll es holen. Nach einem Flug, der fast ausschließlich aus Luftlöchern bestand und uns lebhaft an unsere Kanalüberquerung erinnerte, landen wir in New York. Onkel Harry und Tante Trude erwarteten uns am Flughafen und fielen uns gerührt um den Hals. »Wie war der Flug?«, fragte Tante Trude. »Frag mich nicht«, antwortete meine Frau. »Über dem Ozean sind wir in ein fürchterliches Unwetter geraten. Wir dachten schon, dass wir es nicht überleben.« »Moment«, sagte Onkel Harry, »habt ihr eine Lebensversicherung?« »Ja.« »Also, wozu der Aufregung?« Dazu muss man wissen, dass Onkel Harry, seit er die amerikanische Staatsbürgerschaft erworben hat, ein Musteramerikaner geworden ist und alles versichert, was sich irgendwie versichern lässt. Buchstäblich alles. Hier liegt das Geheimnis seines sicheren Auftretens, seiner inneren Spannkraft, seiner Vitalität.« Er ist jetzt 59 Jahre alt, der Onkel Harry, aber wenn man ihn so sieht, mit seinem lebhaft bemusterten Sportjackett, seiner farbenfrohen Krawatte und seinem blitzenden Gebiss, man würde ihn höchstens für 65 halten.
Wovor soll ich mich noch fürchten? Fragte Onkel Harry. Ich habe eine Lebensversicherung auf $200,000 abgeschlossen, die alles einschließt. Natürlichen Tod, gewaltsamen Tod, Tod durch Selbstmord, tödlichen Unfall, Wahnsinn, Entführung, Kerker. Also, stolz führte er uns durch sein Häuschen in einem der uniformen Villenvororte von New York. Die Zentralheizung hatte ihn $15,000 gekostet. Die Garage mit der Gleittüre, die sich automatisch öffnet und schließt, $5,000. Wie viel ihn die Möbel gekostet haben, weiß ich nicht mehr. An den Wänden hingen ein paar alte niederländische Holzschnitte, sehr schöne Stücke aus der $2,000-Schule. Sie waren auf $12,000 gegen die etwaige Entdeckung versichert, dass es sich um Fälschungen handelte. Auch die Bibliothek erfreute sich einer kostspieligen Versicherung gegen Feuer, Vergilbung, Stockflecke und Lektüre. Die Versicherung des atemberaubenden Ausblicks vom Fenster bezog sich auf Erdbeben, Tornados und fliehende Büffelherden. Und die Vöglein im Garten konnten fröhlich zwitschern, weil sie wussten, dass sie gegen Rinderpest, Papageienkrankheit und Jagdfalken versichert waren. »Meine Frau habe ich auf $100,000 versichert«, flüsterte Onkel Harry mir ins Ohr. »Anders wäre es nicht rentabel gewesen. Ich musste ja schon $30,000 in die Scheidung von ihrem ersten Mann investieren.« Sollten sich unter den geneigten Lesern dieses Buches auch Kenner Amerikas oder gar Amerikaner befinden, dann ergeht an sie die höfliche Bitte, sich nicht darüber zu ärgern, dass die vorstehende Mitteilung in keiner Weise typisch für Amerika sind. Onkel Harry lebt in New York und New York ist bekanntlich nicht Amerika. Immer wieder wurde uns der Unterschied zwischen Amerika und New York eingeschärft. Amerika, das ist die Inkarnation alles Guten und Schönen, alles Reinen und Edlen. New York hingegen ist ein wild gewordenes Stadtkonglomerat unter jüdischer Oberhoheit. Und es lässt sich ja wirklich nicht leugnen, dass in New York mehr Juden leben als in ganz Israel. Es lässt sich nicht einmal leugnen, dass sie besser leben. Diese unleugbare Tatsache hat der gesamten amerikanischen Judenschaft einen unleugbaren Stempel aufgedrückt. Die amerikanischen Juden können sich den hohen Lebensstandard, den sie ihren heroischen Brüdern in Israel voraus haben, nicht verzeihen und suchen ihre Gewissensbisse dadurch zu betäuben, dass sie jeden israelischen Besucher mit Pomp und Gepränge empfangen, als hätte er soeben sämtliche arabischen Armeen in die Flucht geschlagen oder eigenhändig die Wüste fruchtbar gemacht. Noch im kleinsten Provinznest, dessen Einwohnerzahl kaum über die Millionen hinausgeht, werden dem Besucher aus Israel die höchsten Ehren zuteil. Wenn er zum Beispiel Kishon heißt, schallt ihm sofort nach Verlassen des Flugzeugs aus mindestens 4 Lautsprechern eine schnarrende Stimme entgegen. Mr. Kishon wird dringend gebeten, sich beim Informationsschalter einzufinden. Daraufhin lässt Mr. Kitchen seine Frau auf das Gepäck warten und findet sich dringend beim Informationsschalter ein. Wer eilt ihm dort entgegen? Er hat keine Ahnung. Ein älterer Herr, den er noch nie im Leben gesehen hat, schließt ihn in die Arme und sagt mit einer feierlichen, von innerer Bewegung tremulierenden Stimme, »Kishon, Kishon, Freitagabend sind Sie zum Dinner bei uns. Okay, General?« »Okay«, lautet die Antwort. »Aber ich bin kein General. Ich bin Fähnrich der Reserve.« Hiervon völlig ungerührt stellt sich der ältere Herr als Vorsitzender der Gesellschaft jüdischer Chorvereinigungen vor, verstaut den Gast samt Gattin und Gepäck in seinem geräumigen Kajak und startet stadtwärts. Unterwegs kichert er zufrieden in sich hinein und es braucht einige Zeit, ehe der Gast die Ursache dieses permanenten Frohlockens entdeckt. Der Wagen wird nämlich an jeder Ecke von fanatischen Zionistenführern angehalten, die aber nicht zu Wort kommen, sondern mit der triumphal am Lenkrad erklingenden Mitteilung abgespeist werden. Bedauere, für Freitagabend habe ich schon eine Option auf den General. Die jüdische Einwohnerschaft bedenkt den Vorsitzenden mit missgönnischen Blicken und bucht den Gast für nächsten Freitag. Auf die Frage, na General, wie gefällt Ihnen Amerika, antwortet er wahrheitsgemäß, ich habe so etwas noch nie im Leben gesehen. Im Hotel angekommen, winkt er der wogenden Menge seiner Bewunderer noch einmal zu, zieht sich in sein Zimmer zurück und hängt eine Tafel mit folgender Inschrift an die Türe. Alle Freitagabende ausverkauft. Einige Dienstage und Donnerstage noch verfügbar. Gesuche sind an den Adjutanten zu richten, der General. Die Großzügigkeit unserer amerikanischen Vettern beschränkt sich nicht auf Dinner-Einladungen für Freitagabend.
Sie öffnen überdies in der generösten Weise ihre Brieftaschen, finanzieren die Aufnahme neuer Einwanderer in Israel samt den dazugehörigen Wohnbauprojekten und achten sogar darauf, dass unsere diplomatischen Vertreter in Amerika würdig untergebracht werden in repräsentativen Gebäuden mit eindrucksvollen Adressen. Daraus ergeben sich ungeahnte Komplikationen. Werfen wir einen Blick auf das israelische Konsulat in New York. Von außen sieht das Haus nicht anders aus als die schmalen, vornehmen Privathäuser, die es umgeben. Nur vor dem Eingang steht ein lebensechter amerikanischer Polizeimann und knurrt, hier wird nicht geparkt. Ich antwortete in klangvollem Sabbathebräisch, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das leuchtete ihm ein und er ließ mich parken. Erhobenen Hauptes betrat ich das Gebäude und vermied im letzten Augenblick einen komplizierten Schienbeinbruch. Gleich hinter der Eingangstüre stolperte ich über einige Kalkbottiche, die mir den Weg verstellten. Zum Glück fingen die Sandsäcke meinen Sturz auf. Während ich nach dem Informationsbüro Ausschau hielt, erschien mein alter Freund Sulzbaum, der zweite Sekretär des Konsulats, vielleicht auch der dritte. Ich muss mich für dieses Durcheinander entschuldigen, entschuldigte sich Sulzbaum. Die Passabteilung übersiedelt gerade ins Parterre und wir müssen zwei Schlafzimmer neu für sie herrichten. Sulzbaums Worte warfen ein grelles Licht auf die Lage. Ein gutherziger jüdischer Einwohner New Yorks hatte der israelischen Regierung sein Haus geschenkt, das sich zwar ganz vorzüglich für Wohnzwecke eignete, aber ohne jede Rücksicht auf spätere Verwendungsmöglichkeiten als Konsulat erbaut worden war. Wir leiden unter Raumschwierigkeiten, gestand mir Sulzbaum auf dem Zickzackweg zur Passabteilung. Unser Stab wird ständig größer und wir haben im ganzen Haus für keinen Angestellten mehr Platz, nicht einmal für einen Lilliputaner. Die erste Beamtenschicht hat alle brauchbaren Zimmer und Hallen belegt. Für die Nachzügler blieben nur noch die Badezimmer und dergleichen. Ich selbst bin erst vor 14 Tagen hergekommen und wurde in einen eingebauten Wäscheschrank gestopft. Wir erwischten den Aufzug. Er bietet zwei hageren Personen Platz und selbst das nur Sonntag, Dienstag und Donnerstag, wenn der Leiter des Informationsbüros sich in Washington aufhält. An den übrigen Tagen der Woche empfängt er im Aufzug seine Besucher. Unterwegs zu dem für Passfragen zuständigen Vizekonsul stießen wir in regelmäßigen Abständen auf kleinere und größere Arbeitertrupps mit Äxten, Sägen, Eimern und Pinseln. Sie haben ununterbrochen zu tun, erläuterte Sulzbaum. Entweder müssen Sie irgendwo die Wand zwischen zwei Kinderzimmern niederreißen oder in eine neue Wand eine Türe einbauen oder eine Toilette in eine Kochnische verwandeln oder umgekehrt. Der Sekretär unserer Devisenabteilung amtiert noch immer auf dem Dach und kann nur mit Strickleitern erreicht werden. Sulzbaum hielt vor dem Büro des Vizekonsuls an, hob den schweren roten Teppich und leerte in ein darunter verborgenes Abflussrohr mehrere Aschenbecher. Hier war nämlich früher eine Küche, klärte er mich auf. Bitte bücken Sie sich, sonst stoßen Sie mit dem Kopf gegen die Leitungsrohre. Dann lenkte er meine Aufmerksamkeit auf die zahlreichen Gemälde, die regellos über die Wand verteilt waren, um die hastig gelegenen Telefon- und Lichtleitungen zu kaschieren. Endlich fanden wir den Vizekonsul, in viele warme Decken verpackt und trotzdem fröstelnd. Die Klimaanlage seines Zimmers war größer als das Zimmer selbst, das in früheren Zeiten einem glücklichen Haushalt als Tiefkühlanlage gedient hatte. »Ich kann heute nicht arbeiten«, sagte der Vizekonsul mit klappernden Zähnen. »Gehen Sie zu meinem Vertreter, eine Etage höher. Ich habe ihm gestern eine halbe Küche eingeräumt und erinnere mich deutlich, ein Detachement Maurer auf dem Wege dorthin gesehen zu haben. Damit sank er in seine Depression zurück, als ob etwas Schweres auf ihm gelastet hätte. Vielleicht war es der riesige Wasserspeicher über seinem Kopf. Wir erklommen das nächste Stockwerk, wobei wir uns den Weg durch alle möglichen Kalk- und Zementbehälter, Stangen, Leitern und sonstige Baubehelfe freiholzen mussten und fragten einen emsig werkenden Arbeitsmann nach dem Stellvertreter des Vizekonsuls. »Er muss hier irgendwo in der Nähe sein«, brüllte der Befragte durch das Getöse einer soeben angelaufenen Maschine. »Machen Sie, dass Sie wegkommen. In einer Minute sprengen wir den Tunnel zum Halbstock.« Wir rannten, was uns die Füße trugen, handelten uns am Treppengeländer hinab und nahmen Deckung hinter einer noch unvermörtelten Wand. Plötzlich glaubten wir, erstickte Rufe zu hören. »Um Himmels Willen«, stöhnte Sulzbaum. »Da haben Sie schon wieder jemanden eingemauert.«
Wie er mir anschließend erzählte, hatte man vor einigen Monaten das Kellergewölbe neu parzelliert, um Raum für die israelische UNO-Delegation zu schaffen, und hatte bei dieser Gelegenheit hinter einer schon früher vermauerten Türe das Skelett des vermissten Kulturattachés gefunden. Die Knochenhand noch um das Papiermesser gekrampft, mit dem er sich zur Außenwelt durchgraben wollte. Wir verließen unsere Deckung, setzten im besten Sprung auf Marsch, Stil über eine Metallschneise, erreichten die Feuerleiter und turnten durchs Fenster ins Informationsbüro. Dort wartete ein älterer, sichtlich wohlsituierter Herr im Sabbatgewande. Seine Augen leuchteten auf, als er uns sah. Er war Besitzer eines kleinen Hauses, das er der israelischen Regierung schenken wollte. »Sie haben Glück«, sagte Sulzbaum. »Das fällt in meine Kompetenz. Bitte folgen Sie mir.« Der alte Herr verließ mit Sulzbaum das Zimmer. Man hat ihn nie wieder gesehen. Es wird dem geneigten Leser aufgefallen sein, dass bisher ausschließlich von Juden die Rede war. Und er wird sich vielleicht fragen, ob es denn in Amerika gar keine Nichtjuden gibt. Nun, gegen Statistiken soll man nicht ankämpfen. Es gibt welche. Aber die verschiedenen Produkte des amerikanischen Schmelztiegelprozesses sind voneinander kaum zu unterscheiden. Der eine heißt Abraham nach seinem biblischen Vorvater, der andere nach Lincoln, und beide fahren den gleichen feuerroten Cadillac. Denn nur auf diesen kommt es an. Autos, Autos, Autos. Ich spreche aus der Erfahrung einer nicht unbeträchtlichen Kilometerzahl auf den amerikanischen Autostraßen. Das Auto ist für den Amerikaner kein Verkehrsmittel, sondern eine fixe Idee. Zuerst hatten wir den Eindruck, dass buchstäblich jeder Amerikaner ein Auto besäße. Aber das stimmt natürlich nicht. Jeder Amerikaner hat mindestens zwei Autos. Eines für sich, ein erstes anderes für seine Frau und ein zweites anderes für die Kinder, die Kleinchen, die Kids. Ausmaße und Herstellungsjahr des Wagens bestimmen die soziale Position seines Eigentümers, seine Kreditfähigkeit, seine Heiratsaussichten, seinen Club und die Spitalrechnung. Ein Amerikaner ohne Auto ist wie ein Pfau ohne Federn oder wie Federn ohne Pfau. Mit anderen Worten, ein Amerikaner ohne Auto gibt es nicht. Es kam, wie es kommen musste. Eines katastrophalen Morgens entschloss ich mich, mir eine soziale Gebrauchtposition anzuschaffen und ging zu einem Gebrauchtwagenhändler namens Smiling Joe, was mit lächelndem Josef durchaus unzureichend übersetzt wäre. Smiling Joe nahm in den Zeitungen täglich einige Quadratkilometer Inseratenraum in Anspruch, auf denen er seine 600 Gebrauchtwagen begeistert anpries. Er war ein kräftiger, gut gelaunter, temperamentvoller junger Mann, und als er hörte, dass sie aus Israel kamen, kannte seine Begeisterung keine Grenzen. Er selbst, wie er ausdrücklich betonte, war zwar kein Jude, aber er hatte einen Freund, der Finkelstein oder so ähnlich hieß, und das genügte. Smiling Joe zeigte mir persönlich seine 20 Gebrauchtwagen und pries jeden einzelnen von ihnen begeistert an. Als ich mich nach den restlichen 580 erkundigte, raunte er mir vertraulich zu, dass sie für prominente Gäste aus dem Nahen Osten, also zum Beispiel für mich oder König Ibn Saud, auf einem Geheimgelände bereitgehalten würden. »Es ist nur 5 Minuten von hier«, sagte Smiling Joe. »Fahren wir los«, und er lud mich in seinen eigenen Wagen ein. Nach ungefähr 1,5 Stunden flotter Fahrt fragte ich ihn, was eigentlich mit den 5 Minuten los wäre. Smiling Joe gestand mir unter dröhnendem Gelächter, dass er dabei an ein Überschallflugzeug gedacht hätte. Aber jetzt würde es wirklich nur noch 10 Minuten dauern. Dämmerung sank herab. Die Wüste, die wir durchfuhren, zeigte alle Merkmale subtropischer Vegetation. Immerhin waren wir noch vor Einbruch der völligen Dunkelheit in Arizona. Auf dem geheimen Gelände standen leicht überschaubar 9 Gebrauchtwagen. »Ist das alles?«, fragte ich. »Wo sind die anderen?« »Verkauft«, grinste Smiling Joe. »Die Dinger gehen ab wie die warmen Semmeln. Am Morgen hatte ich noch 500 Wagen hier. Wenn ich's mir recht überlege, bin ich gar nicht scharf darauf, den Rest zu verkaufen. Ich kann mit dem Geld sowieso nichts anfangen.« Unwillkürlich drängte sich die Frage auf meine Lippen, warum er mich dann überhaupt hergeführt habe. Smiling Joe grinste abermals. »Geld bedeute ihm nichts«, meinte er. »Viel wichtiger sei der gute Ruf. Fairness und Ehrlichkeit«, lautete die Devise. Ich hatte währenddessen den rudimentären Wagenpark besichtigt und zu meiner Freude einen verhältnismäßig gut erhaltenen Chevrolet entdeckt, der laut kreidiger Aufschrift auf der Windschutzscheibe nur 299,99
$5,99 kosten sollte. »Der Wagen gefällt mir«, sagte ich, »den will ich haben.« »Junge, Junge«, Smiling Joe hieb mir anerkennend seine Pranke auf die Schulter, »das nenne ich ein sicheres Auge. Schaut hin und hat auch schon mein bestes Stück. Der Wagen ist zwar verkauft an den Gouverneur dieses aufstrebenden Staates, aber wenn ich sie damit glücklich machen kann, dann blättern sie $400 auf den Tisch des Hauses und der Chevy gehört ihnen.« »Wieso 400?« »Da steht doch ganz deutlich 299,99. Listenpreis, mein Junge. Ohne Räder. Wenn Sie für 299,99 einen Wagen ohne Räder kaufen wollen, ich habe nichts dagegen. Aber vergessen Sie nicht, dass Chevrolet eine der teuersten Automarken Amerikas ist.« Ich zeigte wortlos auf die Neonlichtreklame am Eingang, die in großen Blinklichtern besagte: »Chevrolet, der preisgünstigste Wagen Amerikas.« Smiling Joe büßte weder seine Ruhe noch sein Grinsen ein. »Wer kümmert sich heute noch um Neonlichter? Längst überholt!« Ich hatte den Wagen mittlerweile von allen Seiten geprüft und fand ihn immer mehr nach meinem Geschmack. »Okay«, sagte ich, »ich nehme ihn.« »Großartig!« Smiling Joe schüttelte begeistert meine Hände. »Sie sind ein Glückspilz. Machen Sie, dass Sie rauskommen, bevor ich es mir überlege. Sie werden diesen Wagen mit $500 Profit verkaufen.« »Selber Glückspilz«, gab ich zurück. »Wo sind die Schlüssel?« »Schon was von automatischer Kupplung gehört«, grinste Smiling Joe, während er mir die Schlüssel einhändigte. »Und das Lenkrad können Sie mit dem Finger ganz herumdrehen?« Ich versuchte, das Lenkrad mit dem Finger ganz herumzudrehen, hörte aber sofort auf, als es in zwei Hälften zu zerbrechen drohte. »Sehen Sie«, triumphierte Smiling Joe, »es rührt sich nicht. Solide wie Stahl. Und erst der 10-Zylinder-Motor. Junge, Junge«, ich öffnete die Haube und zählte knappe 6 Zylinder. »Eben«, Smiling Joe überschlug sich vor Begeisterung, »was das nur für eine Benzinersparnis bedeutet und die automatische Vorzündung.« Ich demonstrierte ihm mühelos, dass die Vorzündung in keiner Weise automatisch war, sondern mühsam mit der Hand bedient werden musste. Smiling Joe beglückwünschte mich aufs Neue zu meinem Fang. Die automatische Vorzündung sei ohnehin nichts wert gewesen und werde zu den neuesten Modellen nicht mehr geliefert. Glauben Sie, ich würde Ihnen einen schlechten Wagen verkaufen? Hä? Ich Ihnen? Ein Jude dem anderen? Sie werden sich in diesem Wagen wie ein König vorkommen. Und wenn Sie Musik hören wollen, brauchen Sie nur das Radio anzudrehen.« Smiling Joe zeigte mir den Knopf und drehte ihn an. Sofort setzten sich die Scheibenwischer in Betrieb. »Wer zum Teufel braucht ein Radio?«, fragte Smiling Joe beseligt. »Was bekommt man da schon zu hören? Den ganzen Tag lang Schallplatten, vollkommen überflüssig. Viel wichtiger ist, dass Sie einen fantastischen Führersitz haben, den Sie sogar verschieben können.« Ich versuchte, den Sitz zu verschieben, und er verschob sich. Ich versuchte es noch einmal, und er verschob sich wieder. Warum hatte Smiling Joe dann aber gesagt, dass sich der Sitz verschieben ließ? Das war verdächtig. Ich nahm eine gründliche Untersuchung des Wagens vor. Er war so gut wie neu. »Er ist so gut wie neu«, grinste Smiling Joe. »Er hat nicht mehr als 17.000 Meilen.« Das konnte nicht wahr sein. Ich warf einen Blick auf den Zähler. Er zeigte 3.000 Meilen. Mein Misstrauen wuchs. »Wieso zeigt er nur 3.000?« »Leicht zu erklären. Der frühere Besitzer war ein Leuchtturmwärter, der immer nur um seinen Leuchtturm herumfahren konnte.« Jetzt hatte ich genug. Wenn ich Smiling Joes Verkaufstechnik richtig interpretierte, musste der Wagen spätestens nach 100 Metern auseinanderfallen. »Schön«, sagte ich. »Dann werden wir leider kein Geschäft miteinander machen. Ich lasse mich nicht zum Narren halten, ganz wie Sie wünschen. Zum ersten Mal verlor ich das Grinsen aus Smiling Joes Gesicht. Wie komme ich nach Hause? Per Auto?« »Nein, zu Fuß. Immer nach Osten, mein Freund, immer nach Osten«, ich überlegte. Wenn Smiling Joe Osten sagte, wäre Westen vermutlich das Richtige. Aber da man sich bei ihm nicht einmal auf das Gegenteil seiner Aussagen verlassen kann, ging ich wohl am besten nach Süden. Auf meinem Weg in nördlicher Richtung kam ich durch fruchtbares Ackerland, durch schattige Wälder mit Bächen und Wasserfällen und trotzdem nach Hause. Unser Nachbar informierte mich leider zu spät, dass man in Amerika zum Ankauf eines Gebrauchtwagens unbedingt mit dem eigenen Wagen vorfahren müsse. Ich erzählte ihm, was ich mit Smiling Joe erlebt hatte. »Ja, ja«, sagte mein Nachbar, nicht ohne Bewunderung, »Smiling Joe ist ein wahres Verkaufsgenie. Er verkauft noch einmal Kühlschränke an Eskimos.« Ich pries mich glücklich, dass ich kein Eskimo war, und brach erschöpft zusammen. Auf den Ankauf eines Gebrauchtwagens habe ich für die Dauer meines Aufenthalts in Amerika verzichtet. Stattdessen streckte ich vorsichtige Fühler nach Onkel Harry aus
ob er mir gelegentlich seinen Wagen borgen würde. Zu meiner Überraschung war Onkel Harry sofort einverstanden. Selbstverständlich, sagte er. Er ist ja versichert. Im Übrigen kann ich mir besser als je zuvor die erste Begegnung ausmalen, die Columbus nach seiner Landung in Amerika mit einem Eingeborenen hatte. Sei gegrüßt, Big Chief, sagte Columbus. Vor dir steht der Gesandte des glorreichen Throns von Spanien. Bedauere, sagte der Eingeborene. Dienstag und Donnerstag darf nur auf der pazifischen Seite geparkt werden. Eines Morgens erwachte ich mit Zahnschmerzen. Mit ganz gewöhnlichen, ungemeinen, schmerzhaften Zahnschmerzen. Irgendetwas in meinem linken Unterkiefer war nicht in Ordnung, schwoll an und schmerzte. Ich fragte Tante Trude, ob es hier in der Gegend einen guten Zahnarzt gäbe. Tante Trude kannte ihrer drei, alle in nächster Nähe, was New York ungefähr so viel bedeutet wie 25 Kilometer Luftlinie. Ich wollte wissen, welcher von den drei Zahnärzten der beste sei. Tante Trude sah lange vor sich hin. Das hängt davon ab. Der erste hat seine Ordination in der Wall Street. Dort wimmelt es von Zeitungsreportern und wenn jemand einen Parkplatz findet, wird er sofort von ihnen interviewt. Ich weiß nicht, ob du das mit deinen Zahnschmerzen riskieren willst. Der zweite hat eine direkte Autobusverbindung von seinem Haus zum nächsten bewachten Parkplatz. Aber er ist kein sehr angenehmer Arzt. Ich würde dir zu Dr. Blumenfeld raten. Er wohnt in einem ähnlichen Cottage-Viertel wie wir und hebt in seinen Annoncen immer hervor, dass man dort manchmal in einer nicht allzu weit entfernten Seitenstraße Platz zum Parken findet. Das war entscheidend. Und mein Unterkiefer war um diese Zeit schon so angeschwollen, dass es keine Zeit mehr zu verlieren gab. Ich nahm Onkel Harrys Wagen und sauste los. Es dauerte nicht lange, bis ich Dr. Blumenfelds Haus gefunden hatte. Auch die im Inserat angekündigten Seitenstraßen waren da, nicht aber der im Inserat angekündigte Platz zum Parken. An beiden Straßenseiten standen die geparkten Wagen so dicht hintereinander, dass nicht einmal die berühmte Stecknadel hätte zu Boden fallen können. Sie wäre auf dem fugenlos aneinandergereihten Stoßstangen liegen geblieben. Eine Zeit lang kreuzte ich durch die Gegend wie ein von seiner Flugbahn abgekommener Satellit. Dann geschah ein Wunder. Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Das heißt, ich sah ein Wunder im Anfangsstadium. Ich sah einen amerikanischen Bürger, der sich an der Türe seines geparkten Wagens zu schaffen machte. Schon hielt ich an seiner Seite. Fahren Sie weg? Ob ich was? Ob ich wegfahre? Er wollte seinen Ohren nicht trauen. Herr, ich habe auf diesem Parkplatz 2 Jahre lang gewartet und habe ihn erst im vorigen Herbst erobert. Damals nach dem Hurrikan, der alle hier geparkten Wagen weggefegt hat. Jetzt fiel mir auf, dass das Dach seines Wagens genau wie das der anderen mit einer dicken Staubschicht bedeckt war. Da gab es also nichts zu hoffen. Wo ich denn möglicherweise einen Parkplatz finden könnte, fragte ich. Die Antwort nach längerem Nachdenken und Hinterkopfkratzen erteilt verhieß wenig Gutes. Einen Parkplatz finden? Sie meinen einen freien Parkplatz? In Texas soll es angeblich noch einige geben. Vergessen Sie nicht, dass sich die Zahl der Autos in Amerika jedes Jahr um ungefähr 15 Millionen vermehrt und die Länge der Autos jedes Jahr um ungefähr 10 Inch. Der letzte Gallup-Poll hat ergeben, dass 83% der Bevölkerung das Parkproblem für die gefährlichste Bedrohung ihres Lebens halten. Nur 11% haben Angst vor dem Atomkrieg. Mit diesen Worten zog er einen Roller aus dem Fond seines Wagens, stieg mit einem Fuß darauf und ließ den Wagen unverschlossen stehen. »Hey, hey, Sie haben nicht zugesperrt«, rief ich ihm nach. »Wozu?«, rief er zurück. »Niemand stiehlt mehr ein Auto. Wo sollte er es denn parken?« Mein Zahn trieb mich weiter, aber es war offenbar sinnlos. Wohin man blickte, stand geparktes Auto an geparktem Auto und wo kein Auto stand, stand ein Pfosten mit einer Tafel und auf der Tafel stand die Inschrift von Anfang Juli bis Ende Juni parken verboten oder Parkverbot von 0 bis 24 Uhr, Sonn- und Feiertags von 24 bis 0 Uhr. War aber irgendwo kein Wagen und keine Tafel zu sehen, so stand dort todsicher ein Feuerhydrant, dem man in Amerika unter Androhung schwerster Geld- und Freiheitsstrafen nicht in die Nähe kommen darf, nicht einmal, wenn es brennt. In einer schon etwas weiter entfernten Straße fand ich eine Affiche, aus der hervorging, dass hier am 7. August zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags geparkt werden durfte. Ich erwog ernsthaft, so lange zu warten, aber mein Zahn war dagegen. Endlich schien mir das Glück zu lächeln.
Vor einem großen Gebäude sah ich in einem leeren, deutlich für Parkzwecke reservierten Raum mit der deutlichen Aufschrift »Kostenloses Parken für unsere Kunden«. Rasch wie der Blitz hatte ich meinen Wagen abgestellt, stieg aus, fand mich im nächsten Augenblick von hinten an beiden Schultern gepackt und im übernächsten auf einen Stuhl gedrückt, der im Büro einer Versicherungsgesellschaft stand. »Guten Morgen, mein Herr«, begrüßte mich der Mann hinterm Schreibtisch. »Wie lange?« »Ungefähr 1,5 Stunden.« Der Versicherungsagent blätterte in seiner Tarifliste. »Das Minimum für 90 Minuten ist eine Feuer- und Hagelversicherung auf $10.000. Ich erklärte ihm, dass der Wagen bereits versichert war. Das sagen alle. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Und ich kann keine Versicherung auf $10.000 nehmen. Dann müssen Sie eben wegfahren. Dann werde ich eben wegfahren.« Gegenüber dem Versicherungsgebäude befand sich ein Kino. Hinter dem Kino befand sich ein großer Parkplatz. Auf dem großen Parkplatz befanden sich viele große Wagen. Vor dem Wagen befanden sich Parkuhren, die 60 Minuten Maximalzeit vorschrieben. Aus dem Kino kamen fast pausenlos Leute herausgeeilt, warfen Münzen in die Parkuhren und eilten zurück. Bei Einbruch der Dunkelheit ging mir das Benzin aus. Ich fuhr zu einer Tankstation und während der Tank gefüllt wurde, fragte ich nach der Toilette. Dort erkletterte ich das Fenster, durchkroch eine Art Schacht, gelangte ins Magazin, stahl mich durch die Hintertür hinaus und befand mich in einem engen, dunklen, nach Leder riechenden Raum. Es war mein Wagen, den die erfahrenen Tankstellenwärter dort abgestellt hatten. Ihr hämisches Grinsen reizte meinen tief verwundeten orientalischen Stolz. »Was können Sie sonst noch mit dem Wagen machen?«, fragte ich. »Lassen Sie hören.« Das Offert kam prompt und sachlich. »Ölwechsel 10 Minuten, überholen 1/2 Stunde, lackieren 1 Stunde. Lackieren Sie ihn grasgrün und wechseln Sie das Öl.« Ungesäumt startete ich in Richtung Blumenfeld. Ich schlug ein scharfes Tempo an, denn der Zettel, den man mir an der Tankstelle in die Hand gedrückt hatte, trug folgenden eindeutig präzisierten Text. »Wenn Sie nicht pünktlich nach der vereinbarten Zeit von 1 Stunde und 10 Minuten, das war handschriftlich eingetragen, Ihren Wagen holen, wird er in unserem eigens hierfür konstruierten Parkofen verbrannt.« Da ich schon lange nicht trainiert hatte, geriet ich leider sehr bald außer Atem. Ich bestieg einen Bus und nahm an der Endstation ein Taxi zu Dr. Blumenfeld. Als ich dort anlangte, waren 42 Minuten vergangen, so dass ich sofort umkehren musste. Ich kam gerade zurecht, wie die Tankstellwärter sich anschickten, die erste Kanne Kerosin über meinen grasgrünen Wagen zu schütten. Jetzt gab es nur noch eine Möglichkeit und ich war entschlossen, sie auszunutzen. Ich fuhr mit meinem eigenen Wagen vor Dr. Blumenfelds Haus und ließ ihn krachend auf einen Laternenpfahl aufprallen. Erlöst entstieg ich dem Blechschaden und begab mich in die Ordination. Gerade als Dr. Blumenfeld mit der Behandlung fertig war, ertönte von unten zorniges Hupen. Durchs Fenster sah ich, dass es von einem Wagen kam, der dicht hinter dem meinen stand. Ich sauste hinunter. Ein anderer von Dr. Blumenfelds Patienten empfing mich zornschnaubend. »Was bilden Sie sich eigentlich ein, Sie? Glauben Sie, diese Laterne gehört nur Ihnen?« Ich musste ihm recht geben. Selbst in Amerika können sich nur die Reichsten der Reichen den Luxus einer eigenen Parklaterne leisten. Wie man aus den amerikanischen Filmen zur Genüge weiß, sind alle jungen Amerikaner hochgewachsen und wohlproportioniert. Diese begrüßenswerte Entwicklung ist ohne Zweifel dem Auto zu verdanken. Die Väter und Großväter der heutigen Amerikaner waren jämmerliche Schwächlinge mit weichen Muskeln, die gerade noch ausreichten, um den Anforderungen des Reitens, des Überlandverkehrs im flachen Wagen und später der Untergrundbahn gewachsen zu sein. Heute, da jedermann sein eigenes Auto besitzt, haben die Amerikaner wieder das Marschieren gelernt und legen zwischen Parkplatz und Arbeitsstelle täglich mindestens 1 Meile zu Fuß zurück. Die Muskeln entwickeln sich normal, die Blutzirkulation wird gefördert, der Rücken wird straff, der Gang federnd, eine neue, gesunde, sportgestählte Generation wächst heran. Als ich die Familie Rosenblatt besuchen wollte, die in Forest Hills lebt, sagte Tante Trude, nimm den Wagen, ein kleiner Spaziergang wird dir guttun. Auch die Einladung zu den Rosenblatts nahm sportlichen Charakter an. Wir hatten das liebenswürdige Ehepaar im Brooklyn Zoo getroffen, dessen Besuch, wie sie uns gestanden, ein alter Traum von ihnen war. Aber sie konnten ihn erst jetzt verwirklichen, weil ihr Sohn Bernie seine Ferien in einem Sommercamp verbrachte. Bernie, so berichteten sie weiter, interessierte sich nicht für den Zoo und überhaupt für nichts außer Baseball. Rosenblatt Senior interessierte sich gleichfalls für Baseball, aber nur von seinem Lehnsessel aus beim Fernsehen.
Rosenblatt Junior hingegen war der Captain seiner Baseballmannschaft, die zu den Besten der Kindergartenliga gehörte. An dieser Stelle ihres Berichts luden uns die Rosenblatts für Freitagabend zum Dinner ein. Offenbar hatte unser verständnisvolles Zuhören einen günstigen Eindruck auf sie gemacht. In Amerika wird man nicht so mir nichts, dir nichts zum Essen eingeladen, es sei denn aus Geschäftsgründen. Mehrere Stadien beginnen mit der nichtssagenden Phrase, lassen Sie uns einmal Lunch zusammen haben, müssen durchlaufen werden, ehe es zu einer wirklichen Einladung kommt. Und selbst dann wird es meist nur eine Einladung ins Restaurant. Aber zu Hause, im Familienkreis und am Freitagabend, das ist das Wahre. Noch dazu war es der Freitag, an dem Captain Burney aus dem Sommercamp zurückkam. Leider begann Mr. Rosenblatt jeden Satz seiner ohnedies eintönigen Konversation mit den Worten »Wir vom Mittelstand« und leider sprach er ununterbrochen von seinem Sohn, wobei er jede einzelne der zahllosen hervorragenden Eigenschaften des jungen Tausendsassers mit Fotos belegte, auf denen man Junior von allen Seiten bewundern konnte, wie er gerade den Baseballschläger schwang oder einen anderen Beweis seiner enormen physischen Leistungsfähigkeit lieferte. Das alles hatte unsere Kinderliebe auf eine Probe gestellt, der sich die beste Ehefrau von allen kein zweites Mal aussetzen wollte. Und da in unserer Ehe immer das geschieht, worauf wir uns einigen, einigten wir uns darauf, dass ich allein zu den Rosenblatts gehen und meine Frau mit einer kleinen Grippe entschuldigen würde. Die Rosenblatts bedauerten, dass ich ohne meine Gattin gekommen war und wünschten ihr baldige Besserung. Sodann diskutierten wir die Probleme des Mittelstandes und warteten auf Burney. Um mir die Wartezeit zu verkürzen, breitete Mrs. Rosenblatt eine Unzahl von Fotografien vor mir aus, die ich der Reihe nach und sehr genau betrachten musste. Während ich noch damit beschäftigt war, betrat ein etwas dicklicher, sommersprossiger Knabe das Zimmer. Burney selbst. Trotzdem bestand Mrs. Rosenblatt darauf, dass ich die Besichtigung der Fotos beendete. Sie wären viel ähnlicher, sagte sie. Als ich fertig war, erhob Mr. Rosenblatt ein strahlendes Vatergesicht zu seinem neben ihm stehenden Sohn. »Burney, begrüße unseren Gast.« »Hey«, sagte Burney, »gehen Sie mit dem Messer auf mich los.« »Wie bitte?« Ich wandte mich ungläubig an die Herren Eltern. »Was will der Junge von mir?« »Folgen Sie ihm doch ruhig«, ermunterte mich der Papa. »Gehen Sie mit dem Messer auf ihn los.« »Aber warum? Er hat mir doch nichts getan.« Jetzt schaltete sich Mrs. Rosenblatt ein. Burney hätte im Camp einen Judokurs absolviert und könnte jeden Erwachsenen, der ihn anzugreifen wagt, sofort kampfunfähig machen. Und ich sollte ihm doch den kleinen Spaß nicht verderben. Ich berief mich nachdrücklich auf meinen vollkommenen Mangel an Erfahrung in solchen Dingen, es sei nicht meine Art, sagte ich, auf Kinder mit dem Messer loszugehen, besonders im Ausland. Da verlor Mr. Rosenblatt die Geduld. Begierig, das Schauspiel beginnen und seinen Sohn triumphieren zu sehen, ergriff er von einem nahen Teller ein Obstmesser, drückte es mir in die Hand und schob mich vor Burney hin. Was jetzt geschah, war fürchterlich. Der lebfrische junge Rosenblatt trat mich sofort ins linke Schienbein, und zwar mit solcher Wucht, dass ich mich vor Schmerzen krümmte. Als ich aber sah, dass er sich auch noch über mein rechtes Schienbein hermachen wollte, wurde es mir zu bunt. Mein Gesicht verzerrte sich, besinnungslos vor Wut stürzte ich auf ihn los. Burney stieß einen spitzen Angstschrei aus, machte kehrt und entfloh. Ich sauste ihm mit geschwungenem Messer nach. Jetzt wollte ich es aber ganz genau wissen. Hatte er von mir verlangt, mit dem Messer auf ihn loszugehen, oder hatte er es nicht verlangt? Am Ende der Treppe erwischte ich ihn und hielt ihn fest, wie sehr er auch jaulte und strampelte. Aber gerade als ich das Messer ansetzte, um ihn zu schlachten, rutschte er aus dem Hemd und rannte weiter. Mittlerweile kamen die besorgten Eltern schreiend die Treppe heruntergeeilt und fragten, was ich dann eigentlich täte. »Ich gehe mit dem Messer auf ihn los«, antwortete ich. »Warum?«, fragen sie. Und das Messer immer noch in der Hand, jagte ich Burney durch den Garten. Er muss in diesen Minuten ein anderer Mensch geworden sein, obwohl ich ihn nicht mehr zu fassen bekam. Der Inhaber des naheliegenden Friseurladens, ein ehemaliger Cowboy, fing mich mit dem Lasso, als ich dem schrill kreischenden Judokämpfer über den Zaun nachsetzen wollte. Ich leistete keinen Widerstand und ließ mich entwaffnen. Auch nächstes Jahr gibt es ein Sommercamp, dachte ich, und Burney kann noch lernen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, liegt seine Zukunft weniger im Judo als im Langstreckenlauf. Das sozialistische Lager verwendet hämische Anführungszeichen, wenn es vom Paradies Amerika spricht.
Den Amerikanern selbst liegt nichts ferner. Sie fühlen sich in ihrem Land paradiesisch wohl. Und es geht ihnen ja auch wirklich großartig. Damit meinen wir nicht so sehr den materiellen Wohlstand, die Wirtschaftskonjunktur, die überladenen Buffets, die 17 Fernsehkanäle oder die 32 verschiedenen Fruchteissorten, die von Mr. Howard Jones feilgeboten werden. Was wir meinen und was uns vor Neid ablassen lässt, ist ein höchst ungewöhnliches Privileg, das die amerikanischen Geschäftsleute genießen. Es steht ihnen nämlich das Recht zu, ihre Angestellten zu entlassen. Man denke, zu entlassen, zu kündigen, hinauszufeuern. Den Buchhalter, den Portier, den Abteilungsleiter, wen immer. Sie können ihn bildlich gesprochen die Stiegen hinunterwerfen. Sie sagen ganz einfach, hinaus und draußen ist er. Es ist kaum zu glauben. Es ist wie im Märchen. Der Boss ist in Amerika noch der Boss. Wir Israelis sind in diesem Punkt besonders empfindlich. Bei uns gibt es kein Kündigungsproblem, denn wir sind ein sozialistisch regierter Staat. Unsere Regierungspartei ist eine Arbeiterpartei. Unsere Fabriken werden von Arbeiterkomitees geleitet. Und wenn es zu Meinungsverschiedenheiten mit dem Boss kommt, wird ein Schiedsgericht eingesetzt. Das Schiedsgericht besteht aus 3 Vertretern des Arbeiterkomitees, 2 Gewerkschaftsvertretern und dem Boss als Beisitzer ohne Stimme. Die letzte in Israel erfolgte Kündigung wurde im Jahre 1952 registriert, als ein Zitruspacker namens Sprotzek den Besitzer der Plantage im Verlaufe eines Wortwechsels halb totgeschlagen hatte. Das Schiedsgericht sprach sich zwar gegen die Entlassung Sprotzeks aus, wich dann aber vor einem persönlichen Machtwort des Ministerpräsidenten zurück. Seither ist nichts mehr dergleichen geschehen. Was Wunder, dass wir Amerikaner beneiden, die ihr elementares Recht auf Kündigung in der Unabhängigkeitserklärung von 1776 verankert haben. Mein Onkel Harry zum Beispiel erschien eines Tages in seiner Bürstenfabrik und wollte den Vorarbeiter sehen, sah ihn aber nicht, weil er nicht da war. Wo denn der Vorarbeiter wäre, fragte Onkel Harry einen Bürstenmacher. Der Bürstenmacher konnte es ihm nicht sagen, er fragte einen anderen, der es ihm auch nicht sagen konnte. Schließlich fand er einen Arbeiter, der es ihm sagte. »Boss«, sagte der Arbeiter, »der Vorarbeiter ist ein Bier trinken gegangen.« »Okay«, sagte Onkel Harry, »Sie sind entlassen.« Der Vorarbeiter war nämlich eine hochqualifizierte Kraft und schwer zu ersetzen. Irgendjemand aber musste entlassen werden. Das ist ein althergebrachter und sehr vernünftiger Brauch. Wir wissen aus zahlreichen historischen Filmen, dass der König regelmäßig den Boten köpfen lässt, der ihm die Nachricht von der Niederlage seiner Heere bringt. Diese psychologisch durchaus verständliche Reaktion degenerierte im Laufe der Zeit zum sogenannten Entlassungstrieb, der immer noch sein Gutes hat. Den vom Entlassungstrieb Bedrohten bleibt gar nichts anderes übrig, als tüchtig zu sein. Sonst werden sie entlassen. Dass diese Tüchtigkeit mitunter erschreckende Dimensionen annimmt, versteht sich von selbst. Was ich nicht von selbst verstand, war die erste Frage jenes Tankstellenwärters, bei dem wir auf der Fahrt nach New Haven Benzin nahmen und der zweifellos die Schwergewichtsmeisterschaft in Verkaufstechnik gewonnen hatte. Seine erste Frage lautete, brauchen Sie Ameisen? Es war, wie man zugeben wird, eine verwirrende Frage. So sehr wir diese kleinen, emsigen Tierchen respektierten, wenn sie nicht gerade in unsere Küche eindringen, haben wir weiter keine Beziehung zu ihnen. Was sollten wir jetzt und hier auf einer Autostraße 64 Meilen nördlich von New York mit Ameisen anfangen? Infolgedessen beugte ich mich zu dem ruhig wartenden Benzinverschleißer vor und sagte, »Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht.« »Ich habe noch ein paar Schachteln übrig«, präzisierte er und spülte zum Zeichen seines guten Willens unsere Windschutzscheibe ab. »Ist jetzt große Mode. Jeder will eine Ameisenfarm haben. Riesenspaß für die ganze Familie. Besonders die Kinder sind verrückt danach. Schauen stundenlang durch den Glasdeckel, wie die Ameisen Straßen bauen oder Brücken oder Untergrundbahnen. Alles zusammen $2. Ameisen gratis. In der Stadt zahlen sie mindestens 3.« »Danke«, antwortete ich, noch immer ein wenig verwirrt. »Im Augenblick brauche ich keine Ameisen. Ich bin nicht von hier, wissen Sie. Ich bin Ausländer, nur zum Besuch.« »Ausländer!« »Sofort!« Er schnalzte mit den Fingern, verschwand im Stationsladen und kam mit einem Dutzend überdimensionaler Faltkarten zurück, die er auf der Kühlerhaube vor uns ausbreitete. »Dem Wagen fehlt Pflege«, bemerkte er nebenbei und begann mit einer Nylonbürste die Sitze zu säubern. »Bei mir bekommen Sie die schönsten Nylonbürsten in allen Farben.« »Vielen Dank!
Mein Onkel ist in der Bürstenbranche. Wir haben einen Onkel im Land. Den müssen wir mit einem netten kleinen Geschenk überraschen. Eine Blumenvase, ein Lampenschirm, eine Ziehharmonika, Rasierseife, Papagei. So viel ist mir mein Onkel nicht wert. Ich mag ihn eigentlich nicht. Ganz recht. Um seine Zustimmung zu unterstreichen, begann er mir mit einem Miniaturstaubsauger über den Anzug zu fahren. Man soll nie von seinen Verwandten abhängen. Hoffentlich wohnen sie nicht bei ihm. Mein Wohnungsvermittlungsbüro. Ich bin fast immer unterwegs. Welche Zeitung wollen Sie abonnieren? Keine. Nehmen Sie Tanzunterricht? Ich kann tanzen. Ölaktien? Davon verstehe ich nichts. Also gut. 1,50. Was? Die Ameisenfarm. Ich sagte Ihnen doch schon, dass ich derzeit keine Verwendung für Ameisen habe. Ja, aber was wollen Sie kaufen? Er seufzte, zog einen Kamm hervor und frisierte mich kunstgerecht. Mir fiel ein, dass ich doch nur zum Tanken hierher gekommen war und dass ich dieses unwiderstehliche Verkaufsgenie nun endlich loswerden müsste. Eigentlich, sagte ich unentschlossen vor mich hin, trage ich mich mit dem Gedanken, einen Konzertflügel zu kaufen. Ein Leuchten ging über des Tankwarts Gesicht. Er verschwand und war in Sekundenschnelle mit einem Bündel von Prospekten zur Stelle. Für 1200 Dollar liefere ich Ihnen einen erstklassigen Flügel, deutsches Fabrikat. Ich schaffe ihn direkt in Ihre Wohnung. Und was, wenn Sie ihn auf der Stiege fallen lassen? Kann mir nicht passieren, mir nicht. Aber um Sie zu beruhigen, gegen eine Aufzahlung von nur 12 Dollar bekommen Sie von mir eine komplette Sachschadenversicherung. Ich bin der solideste Versicherungsagent im Umkreis. Spielen Sie selbst Klavier? Oder die Gattin? Weder noch. Wir haben nur immer davon geträumt, dass unser Sohn wunderbar, ich verschaffe Ihnen einen staatlich geprüften Klavierlehrer, 8 Stunden im Monat für 18,50 Dollar. Wer weiß? Vielleicht will aber der Kleine gar nicht lernen. 75 Dollar in 3 Raten. Und Sie haben den besten Kinderpsychologen von ganz Amerika. Der wird den bald schon hinkriegen. Bleibt immer noch ein Haken. Wir sind kinderlos. Kopf hoch. Eine einmalige garantiert erfolgreiche Beratung durch einen anerkannten Fachmann kostet Sie nicht mehr als... Halt! Fuhr ich dazwischen. Denn mir war plötzlich der erlösende Gedanke gekommen. Übernehmen Sie auch das Verfassen von Reisebüchern? Selbstverständlich. 1500 Dollar für 220 Manuskriptseiten, zweizeilig. 65 Anschläge pro Zeile. Aber es muss lustig sein, kein Problem. Macht 15 Dollar Zuschlag für jeden Druckbogen. Und so geschah es, dass dieses Buch, wie der geneigte Leser wohl schon längst geargwöhnt hat, von einem Tankstellenwärter im Staate New Haven geschrieben wurde. Amerika gilt ganz allgemein als restlos durchtechnisiertes, vollautomatisch betriebenes Land, dessen Bewohner ein nach bestimmten Schablonen vorgestanztes Leben führen, das von genau festgelegten, ebenso konventionellen wie konformistischen Regeln bestimmt wird. In Wahrheit sind die Amerikaner im höchsten Grade individualistisch und absonderlich. Viel absonderlicher als jedes andere Volk, weil sie von ihren Absonderlichkeiten nichts wissen. Und sie für völlig normal halten. Der Amerikaner findet alles, was er tut und was ihm geschieht, in Ordnung. Er wundert sich nicht im geringsten, wenn ihm ein Tankstellenwärter ameisenhaltige Konzertflügel zum Kauf anbietet. Er glaubt fest daran, dass Gott das Fernsehen erfunden hat, auf das die natürliche Dreiteilung des Tages gewahrt werde. 8 Stunden Schlaf, 6 Stunden Arbeit und 12 Stunden vor dem Bildschirm. Er ist davon durchdrungen, dass ein erstklassiger Baseballspieler mit Recht so viel Geld verdient wie der Präsident der Vereinigten Staaten oder sogar wie Elvis Presley. Dass man die Zukunft planen und Geld sparen muss für den Tag, an dem die Atombomben zu fallen beginnen. Dass eine amerikanische Ehe ohne 2 amerikanische Kinder, einen amerikanischen Knaben und ein amerikanisches Mädchen im Alter von 11 bzw. 9 Jahren keine amerikanische Ehe ist. Dass es nur in Amerika Steaks gibt. Dass man aus Broschüren alles erlernen kann, auch wie man Präsident wird in 10 leichtfasslichen Lektionen. Und dass Gott die Amerikaner liebt, ohne Rücksicht auf Rasse oder Religion, aber mit Berücksichtigung ihres sozialen Status. Ungeachtet dieser vielfältigen Voraussetzungen herrscht in allen Staaten der Union die gleiche Strenge von Gesetz und Recht. Im Staate Alabama ist es zum Beispiel verboten, während eines Schaltjahrs Popcorn zu verkaufen. Im nahegelegenen Staate Mississippi dürfen Kinder unter 8 Jahren nur in Gegenwart eines Notars Mama und Papa spielen. Nebraska weist alle Junggesellen über 30 aus. Nur Piloten, Polizisten und Rollschuhläufer werden hiervon ausgenommen.
Colorado untersagt das Stricken von Wolljacken, Oregon stellt nur Briefträger an, die eine Taucherprüfung abgelegt haben, in Ohio darf sich eine Frau auf der Bühne nicht entkleiden, in New York darf sie, in Nevada muss sie. Und wo das Gesetz nicht ausreicht, nehmen es die Menschen selbst in die Hand. Mein Onkel Harry zum Beispiel ist Mitglied der Vegetarierloge der Freimaurer und hasst die Mitglieder der Fisch- und Krustentierloge aus ganzer Seele. Außerdem gehört er dem Weltverband zur Verbreitung und Förderung des Monotheismus an, einer hoch angesehenen Organisation, in deren Reihen sowohl Juden zu finden sind, die an Jesus glauben, als auch Christen mosaischen Bekenntnisses. Ferner ist Onkel Harry Vizepräsident der Hadassah Bezirksorganisation und hat seine Bridge-Partie im Reconstruction Circle, wo man mit Geistern und fliegenden Untertassen verkehrt. Onkel Harry belehrte mich auch über die Quäker, die sich während ihrer wortlosen Gebete ekstatisch hin und her wiegen, jede Form des Eides verabscheuen und die Abschaffung von Sklaverei und Militärdienst sowie die Einführung gleicher Rechte für die Frau betreiben. Andererseits wird Utah von den Mormonen beherrscht, einer Sekte, die immerhin so zahlreich ist wie die israelischen Juden. Die Mormonen sind anständige, rechtliche, gesinnte Leute, sie rauchen nicht, sie trinken weder Alkohol noch Tee noch Kaffee und sie begnügen sich mit dem, was übrig bleibt, also mit zwei oder mehr Frauen. Wie war das bitte, unterbrach ich Onkel Harry? Sagtest du zwei oder mehr Frauen? Ursprünglich war das so. Onkel Harrys Blicke schweiften wehmütig in Richtung Utah, kamen aber nur bis Illinois. Heute haben auch sie sich zur Monogamie bekehrt. Warum, um Himmels Willen? Sie hatten keine Wahl. Das Problem begann mich zu interessieren. Brummte ich am nächsten Tag beim Frühstück vor mich hin. Merkwürdig. Meine Gattin kniff fragend die Augen zusammen. Was ist merkwürdig? Was Onkel Harry mir gestern über Mormonen und über ihre Vielweiberei erzählt hat. Wieso ist das merkwürdig? Besser in aller Offenheit eine zweite Frau als ein heimliches Verhältnis. Findest du nicht? Ich staunte. Ich hatte erwartet, dass meine Gattin zu toben beginne. Über die barbarischen Sitten einer exzentrischen Sekte, über die Benachteiligung der Frauen, über den Egoismus der Männer und über alles, was ihr sonst gerade in den Sinn käme. Stattdessen? Du magst recht haben, nahm ich vorsichtig den Faden wieder auf. Eigentlich ist es für die Mormonen ein sehr natürlicher Ausweg, den ihre Religion ihnen da bietet. Wieso ist das nur für die Mormonen natürlich? Wieso zum Beispiel nicht für dich? Weil den Juden zum Beispiel die Polygamie schon von Rabbi Gershom verboten wurde. Wann hat Rabbi Gershom gelebt? Im 11. Jahrhundert. Und da richtet man sich noch immer nach ihm? Ein mittelalterliches Verbot kann doch heute nicht mehr gelten. Ich muss gestehen, dass meine kleine, kluge Frau einen ganz neuen Aspekt des Problems aufgedeckt hatte. Nach unseren eigenen biblischen, altehrwürdigen, man könnte geradezu sagen ewigen Gesetzen, ist es uns nicht nur gestattet, mehrere Frauen zu haben, sondern es wird uns geradezu empfohlen, genau wie den Mormonen. Tatsächlich, bestätigte ich, unsere Vorväter waren vernünftiger als wir. Sie wussten, dass auch eine gute Ehe, und ich wiederhole, eine gute Ehe, mit der Zeit in die Brüche gehen kann, wenn der Mann, wenn das Abwechslungsbedürfnis des Mannes, du verstehst, ich verstehe, es ist ja nur natürlich. Ich bewunderte sie immer mehr, und das ganze Problem wurde mir immer klarer. Warum wäre es denn eine Sünde, wenn ein normaler Mann, sozusagen der Mormone von der Straße, sich zu mehreren Frauen hingezogen fühlt? Herrscht nicht auch in der Tierwelt, die den reinen, unverwässerten Naturgesetzen gehorcht, Polygamie? Eigentlich ist das Ganze nur eine Frage der Einstellung, der Erziehung, der folkloristischen Gegebenheiten. Und vergessen wir nicht, dass wir Israelis im Orient zu Hause sind, wo die Institutionen des Harems ihren sicherlich nicht zufälligen Ursprung hat. Wie man's nimmt, äußerte ich unverbindlich. Im Grunde hängt es von der Intelligenz der Beteiligten ab. Ganz richtig. Ich bin sicher, dass du dich nicht mit irgendeinem primitiven Weibchen abgeben würdest. Niemals, das würde ich dir niemals antun. Schließlich müsstest du ja mit ihr unter einem Dach leben. Allerdings. Deshalb käme mir auch ein gewisses Mitspracherecht zu. Es dürfte also keine Rothaarige sein. Warum? Rothaarige machen immer so viel Lärm. Nicht immer, das ist ein dummes Vorurteil.
Aber bitte, wenn du unter gar keinen Umständen eine Rothaie haben willst, dann eben nicht. Die Harmonie im Heim geht mir über alles. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Und mit ein wenig gegenseitigem Verständnis lässt sich alles regeln. Ich stehe am Morgen auf und kümmere mich ums Frühstück, während sie die Wohnung in Ordnung bringt und dir ein heißes Bad vorbereitet. Ein lauwarmes, Liebste. Im Sommer bade ich lauwarm. Schön. Das ist dann ihre Sache. Ich will ihr nicht ins Handwerk pfuschen. Ich werde alles tun, um mit Clarisse gut auszukommen. Clarisse? Ich möchte gern, dass sie Clarisse heißt. Ist das nicht eine kleine Erpressung? Bitte sehr, ich bestehe nicht darauf. Du bist der Herr im Haus. Wir teilen dich unter uns auf. Das klang vielversprechend. Wieder einmal zeigte sich, dass ein überlegener Intellekt, der mir ja glücklicherweise gegeben ist, immer den richtigen Weg zu finden weiß. Und ich musste meiner Frau das Zeugnis ausstellen, dass sie auf diesen Weg einging. Liebling, sagte ich und streichelte ihre Hand, damit hier kein Missverständnis entsteht. Du bleibst natürlich die Favoritin. Du bleibst meine wirkliche und eigentliche Frau. Ach, darauf kommt's doch gar nicht an. Doch, doch, wie kannst du so etwas sagen? Innerhalb der Familie gibt es eine festgelegte Hierarchie, auch bei den Mormonen. Die zweite Frau muss sich klar darüber sein, dass sie nicht die erste Geige spielt, selbst wenn sie noch so jung und schön ist. Du wirst ihr ja auch im Alter voraus sein, nicht wahr? Das findet sich, das ergeben die Umstände. Auf jeden Fall hat ein solches Arrangement viele Vorteile. Was für Vorteile? Zum Beispiel brauchen wir keinen Babysitter. Stimmt, das erspart uns eine große Sorge. Und Geld. Wir werden abwechselnd bei den Kindern zu Hause bleiben. Doch während ich sprach, kam mir das Neuartige der Situation zum Bewusstsein. Die Kinder, murmelte ich. Welche? Wessen Kinder? Deine? Warum? Na, ich dachte nur, da entstehen ja ganz neue Komplikationen bezüglich betreffend die Kinder. Lass doch. Darüber werden wir nicht streiten. Ich war sprachlos. So viel Lebensklugheit, so viel Souveränität hätte ich von meiner Frau nicht erwartet. Wären alle Amerikaner mit solchen Juwelen von Gattinnen gesegnet gewesen, nie hätten die Mormonen die Vielweiberei aufgeben müssen. Denn so viel steht fest. Man kann ein musterhafter, treuer Ehemann sein und trotzdem ab und zu für ein junges, gut aussehendes Geschöpfchen etwas übrig haben. Pedanten mögen das als Polygamie bezeichnen. Ich nenne es erweiterte Monogamie. So einfach liegen die scheinbar schwierigsten Probleme, so natürlich lösen sie sich, wenn man nur den guten Willen dazu hat. Und mit fröhlicher Stimme holte ich aus. Dann ist ja alles in Ordnung. Und dann kann ich dir ja auch sagen, dass ich schon die längste Zeit an eine ganz bestimmte Frau denke, die was an wen. Das klang mit einmal ganz spitz und scharf. Verwirrt suchte ich den Blick meiner Frau und fand stattdessen zwei wild rollende Augenbälle. Ja, aber Liebste, schweig! Und sag mir sofort, ob du am Ende gar im Ernst gesprochen hast. Ich im Ernst? Das kann nicht dein Ernst sein. Hast du plötzlich deinen Humor verloren? Hehehe, da bist du mit mir aber schön hereingefallen. Und damit war meine Zukunft als Mormone beendet, noch ehe sie begonnen hatte. Ich habe noch von einer weiteren Zukunftsvision zu berichten, mit der ich gleichfalls scheiterte. Oder zumindest nahm sie andere Formen an, als ich geplant hatte. Ich hatte geplant, in Hollywood nach meiner Karriere zu sehen. Die Richtung, in die sich das entwickelte, erinnerte mich irgendwie an das Ende meiner Begegnung mit dem Tankstellenwärter von New Haven. Mein Sitznachbar im Flugzeug nach Hollywood war ein gut erhaltener, wohlgenährter 50er, der die meiste Zeit in klangreichem Schlummer verbrachte. Über Chicago hatte ich genug davon und rüttelte ihn wach. »Entschuldigen Sie, wann kommen wir in Hollywood an?« »Keine Ahnung. Leben Sie denn nicht in Hollywood?« »Nein.« »Warum fliegen Sie dann hin?« »Wie soll ich das wissen?« »Fragen Sie meinen Agenten.« Nach ein paar weiteren Sätzen besaß Mr. Maxwell, dies sein Name, volle Klarheit darüber, dass ich ein ahnungsloser Ausländer war, ein Neuling, ein Greenhorn ohne die mindeste Kenntnis amerikanischer Lebensgewohnheiten. Als ich ihm vollends auf die Frage, wer mein Agent sei, wahrheitsgemäß antworten musste, dass ich keinen hätte, fiel er beinahe vom Sitz. Um Himmels Willen, wie wollen Sie ohne Agenten leben? Wer kümmert sich um Ihre Angelegenheiten? Wer sorgt für Sie? Vielleicht der liebe Gott, murmelte ich zaghaft. Maxwell schüttelte ungläubig den Kopf, sagte aber nichts, weil ihn in diesem Augenblick, wir überflogen gerade Texas, ein Kabel eingehändigt wurde, in das er mir lässig Einblick gewährte. Wetter in Hollywood unsicher, empfehle grauen Pullover.
20.45 Uhr Dinner mit Präsidenten Paramount, Gruß, Mo. Da sehen Sie es, nickte Maxwell. Alles, was Sie brauchen, ist ein guter Agent. Und er begann mir klarzumachen, dass der Agent die wichtigste nationale Institution Amerikas sei. Selbstverständlich, so sagte er mir, beschränken sich die Aufgaben des Agenten nicht auf die Wahl der Pulloverfarbe. Sie liegen vielmehr auf dem Gebiet der Publicity, der öffentlichen Geltung, des beruflichen Aufstiegs. Ein guter Agent hat nichts anderes im Sinn, als die einmaligen, die einzigartigen Fähigkeiten seines Klienten zu rühmen, zu verherrlichen und zu lobpreisen, laut und pausenlos, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Scheck in Ewigkeit. Amen. Maxwells hymnische Worte beeindruckten mich tief. Als er eine kurze Pause machte, fragte ich ihn nach seinem Beruf. »Ich bin Agent«, antwortete er. »Warum?« »Ja, aber wenn Sie selbst Agent sind, wozu brauchen Sie dann einen Agenten?« Maxwell lächelte nachsichtig. »Ich gehöre zur höchsten Rangklasse, zur allerersten Garnitur. Soll ich mich vielleicht selbst als den größten Agenten der Welt vorstellen? Das geht nicht. Das muss jemand anderer für mich machen. Dazu brauche ich einen Agenten.« Meine neidvolle Bewunderung für Maxwell stieg bei der Landung in Los Angeles sprunghaft an. Noch während wir das Flugzeug verließen, kam aus 4 Lautsprechern die mehrfach wiederholte Durchsage. »Mr. Maxwell wird gebeten, zum blauen Kadillac vor der Ankunftshalle zu kommen. Wird gebeten, blauer Kadillac, Mr. Maxwell, blauer Kadillac.« In der Ankunftshalle begrüßte ihn ein strahlender Managertyp mit einem großen Blumenstrauß. Kein Zweifel, es war der treue Mo, der ihm den grauen Pullover ins Flugzeug gekabelt hatte. Ich hingegen stand allein und verlassen bei meinen Koffern, ein armes Waisenkind ohne Adresse, ohne Hoffnung, ohne Brücke zur Welt, ohne Agenten. Schlotternd näherte ich mich der Prinzessin hinterm Informationsschalter. »Bitte, können Sie mir ein gutes Hotel nennen?« Die Prinzessin ließ ihre exquisit langen Wimpern flattern. »Hat denn Ihr Agent kein Zimmer für Sie bestellt?« Ich wagte nicht, ihr die Wahrheit zu sagen und senkte nur stumm den Kopf. Da sie mir kein gutes Hotel nennen konnte, sondern nur die Adresse von 2 Agenten, versuchte ich es selbst und rief im Beverly Hills Hotel an. »Bedauere, Mr. Kitchen, wir sind komplett«, antwortete der Empfang. Das war das ganze Gespräch. Ich schleppte meinen müden Körper und meine 3 bleischweren Koffer an den Taxistand und begehrte, zu einem Hotel gefahren zu werden. »Zu welchem Hotel, Mister?« »Zu irgendeinem.« Der Fahrer wandte sich um und sah mich an. »Nein«, sagte ich, »ich habe keinen Agenten. Fahren Sie trotzdem los.« Als wir am Beverly Hills Hotel vorbeikamen, sah ich den blauen Cadillac vor dem Eingang stehen und vor dem blauen Cadillac stand Mo. Es war ein Wink des Himmels. Ich ließ halten und stürzte auf Mo zu. »Mo«, stammelte ich atemlos, »Sie müssen mich nehmen, Mo.« Mo maß mich prüfend von oben bis unten. Nachdem ich seinen Blick etwa eine Minute standgehalten hatte, zog er ein kleines Notizbuch aus der Tasche und zückte seinen goldenen Füllbleistift. »Morgen um 9:30 Uhr haben Sie ein Fernsehinterview bei der CBS, Studio F. Um 12:45 Uhr treffen Sie Hedda Hopper. Um 13:45 Uhr lunchen Sie mit dem Produktionsleiter der Paramount. Um 3 kommen die Fotografen. Vergessen Sie Ihre Gitarre nicht. Aber ich bin kein Popsänger. Wollen Sie das gefälligst mir überlassen?« brauste Mo auf. »Und jetzt gehen Sie auf Ihr Zimmer. Nummer 2003. Frühstück um 8. 2 weichgekochte Eier. Das ist gut für Ihre Stimme. Unterschreiben Sie hier.« Er hielt mir ein eng bedrucktes Formular hin, dem ich schon beim ersten Überfliegen entnahm, dass ich von meinen sämtlichen Einkünften auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten des britischen Weltreichs innerhalb der Grenzen von 1939 und überall sonst 20% an meinen Agenten abzugeben hätte, gleichgültig, wie diese Einkünfte zustande kommen, ob durch Arbeit, Erbschaft oder Glücksspiel. »Ist das ein Vertrag auf Lebensdauer, Mo?« hieß eine innere Stimme mich fragen. »Selbstverständlich«, antwortete Mo. »Dann kann ich nicht unterschreiben«, stieß ich hervor, packte meinen Koffer und rannte durch die Hotelhalle zum Empfangsbüro. Mo rief hinter mir her, dass ich mich nicht anstrengen sollte, hier gäbe es keine Zimmer. Aber jetzt ließ ich mich nicht mehr beirren. Ich hatte den Trick durchschaut. Schon stand ich vor dem Empfangschef. »Mein Name ist Hyman Schwarz. Ich bin Mr. Kitchens Agent, literarischer Berater des Pentagon und Verfasser von Tolstois Krieg und Frieden. Ich brauche ein Doppelzimmer mit Bad und zwar sofort.« Von meinem Doppelzimmer rief ich Hedda Hopper an. »Hedda, Darling«, flötete ich, »weißt du, für wen ich jetzt arbeite? Du wirst es nicht glauben. Für Kitchen.« »Ja, ganz richtig. Ein fantastischer Kerl, nicht wahr? Und du stirbst natürlich vor Neugier zu erfahren, was er vorhat.« Dem Präsidenten der Paramount
kündigte ich für Mittwoch meinen Besuch an und versprach ihm die Weltrechte einer neuen, sensationellen Story von Kitchen. Schon nach wenigen Tagen hatte ich für diesen unfähigen Schwachkopf die besten Verbindungen hergestellt und seine Karriere auf Jahre hinaus gesichert. Mit mir wollte kein einziger meiner Verhandlungspartner sprechen. Alle zogen es vor, direkt mit meinem Agenten zu verhandeln. Ich war überflüssig. Wer braucht einen Schriftsteller? Was ich brauche, ist ein guter Agent. Wer in Hollywood ist und nicht nach Las Vegas fährt, sagt ein altes mohammedanisches Sprichwort, der ist entweder nicht normal oder er war schon dort. Las Vegas im Staate Nevada gilt mit Recht als das Monte Carlo der USA. In ganz Nordamerika sind Glücksspiele verboten, ausgenommen die Börse und ausgenommen Nevada, das sich um die Gesetze der übrigen amerikanischen Staaten nicht kümmert. Übrigens ist Nevada von allen amerikanischen Staaten der ärmste. Besser gesagt, es war der ärmste, bevor meine Frau und ich hinkamen. Natürlich wussten wir ganz genau, was uns dort erwartet. Wir würden, so sprachen wir darum zu uns selbst, wir würden $10 an der Roulette riskieren, keinen Cent mehr, $10 und Schluss. Als wir mitten in der nevadensischen Wüste dem Flugzeug entstiegen, hatte ich überdies schon die Tickets in meiner Tasche, die uns 4 Stunden später nach New Orleans bringen würden. Jedes Risiko war ausgeschlossen. Las Vegas besteht aus einer grandiosen Hauptstraße und keinen wie immer gearteten Nebenstraßen. Die Hauptstraße besteht aus Hunderten von Casinos und Tausenden von Glücksrittern. Eines dieser Casinos betraten wir. Es hieß Sands. Und das verursachte uns ein anheimelndes Gefühl. Wir fühlten uns an den Negev erinnert. Eine unübersehbare Menge Irrsinniger staute sich in der großen Halle, drängte sich um die Slotmaschinen, spielte Karten und natürlich Roulette. Die Slotmaschinen faszinierten uns ganz besonders. Man wirft mit der linken Hand eine Münze ein und betätigt mit der rechten einen Hebel, worauf hinter einer gläsernen Querleiste 3 mit verschiedenen Früchten geschmückte Zylinder wild zu rotieren beginnen. Nach einiger Zeit bleiben sie stehen und wenn dann alle 3 die gleichen Früchte zeigen, ergießt sich aus Fortunas Füllhorn ein Regen kleiner und großer Münzen in die Taschen des Gewinners. Man muss nur wissen, wie man den Hebel am besten niederdrückt und wann man ihn am besten loslässt. Oft dauert es Stunden oder Tage lang, ehe man dahinter kommt. Aber wenn man das weiß, versteht man auch, warum es in Nevada so viele traurige Menschen mit überentwickelten rechten Armmuskeln gibt. Zugegeben, das Spiel ist nicht sehr intelligent. Es nahm uns auch nicht länger als 3 Minuten in Anspruch. Wir sind ja keine kleinen Kinder. Mit den verbliebenen $5 begaben wir uns an einen Roulette-Tisch und da standen 10 Chips im Werte von je 50 Cent. »Spielen wir nach der todsicheren Methode«, schlug ich vor. Schultheiß hat damit vor ein paar Jahren $1.500 gewonnen. Man muss immer dieselbe Farbe setzen. Gewinnt man, ist es gut. Wenn nicht, verdoppelt man den Einsatz. Verliert man wieder, verdoppelt man ihn noch einmal. Man verdoppelt ihn so lange, bis man gewinnt. Und einmal muss man doch gewinnen. Niemand wird bestreiten, dass das ganz einfach und überzeugend klingt, beinahe wissenschaftlich. Wir setzen 50 Cent auf Schwarz. Ich wollte auf Rot setzen, aber die beste Ehefrau von allen blieb standhaft. Rot kam. Das schadete nichts. Wir verdoppelten den Einsatz, wie es die todsichere Methode vorschrieb. Rot kam. Jetzt betrug unser Einsatz auf Schwarz bereits $2. Es kam Rot. Ich hab dir doch gesagt, dass wir auf Rot setzen sollen, zischte ich meiner Gattin zu. Wie kann man von allen Farben ausgerechnet auf Schwarz verfallen? Wir kauften vom Croupier 10 $1-Chips und zweigten sofort $4 für den nächsten Einsatz ab, diesmal auf Rot. Schwarz kam. Jetzt erst zischte meine Gattin zurück. Idiot, zischte sie. Seit wann wechselt man mitten im Spiel die Farbe? Die nächsten 10 $1-Chips, die wir gekauft hatten, setzten wir brav und folgsam auf Schwarz. Rot kam. Schultheiß kann was erleben, wenn ich ihn nächstens treffe. $16 auf Schwarz. Und was kam? Allerdings. Kalter Schweiß stand mir auf der Stirn. Was meine Frau betraf, so war ihr Gesichtsausdruck eine pikante Mischung aus Blässe, Schrecken und mühsam zurückgedämmten Hass. Eine Verbrecherhöhle. Wir waren unter Verbrecher geraten, besonders dieser Croupier mit dem unbeweglichen Gesicht. Er muss bis vor wenigen Tagen der Boss einer Gangsterbande gewesen sein. Wahrscheinlich ist er es noch. Verbrecher, wohin das Auge blickt, das ist Amerika. Nichts als Dekadenz und Opium für die Massen. Pfui, Teufel! Ich kaufte Chips für $32 und setzte den ganzen Haufen auf Schwarz. Der Croupier drehte das Rad und ließ die Kugel rollen. Und plötzlich wusste ich, mit einer über jeden Zweifel erhabenen Sicherheit wusste ich,
dass jetzt Rot kommen würde. Dieses unfehlbare Gefühl lässt sich nicht erklären. Du hast es oder du hast es nicht. Es ist, als wären die Schuppen von einem inneren Auge gefallen und als hätte eine innere Stimme das Wörtchen Rot in dein inneres Ohr geflüstert. Ich schob die Chips auf Rot. Nein, kreischte die beste Ehefrau von allen und griff die Chips. Schon lagen sie wieder auf Schwarz. Ein stummer, verzweifelter Kampf begann. Ich bin der Mann, ich blieb Sieger. In der letzten Sekunde erreichten unsere Chips das rote Feld. Zu spät, schnarrte der Croupier und schob das ganze Geld auf Schwarz zurück. Das hätte er nicht tun sollen. Schwarz kam und brachte uns 64 Dollar. Roulette ist ein großartiges Spiel. Es ist nicht nur anregend und entspannend, sondern wirft auch reichen Lohn für den instinktsicheren Spieler ab, der das Glück zu meistern versteht. Ich nickte dem Croupier, einem ungewöhnlich sympathischen Menschen, freundlich zu und berechnete, wie viel wir bisher gewonnen hatten. Wir hatten einen Dollar gewonnen. Aber wir besaßen immerhin 64 Ein-Dollar-Chips. »Dieses blöde Einsatzverdoppeln geht mir zu langsam«, äußerte die beste Ehefrau von allen. »Ich spiele Nummern.« Es gibt 36 Nummern auf dem Rad. Und wenn die gesetzte Nummer kommt, bringt sie 36-faches Geld. Einer an der Wand hängenden Ehrentafel konnte man entnehmen, dass im Jahre 1956 ein Cowboy die Bank dieses Casinos gesprengt und Las Vegas mit 680.000 Dollar in der Tasche verlassen hatte. Was ein Cowboy kann, müssten auch wir können. Meine Frau setzte einen Dollar auf 25. Blinde Wut überkam mich. Warum gerade 25? Du bist verrückt. Setz auf 19. Ich garantiere für 19. Jetzt gab sie sich keine Mühe mehr, ihren Hass zu verbergen. Du verdirbst mir alles. Ich hätte dich nicht mitnehmen sollen. Ich hätte dich nicht heiraten sollen. Alles verdirbst du mir. Und da sie die Chips verwaltete, unternahm ich nichts weiter und überließ sie ihrem Schicksal. Wollen sehen, was sie aufsteckt. Ich meinerseits kaufte Chips für 5 Dollar und setzte sie auf die klar zutage liegende Nummer 19. Die Spannung war unerträglich. Mit angehaltenem Atem folgten wir dem Lauf der Kugel. Endlich fiel sie. Sie fiel auf 25. Ich verstehe bis heute nicht, wie das geschehen konnte. Meine Frau strich 36 Dollar ein. Seit frühester Kindheit habe ich mich nicht mehr so erniedrigt gefühlt. Eine Säule von runden Chips türmte sich vor ihr auf und vor mir war alles leer. Sie aber warf auch noch einen Dollar pour les employés hin. Ich hasste sie. »Hast du keine bessere Verwendung für dein Geld?«, fragte ich mit vornehmer Zurückhaltung. »Rutsch mir den Buckel herunter«, lautete ihre weit weniger vornehme Antwort. »Mit meinem Geld kann ich machen, was ich will. Und verschwind schon endlich. Es ist eine alte Regel, dass man keinen Schlemiel in seiner Nähe haben soll, wenn die Glückssträhne einsetzt.« Ich entfernte mich tief betroffen und in der unerschütterlichen Überzeugung, dass 19 die richtige Nummer und 25 nur durch einen Zufall gekommen war. Beim Baggerertisch blieb ich stehen, entnahm meiner Brieftasche eine 20-Dollar-Note und legte sie irgendwo hin. Ich wusste weder wohin noch warum. Ich kannte das Spiel nicht. Der Bankier gab mir 2 Karten und sich selbst ebenfalls 2. Dann deckte er die seinen auf. Dann deckte ich die meinen auf. Dann hatte ich verloren und er raffte mein Geld an sich. Ich ging zur Roulette zurück und fand meine Frau einer Ohnmacht nahe, so aufgeregt war sie. Berge von Chips lagen vor ihr auf dem Tisch, richtige kleine Berge. Vor freudiger Überraschung blieb mir der Mund offen. Jetzt würden wir mindestens 3 Wochen in New Orleans bleiben können. Was für eine prächtige Gefährtin habe ich doch. Ihre rosigen Wangen glühten und ihre mandelförmigen Augen blitzten, während ihre wundervoll graziösen Hände über die Beute strich. Möge sie leben und gesund sein, bis 120. »Puzzili«, girrte ich. »Sag, wie hast du das gemacht?« »Frag nicht so blöd«, antwortete sie mit heiserer Stimme. »Ich habe mir für 100 Dollar Chips gekauft.« Ein Blick auf ihr verzerrtes Gesicht bestätigte mir die fürchterliche Wahrheit ihrer Worte. »Ich hatte ja gewusst, dass dieses Monstrum alles verlieren würde. Gott helfe mir.« Wie sie nur da saß, die Augen stier an die Kugel geheftet, die Finger gierig um die Geldbörse gekrallt. Wahrhaftig, sie sah kaum noch menschlich aus. Und in der Geldbörse war unser ganzes Geld. Sie warf es in frivolem Leichtsinn hinaus. Sie opferte die mühsam erworbenen im Schweiß unseres angesichts zum offiziellen Kurs eingewechselten Dollar dem Spielteufel. Kein Zweifel, sie war verrückt geworden. Wann hat man je gehört, dass ein vernünftiger Mensch auf 5 setzt? Oder gar auf 3, wie sie es jetzt tat? Das Häufchen Chips vor ihr wurde kleiner und kleiner. Eine flüchtige, eher nach unten abgerundete Berechnung ergab eine Verlustquote von 2 Dollar pro Minute.
Ich sah nach der Uhr. In anderthalb Stunden ging unser Flugzeug nach New Orleans. Wie die Dinge lagen, konnten wir dort höchstens noch 3 Tage verbringen. Und jetzt hat sie wieder auf 25 gesetzt. Werden Frauen denn nie aus ihren Fehlern lernen? Etwas musste geschehen. Ich kann unmöglich tatenlos mit ansehen, wie unsere Zukunft mit einer Minutengeschwindigkeit von $2 ruiniert wird. Liebste, flüsterte ich, lass uns einkaufen gehen. Geh allein. Eine Handtasche. Wir kaufen eine schöne Handtasche für dich. Der Laden, so spekulierte ich, ist 5 Minuten entfernt. Das sind 10 Minuten hin und zurück. Das ergibt netto $20. Und das ist selbst nach Abzug des Handtaschenpreises noch immer ein ganz hübscher Reingewinn. So leicht bin ich schon lange nicht zu Geld gekommen. Genauer, wäre ich zu Geld gekommen, wenn meine Frau darauf eingegangen wäre. Stattdessen hatte sie beim Croupier schon wieder einen Berg von Chips gekauft. Und keine innere Stimme, die mir zuräumt, welche Nummer jetzt kommen wird. Sie raunte nur immer wieder, leb wohl, New Orleans, leb wohl. Ich bringe meiner Gattin ein Glas Tee. 1 Minute gewonnen, macht $2 abzüglich Getränkesteuer. Nächster Versuch. Gehen wir zu den Slotmaschinen. Dort nämlich kostet die Minute höchstens $1. Sie will nicht. Sie will Roulette spielen. Sie setzt. Und zwar gleichzeitig. 8, 9, 10. Die Transversale. 4 bis 6. 0, rot. Erstes Dutzend. Es kommt 22. Schwarz. Zweites Dutzend. Wenn wenigstens die Nummer 19 gekommen wäre, auf die ich von Zeit zu Zeit $10 setzte. Aber die Kugel ist rund und endlich scheint's, als wollte das Glück uns lächeln. Ein sichtlich nervöser Spieler schreit meine Frau an, weil sie immer dieselben Nummern setzt wie er und ihn dadurch um alle Chancen bringt. Meine Frau schreit zurück, im Gegenteil, er bringe sie um alle Chancen, weil er immer knapp vor ihr seine Chips auf die Nummer setzt, die sie spielen will. Ein lautstarkes Wortgefecht bricht aus, das Rad steht volle 8 Minuten still. $16. Da meine eigene Frau in den Streit verwickelt ist, muss ich Partei ergreifen. Ich trete auf einen der bewaffneten Saalwächter zu und ersuche ihn, die schreiende Weibsperson dort am Tisch aus dem Casino zu weisen. Der Gangster zuckt die Achseln. Schreien sei kein Ausweisungsgrund. Schade. Das hätte 2 Tage in New Orleans bedeuten können. Der geistige Verfall meiner Gattin macht rasende Fortschritte. Sie setzt gleichzeitig 18, ungerade, schwarz, 25, 2, die Transversale 4 bis 6, das dritte Dutzend, das zweite Dutzend, 6, 0, 7, 9 und rot und 13 und das erste Dutzend und 8. In wilder Panik stürze ich zu einer der Telefonzellen und rufe aus dem Casino das Casino an. Bitte lassen Sie sofort Mrs. Kitchen ans Telefon holen. Sie sitzt am zweiten Tisch von links. Es ist dringend. Um was handelt sich's? Um einen Schlaganfall in der Familie. Zum Glück ist der Tisch ziemlich weit von der Zelle entfernt und obwohl Mrs. Kitchen im scharfen Tempo angerannt kommt, vergehen $4. Hallo? Mrs. Kitchen, sage ich in fließendem Englisch. Die Direktion möchte Ihnen zur Kenntnis bringen, dass nach den Gesetzen des Staates Nevada kein Casino-Gast länger als 2 Stunden ununterbrochen Roulette spielen darf. Da Sie leider schon... Halt den Mund, Idiot! Glaubst du wirklich, dass ich dich hier erkannt habe? Und schon saust sie an den Tisch zurück. Immerhin 9 kostbare Minuten sind gewonnen. Fast ein ganzer Tag in New Orleans. Und in einer halben Stunde, der Himmel sei bedankt, müssen wir am Flughafen sein. Ich schleppe unser Gepäck zur Tür und locke durch heftige Winksignale meine Gattin herbei. Um Himmels Willen, ihre Stimme bebt vor jedem Entsetzen. Wo ist meine schwarze Handtasche? Ich habe keine Ahnung. In der schwarzen Handtasche befinden sich unter anderem die kosmetischen Utensilien meiner Frau. Eine Suche im Wert von mindestens $20 beginnt. Endlich wird die Handtasche gefunden. Irgendjemand hat sie hinter der Tür versteckt. Ich reiße die Tasche an mich und öffne sie, um das verbliebene Geld zu zählen. Es ist kein Geld verblieben. Es gibt nichts zu zählen. Meine Frau hat $230 verloren. $230 sind ihr durch die Finger geglitten. Für nichts und wieder nichts. Wenn sie wenigstens auf 19 gesetzt hätte, so wie ich meine $350. Aber vielleicht können wir trotz allem noch 2 Tage in New Orleans verbringen. Auf dem Flugplatz teilt man uns mit, dass sich der Abflug um 1/2 Stunde verzögern wird. Warum? Bald haben wir die Ursache entdeckt. Im Warteraum stehen 20 Slotmaschinen. Man braucht nur eine Münze einzuwerfen und den Hebel zu betätigen. Es ist ganz einfach. Wie singt der Dichter? Meine rechte Hand verdorre, könnte ich jemals dein vergessen, O Las Vegas in Nevada. Übrigens, kennen Sie New Orleans? Ich nicht. Entspannung heißt das Motto. An einem klimaanlagetemperierten Morgen erwachten wir und sahen, dass es Zeit zur Heimkehr war.
Wir hatten eine wunderschöne Reise gehabt, hatten die alte und die neue Welt kennengelernt, hatten überall interessante Menschen aus Israel getroffen, die meisten unserer ausländischen Botschaften besucht und ein hervorragendes Konzert des israelischen Symphonieorchesters gehört, das sich gerade auf einer Tournee durch die Vereinigten Staaten befand. Wahrscheinlich waren es diese vielen Begegnungen mit Israelis, die uns immer heftiger nach Hause trieben. Wahrscheinlich waren es die überwältigenden Landschaftsbilder, die ragenden Bergesgipfel Europas und die unermesslichen Prärien Amerikas, die unsere Sehnsucht nach jenem an der Kante Asiens gelegenen Miniaturstaat entfachten, in dem wir leben und in dem es auch sonst sehr originell zugeht. Wir sehnten uns nach der engen, gewundenen Überlandstraße von Tel Aviv nach Jerusalem, die zu beiden Seiten von jugendlichen Autostoppern flankiert wird. Wir sehnten uns nach den Tafeln, die sie hochhalten und die auf der einen Seite die Angabe des gewünschten Reiseziels tragen, auf der anderen Seite aber, das sieht man erst, wenn man sich im Weiterfahren umdreht, die einladende Aufschrift zerspringen. Wir sehnten uns nach dem Strand von Naharija, wo die Leute Ende August auf dem Höhepunkt der Sommerhitze nicht mehr ins Wasser gehen, weil es zu Hause in Polen um diese Zeit schon zu kalt war. Wir sehnten uns nach den Kinos von Tel Aviv, wo es geschehen kann, dass man mutterseelenallein vor dem Kassenschalter steht und dass einem plötzlich ein wildfremder Mensch jovial auf die Schulter klopft. Können Sie gleich auch für mich eine Karte nehmen? Ich stehe so ungern Schlange. Wir sehnten uns nach unserer Heimat. Mit einem Mal waren sie uns fürchterlich fremd. All diese fremden Länder mit ihrer erstklassigen Organisation, mit ihrem perfekt eingerichteten Leben, mit Expressbriefen, die tatsächlich vor der normalen Postzustellung ankommen, mit Bahnhofsuhren, von denen man die richtige Zeit ablesen kann, mit Personenaufzügen, die bis ins oberste Stockwerk fahren, mit Feuerzeugen, die wirklich Feuer geben. Wir wollten endlich wieder zweifeln dürfen, ob die Zeit, die wir uns von einer öffentlichen Uhr abblasen, richtig war oder nicht. Wollten endlich wieder den Briefträger verfluchen, der den dringend erwarteten Expressbrief nicht zugestellt hatte, weil ihm nicht sofort nach dem ersten Läuten die Tür geöffnet wurde. Wollten endlich wieder feuchte Zündhölzchen vergebens an der feuchten Phosphorfläche reiben. Endlich wieder in einem Land sein, wo es einerseits Atomreaktoren gibt und andererseits zu den Personenaufzügen die Tafel außer Betrieb gleich mitgeliefert wird. Wir wollten wieder oben auf dem Berg Karmel stehen und plötzlich, während wir trunkenen Blicks das unvergleichliche Panorama des Hafens von Haifa in uns aufnahmen, einen schmerzhaften Tritt in den Hintern verspüren und jäh herumfahren und uns einem bärtigen Unbekannten gegenübersehen, der zwar ein wenig überrascht, aber in keiner Weise verlegen die Worte hören lässt: Entschuldigen Sie, ich habe Sie für jemand anderen gehalten. Und? Was soll's? Darf ich fragen, warum Sie jemand anderen in den Hintern getreten hätten? Nein, das dürfen Sie nicht. Das geht Sie gar nichts an. Oh Heimat, oh Heimweh. Man muss es uns am Gesicht angesehen haben. Onkel Harry zog mich beiseite und sprach mir tröstend zu. Ich weiß, dass ihr die Tage bis zu eurer Abreise zählt. Und das macht euch natürlich nervös. Wir Amerikaner haben große Erfahrung im täglichen Kampf gegen diesen Fluch unseres Jahrhunderts, gegen die Nervosität. Wir wissen Bescheid. Entspannung heißt das Motto. Es hilft nichts, sich vor Nervosität zu verzehren. Warum seid ihr so nervös? Entspannt euch. Lacht. Seid glücklich. Mit diesen Worten streckte sich Onkel Harry auf die Couch und schloss seine Augen. Ich entspanne mich. Ich bin bereits entspannt. Ich bin vollkommen ruhig. Ich habe alle Sorgen vergessen. Ich wiege mich auf den sanften Wellen der Entspannung. Großer Gott, 11:30. Mein Anwalt wartet auf mich. Er sprang auf, stürzte in den glühend heißen Sommertag hinaus. Ich nahm seinen Platz ein und versuchte, seinem Rat zu folgen. Ich versuchte, mich zu entspannen, nicht nervös zu sein, meine Sorgen zu vergessen, mich frei und unbelastet zu fühlen, an nichts zu denken, nicht an unsere Abreise und nicht an die neuen Koffer, deren Schlüssel verloren gegangen waren. Nicht an unsere Wohnung in Tel Aviv, in der das Wasser jetzt schon einen halben Meter hoch stehen musste, weil wir den Hahn nicht zugedreht hatten.
Nicht an das Flugzeug, das nach dem Gesetz der Serie für einen Absturz fällig war. Nicht an unsere Pässe, die wir schon seit 3 Tagen nirgends finden konnten. Nicht an das Telegramm, das ich schon längst hätte abschicken sollen. Nicht an. Verzweifelt hockte ich auf der Couch, zitternd am ganzen Körper, ein klägliches Nervenbündel, ein Wrack. Die Erkenntnis, dass jeder beliebige Amerikaner sich beliebig entspannen konnte und ich trotz größter Mühe nicht, brachte mich dem Irrsinn nahe. Tante Trude, die zufällig ins Zimmer kam, merkte das sofort, brach in hysterisches Schluchzen aus und telefonierte um den Arzt. Ich erklärte ihm, dass diese letzten Tage zu viel für mich waren. Meine Nerven ertrügen die Anspannung nicht mehr. Sie sind ein typischer Vertreter dieser neuen Generation von Neurotikern, belehrte mich der gewiegte Mediziner. Sie sind nervös und verkrampft, deshalb können Sie sich nicht entspannen. Aber ich vertraue Ihnen eine psychologische Entdeckung an, die wir Amerikaner vor einiger Zeit gemacht haben. Es hilft nichts, sich vor Nervosität zu verzehren. Hören Sie auf damit und beginnen Sie zu leben. Vergessen Sie Ihre Sorgen. Vergessen Sie, dass Sie sich nicht entspannen können. Und Sie werden sofort entspannt sein. Ruhen Sie sich aus. Fühlen Sie sich frei. Lachen Sie. Seien Sie glücklich. Entspannen Sie sich. Er schluckte hastig 2 Beruhigungspillen und verschwand. Ich beherzigte seine Worte, nahm mich zusammen und sprach zu mir selbst. Was bist du doch für ein Jammergeschöpf, dass du dich nicht entspannen kannst. Es ist eine Schande. Entspann dich endlich, du Idiot, entspann dich! Am Abend wurde ich ins Spital gebracht. Der Professor, der mich untersuchte, hatte sofort heraus, dass ich nervös und verkrampft war, und er wusste Rat. Sie müssen sich entspannen, sagte er. Vergessen Sie Ihre Sorgen. Seien Sie ruhig, fühlen Sie sich frei und glücklich, entspannen Sie sich. Sobald Sie sich unbelastet und glücklich fühlen, werden Sie automatisch aufhören, sich belastet und unglücklich zu fühlen. Wir haben unsere Erfahrung, wir wissen Bescheid. Entspannung heißt das Motto. Leider war ich um diese Zeit schon im Besitz einer schweren, doppelseitigen Allergie gegen das Wort Entspannung. Wenn ich es nur hörte, geriet mein ganzer Körper in wilde Zuckungen und ich spürte einen unwiderstehlichen Zwang, laut zu krähen. Der Professor deutete das als Zeichen mangelnder Kooperationsbereitschaft, brach die Behandlung angewidert ab, erlitt einen Nervenzusammenbruch und versuchte mich zu erwürgen, wurde aber von 2 rasch herbeieilenden Wärtern, die ihm gewaltsam eine Morphiumspritze verabreichten, im letzten Augenblick daran gehindert. Ich selbst nahm um Mitternacht, als ich endlich allein war, eine Überdosis von Schlaftabletten, die sofort ihre Wirkung tat. Vor meinen Augen wurde es schwarz. Ich erwachte. Rings um mich war zackiges Gestein, aus dem rote Flammen emporzüngelten. Eine Gestalt mit Hörnern und einer riesigen Gabel trat auf mich zu. »Entschuldigen Sie«, sagte ich, »wo bin ich?« »In der Hölle«, sagte Mephistopheles. »Entspannen Sie sich.« Aus irgendwelchen Gründen sind Heimreisen immer langweilig. Wir verabschiedeten uns herzlich von unseren Verwandten, schüttelten der Freiheitsstatue die freie linke Hand, bestellten 2 gute Plätze in der Nähe des Piloten, zahlten das Übergewicht für unsere 10 Koffer und landeten kurz darauf in Genua. Hier holten wir nach, was wir damals bei unserem ersten Besuch versäumt hatten. Wir verbrachten den ganzen Tag im Hafen. Alles lief planmäßig ab. Am Abend lagen wir zur rechten Zeit in den Betten unseres nur wenige 100 Schritte von der SS Jerusalem entfernten Hotels, als die beste Ehefrau von allen sich plötzlich im Bett aufsetzte und mir ein aschfahles Gesicht zuwandte. Um Himmels Willen, wir haben die Geschenke vergessen. Na, murmelte ich verschlafen. So schlimm wird's nicht sein. Entspann dich. Sprich keinen Unsinn, Mann. Jetzt rannte sie bereits im Zimmer hin und her und blieb nur gelegentlich stehen, um die Hände zu ringen. Wer von einer so langen Reise zurückkommt wie wir, muss jedem einzelnen Verwandten, Bekannten und Freund etwas mitbringen. Das erwartet man. Und das gehört sich so. Merkwürdig, erwiderte ich. All meine Freunde und Bekannten waren ununterbrochen in der Welt umher, und mir hat noch niemand etwas mitgebracht. Das stimmt nicht. Hast du nicht von Tante Ilka diesen hübschen grünen Pullover aus Dänemark bekommen, mit dem du immer den Wagen wäschst? Und außerdem, wenn andere Leute keine Manieren haben, so heißt das noch nicht, dass wir keine haben müssen. Warum eigentlich? Warum heißt es das nicht? Die beste Ehefrau von allen saß unterdessen am Bettrand und stellte eine Liste aller Personen zusammen, die Anspruch auf etwas Mitgebrachtes hatten.
Felix Selig, Tante Ilka, die Eule Lipschitz, der Finanzminister, Jossele, der Milchmann, mein Freund Kurt, ihre Freundin Rebecca, Bathsheba Rothschild, der entlassene Zitruspacker Sprotzek, Kitty Goldfinger, die Brüder Grossmann, Schultheiß, Potmanitzki, Mundeck, Marie-Louise, Professor Groß-Lockner, die Zieglers, Paltiel, Benzatisch. Ein Glück, dass Sulzbaum in New York war. Aber wie sollen wir das alles noch vor der Abfahrt erledigen, seufzte meine Frau ein übers andere Mal. Wie um Himmels Willen sollen wir das machen? Ich nahm die Liste an mich und unterzog sie einer scharfen Revision. Kitty Goldfinger, mit der wir seit Jahren nicht mehr verkehrten, wurde sofort gestrichen. Als nächste kamen die Zieglers, die in einem entlegenen Kibbutz im Negev lebten und von unserer Reise wahrscheinlich nichts gehört hatten. Dann ging's an die Freundin meiner Frau, aber sie kämpfte wie eine Löwin um jede von ihnen und beschwor mich, durch willkürliche Auswahl der Beschenkten keine ewigen Feindschaften zu provozieren. Der einzige Geschenkempfänger, auf den sie unter Umständen verzichten wollte, war Paltiel Benzaisch. Sie wusste nicht, wer das war und konnte sich nicht erklären, warum sein Name auf der Liste stand. Jetzt erhob sich die Frage, womit man diese gierige, auf Geschenke versessene Horde befriedigen sollte. Wir müssen, proklamierte die Listenverfasserin, für jeden etwas Individuelles finden. Eine Kleinigkeit, die er bestimmt noch nicht hat und der man die fremde Herkunft anmerkt und die teurer aussieht, als sie ist. Richtig. Geschenke, die diese Bedingungen nicht erfüllen, haben keinen Wert. Dann bringen wir besser gar nichts. Also gut, was kaufen wir? Gemeinsam beugten wir uns über die Liste und gingen sie von Anfang an durch. Von Felix Selig wussten wir, dass er ein Sportfanatiker war und nie ein Fußballmatch versäumte. Haben somit in Betracht ein Tennisschläger, 12.000 Lire, ein Faltboot, 104.000, ein Barhocker, 21.000 bis 62.000, ein Pullover, 520. Wir dachten lange nach, was seiner Wesensart am besten entspräche. Ich bin für den Pullover, entschied ich. Ein praktischer Gegenstand, immer griffbereit. Wenn Felix verschwitzt vom Training kommt, wird er sehr froh sein, sofort in einen Pullover schlüpfen zu können. Schön. Damit wäre ein Anfang gemacht. Alles weitere morgen, beim Einkaufen. Die letzten Worte hauchte meine Gattin schon halb aus dem Schlaf und ich selbst hörte sie nur noch mit halbem Ohr. Am lichten Morgen zogen wir los. Wir warfen uns auf die Warenhäuser, deren es in Genua viele gibt. Es standen als erstes einen wunderschönen gelben, schafwollenen, echt italienischen Santi Frutti Sportpullover um 490 Lire und strichen Felix Selig von der Liste. Aber wenn wir schon für ihn so ein Vermögen ausgeben, was bleibt denn dann für Tante Ilka, fragte meine Frau. Wir verschoben die Lösung dieses Sonderproblems und kauften für unsere Hausgehilfin Rebecca, deren Vorliebe für schreiende Farben wir kannten, einen wunderschönen gelben, schafwollenen, zwei Nummer kleiner, 450 Lire. Dann analysierten wir die Bedürfnisse der Eule Lipschitz. Was könnte wohl ein wenig Freude und Wärme in sein trübes Dasein bringen? Eine Schweizer Armbanduhr? Ein Radio? Eine Kamera? Sorgfältig schätzten wir für und wieder gegeneinander ab, fassten neue Möglichkeiten ins Auge und fanden schließlich eine unverhoffte Lösung. Alle diese Dinge hat er wahrscheinlich schon. Aber man kann nie genug Pullover haben. Es wurde ein schwarzer und langärmeliger, der infolgedessen 580 Lire kostete und die Problematik des Geschenks für Tante Ilka noch erhöhte. Dafür musste sich mein Freund Kurt mit einem ärmellosen Pullover begnügen, was für ihn als Hundebesitzer nur von Vorteil war. Wenigstens konnte ihm der bissige Köter die Ärmel nicht zerfetzen. Jossele gab uns einiges aufzulösen, denn er ist ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler. Vor einem Schaufenster des nächsten Warenhauses überkam uns die jähe Erleuchtung, dass hellblau die richtige Pulloverfarbe für ihn wäre. Allmählich arbeiteten wir uns durch die ganze Liste. War's Zufall, war's Fügung, wir entdeckten immer wieder, dass es für den Betreffenden kein passenderes Geschenk gab als einen Pullover. Bei den Brüdern Großmann überlegten wir lange, entschieden uns aber dann, da sie ungefähr gleich groß waren, für einen einzigen Pullover, den sie abwechselnd tragen konnten.
Finanzielle Schwierigkeiten ergaben sich nicht, da wir vom Unterstützungsfonds der jüdischen Gemeinde in Genua genug Geld ausgeborgt hatten, um auch noch die beiden Koffer bezahlen zu können, die wir für unsere Geschenke brauchten. Erleichtert und in freudiger Stimmung transportierten wir unser gesamtes Gepäck in den Hafen. Und dort, schrill über das erste Heulen der Schiffssirene hinweg, ertönte der Aufschrei meiner Gattin. Entsetzlich! Wir haben Tante Ilka vergessen! Schon saßen wir im Taxi, schon hielten wir vor einem Warenhaus, schon stürzten wir hinein und standen vor einer Katastrophe. Alle Pullover waren ausverkauft. Es gehen nämlich heute und morgen zwei Schiffe nach Israel, erklärte die Verkäuferin. Aber ein netter kleiner Seismograf wäre noch da. Wird von Touristen viel verlangt. Was sollte Tante Ilka mit einem Seismografen? Sie würde das womöglich für eine Anspielung auf ihr Schnarchen halten. Nein, das kam nicht in Betracht. Die Sirene der SS Jerusalem heulte zum zweiten Mal und unmissverständlich. Wir erreichten sie noch ganz knapp und verstauten den schönen dunkelroten Pullover, den wir der Verkäuferin vom Leibe weggekauft hatten, in unserem 12. Koffer. Der Rest der Geschichte enträt jeder dramatischen Spannung. Aus purer Langeweile begannen wir auf hoher See, die einzelnen Pullover zu probieren und stellten fest, dass sie uns wie angegossen passten. Natürlich kamen wir nicht mehr darauf zu sprechen. 2 Stunden vor der Landung in Haifa zupfte mich meine Frau am Ärmel. Eigentlich, sagte sie tastend, eigentlich sehe ich nicht ein, warum wir jedem Schmarotzer, den wir zufällig kennen, ein Geschenk mitbringen müssen. Wo steht das geschrieben? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Aber dann dürfen wir keinem von ihnen etwas mitbringen, sonst verfeinden wir uns mit den anderen. Niemand hat ein Geschenk von uns bekommen. Wem's nicht passt, der soll uns klagen. Wir können selbst sehr gut ein paar neue Pullover brauchen. Vielen Dank. Unsere Garderobe bedarf dringend der Auffrischung. So standen wir an Deck, ich in Josseles hellblauem, meine Frau in Tante Ilkas dunkelroten Pullover, als die weißen, flachen Häuser von Haifa in Sicht kamen. Es war ein vertrautes Panorama. Es unterschied sich in nichts von 100 anderen Hafenstädten auf der Welt. Nur, dass es eine Hafenstadt des einzigen Landes war, das uns gehörte. Des einzigen Landes auf der ganzen Welt. Die Schiffssirene heulte. Wir verstanden jeden Ton. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus dem Langen Müller-Hörbuch. Hugo Egon Balder liest Ephraim Kishon. Kein Applaus für Podmanitzky. Taktische Probleme. Nirgends bestätigt sich Darwins These vom Überleben des Stärkeren so eindrucksvoll wie im Theater. Besonders in den Kämpfen, die von den Schauspielern um ihre Rollen ausgefochten werden. Der Kampf beginnt spätestens 2 Stunden nach der Aufnahme eines neuen Stücks in den Spielplan. Man erkennt den kampfgewohnten Schauspieler daran, dass er das Bühnenmanuskript zur Hand nimmt, die Zeilen seiner Rolle rot unterstreicht und sie mit der unerbittlichen Sturheit eines Beamten im Statistischen Zentralamt auszählt. Wenn die erreichte Zahl ihn nicht befriedigt, setzt er Himmel und Hölle in Bewegung, um die schäbige Rolle loszuwerden. Er kämpft sozusagen seinen eigenen Befreiungskrieg. Aber die Entscheidungsschlacht wird auf der Bühne ausgefochten. Die Proben dienen nur zur Vorbereitung. Da und dort versucht man, einen kleinen Stellungsgewinn zu erzielen, eine Pause abzustoßen, einen Gang an sich zu reißen, von einer Änderung zu profitieren, ohne dem Gegner Einblick zu gewähren, was man damit bezweckt. Das wird er erst am Abend der Premiere zu merken bekommen. Genau in dem atembeklemmenden Augenblick, da der Held des Stücks sich ans Herz greift und zu Boden stürzt, um alle Nuancen eines erschütternden Todeskampfes auszuspielen. Genau in dieser Zehntelsekunde schwingt sich die Hauptdarstellerin wie von ungefähr auf das rote Piedestal im Hintergrund und richtet sich dort ihre schwarzen Netzstrümpfe. Jetzt kann der Kerl noch so kunstvoll sterben, es schaut ihm niemand zu. Mit dem richtigen Instinkt fürs Timing kann man sogar einen Monolog ruinieren. Und ein diskretes Husten im geeigneten Moment macht das Sensorium der Zuschauer für eine ganze Szene unempfänglich. Erfahrene Routiniers betreiben mit Vorliebe das sogenannte Drehscheibenspiel. Es beruht auf dem optischen Gesetz, demzufolge ein näher zum Hintergrund der Bühne stehender Schauspieler, der seinen Partner anredet, dies mit dem Gesicht zum Publikum tut, während der Angeredete dem Publikum nur seinen Rücken und vielleicht die beginnende Glatze zeigen kann. Das ist der wahre Grund,
warum sich die Schauspieler auf der Bühne immerzu nach hinten bewegen, so lange, bis sie an die Kulisse anstoßen oder beim nächsten Schritt den Blicken der Zuschauer entschwinden würden. Im Allgemeinen gelten derlei Kniffe als durchaus zulässig, und sie sind nicht die einzigen. Kaum ein Abend vergeht, ohne dass die auf ihren Auftritt wartenden Akteure sich fragen, ob Schaul Finkelstein, während Lydia Kischniewkowskaja ihr großes Geständnis ablegt, auch heute seine Brillengläser putzen wird oder nicht. Zu den erprobten Ablenkungsmanövern gehört ferner das Zurechtstreichen der Frisur oder der Schlag nach einer unvermutet störenden Fliege. Ebenso beliebt ist das Abdecken des Partners, für das sich Rollen wie Falstaff oder Gargantua besonders eignen. Valentina Gurewitsch, die stattliche Salondame, soll den Charakterdarsteller Shimon Gurewitsch so lange abgedeckt haben, bis er sich entschloss, sie zu heiraten. Im Krieg sind alle Mittel erlaubt. Krieg ist die Fortsetzung der Generalprobe mit anderen Mitteln, sagte schon der große Stratege Clausewitz, als er allein auf der Bühne stand und endlich einen Satz zu Ende sprechen konnte.